So, ne, falsche Szene. So, servus. Man sollte mich hören, man sollte mich sehen. Ja, Stream Freitagabend. Heute ein bisschen früher dran. Ich muss gerade gucken, ja, von den Settings müsste alles passen. Irgendwie sieht es leise aus, aber bekommen wir gleich eh noch Probleme. Ja, Freitagabend Stream. Special Stream heute Abend. Wir haben ein paar Sachen geplant. Ich verrate mal noch nicht zu viel. Wir haben auf jeden Fall ein paar Sachen geplant. Und haben tatsächlich auch einen Gast heute dabei. Wir haben einen Gast dabei. Erzähl mal, wer bist du? Man kennt dich ja jetzt gar nicht. Wer bist du denn jetzt? Ja, ich heiße auf YouTube First Front. Ich bin ein sehr großer YouTuber und Streaming-Legende. Stimmt, es ist ja jetzt versetzt. Ich sehe gar nicht die Live-Reaction. Man oder? Sieht die Live-Reaction nicht, jetzt musst du warten. Ey. Smash, das ist deine erste Live-Reaction. Wow, stark. Smash, heftig. Stark. Hey, ey. What the fuck? Ich hoffe, was ist uns. Ja. Wow. Ist irgendwas? Ich weiß auch nicht. Wir haben doch schon oft Streams zusammen gemacht eigentlich. Merkt man doch gar nicht. Schon voll normal heute, oder? Es ist voll halt einfach. ja, Special Stream heute Abend. Also Special ist jetzt schon verdient im Titel gewesen. Clickbait kann man uns diesmal nicht vorwerfen. Ja, ich bin jetzt gespannt. Glaubst du, man hört uns? Sieht das hier gut aus? Ich weiß nicht, man müsste mich eigentlich hören. Ich bin ja jetzt nicht dafür bekannt, dass ich so leise bin. Ja, wer die Reaction damals gesehen hat, der weiß es. Wieso bist du kein Türke? Ey, ohne Witz, weißt du, wie oft ich das privat gefragt werde? Bist du Türke? Ey. Ja, doch, du könntest schon Türke sein, theoretisch, wenn man überlegt. Ey, ich könnte theoretisch so viel sein, aber das werde ich sicher nicht verraten, was ich alles bin. Naja, ich dachte zuerst, es wäre Lars. Just, warum ist das Theater? Clickbait. Ja, nee, also... Arkan, wer ist dieser Dead Justice? Stimmt, am Ende kennt ich hier irgendjemand nicht. Ja. Dann war das jetzt ein ganz weirder Auftritt. Da kam jetzt einfach so ein random Typ rein. Ja, was haben wir heute Abend vor? Stell vor. Weiß ich nicht. Wir haben so ein paar Videos, über die wir sprechen können. Wir können über jedes Thema sprechen, das in den Chat geschrieben wird. Keine Ahnung. Ja. Wir könnten über diese krasse Filler-Episode sprechen. Ich finde, wir haben noch nicht genug darüber gesprochen. Die 30 Minuten haben noch nicht gereicht. Ne? Wir müssen nochmal drüber sprechen. Aber Tom und Taha haben dazu ein Video hochgeladen. Ich habe es noch nicht gesehen. Wenn wir Zeit haben, vielleicht können wir reinschauen. Geben, ja. Vielleicht können wir reinschauen. Ich wollte immer bei Tom und Taha reinschauen, bei Bad Batch. Ohne Spaß, ich habe bei Tom und Taha immer so das Gefühl, die kann so nichts aus der Bahn bringen. Die sind zwar immer mal wieder enttäuscht, aber die gehen immer in alles mit so einem positiven Grundgedanken rein. Und wie ich diesen Titel jetzt gelesen habe, habe ich mir so gedacht, ich glaube, die sind auch nicht so zufrieden. Was war der Titel? Ich glaube irgendwie sowas, ich weiß nicht, das größte Problem von Bad Batch oder so. Bad Batch, genau. Nee, oder war das jemand anders, der den Titel hatte, aber... In den letzten Tagen oder den letzten Folgen hier, kann es denn sein, das hat Bad Batch noch nie geschafft? Was mich damals brutal irritiert hat, war das zu Folge 4. Warte, wo war das? Ja. Das hatte ich hier. So muss Bad Batch sein, Folge 4. Da hatten wir damals gesagt, das war die schlechteste Folge. Naja, eigentlich muss Bad Batch ja so sein, weil das ist ja der Kern von Bad Batch. Ja gut, also, theoretisch, ja. Also wenn es nicht so wäre, wäre es ja nicht mehr Bad Batch. Dann wäre es... Also, ja. Gott bewahre, dass das noch eine gute Serie wird. Genau so. Ja, hast du mit Bo den Kugeln Kopfwelle geübt? Hast du auch ein ikonisches Zitat rausgehauen, ne? Ey, ich glaube, ich habe schon so viele ikonische Zitate rausgehauen, nur ich weiß die alle gar nicht mehr. Ich sehe die dann irgendwann immer mal wieder in den Kommentaren, so, keine Ahnung, ist die Schaukel zu nah an der Wand gestanden oder sowas, und ich weiß nicht mehr, wann ich das gesagt habe. Also es klingt nach mir, aber ich weiß nicht, wann ich das gesagt habe. So, irgendwann bestimmt, aber anders mit den Bowlingkugeln kann ich mich noch erinnern, aber das war ursprünglich mal ein Satz von dir. Ja? Ja, das war ursprünglich mal ein Satz von dir. Hast du geklaut? Hast du keine Credits gegeben? Hab ich komplett geklaut. Die Stimme von Dead Justice hört sich jünger an, als er aussieht. Elias, seine Stimme hört sich... Ey, ich wurde am Wochenende für 30 so gehalten, ne? Also, stimmt, wie alt siehst du aus? Wie alt sehe ich aus? Nee, eigentlich nicht so alt. Weiß ich nicht. Also, ich habe jetzt ein bisschen mehr Bart als sonst. Haare sind ein bisschen länger als sonst, aber das ist einfach dem geschuldet, dass ich jetzt in den letzten Wochen so viel Stress hatte, dass ich einfach nicht dazu gekommen bin, zum Friseur zu gehen. Ja. Warum erfahren wir ja noch im Video später, warum du so viel Stress hattest. Ach so, ja. Der Blick, warum?
Genau, also, du hast eben schon gesagt, wir haben auf jeden Fall dein Video, was wir uns sehr wahrscheinlich später noch anschauen. Ja. Dann, bei meinem Video muss man dazu sagen, ich bekomme so viele Nachrichten in letzter Zeit und so viele Kommentare, ey, dein Video ist so lange schon her. Ihr werdet heute sehen, warum. Da ist die Kamera. Ihr werdet heute sehen, warum. Das, was wir uns heute ansehen, ist noch nicht mal das finale Video, okay? Ich bin gespannt. Also ich hab mir falls wir uns das ansehen. Ich weiß noch nicht, ob sich das dann alles ausgeht, aber... Ich bin auch mal gespannt, wie wir durchkommen. Ja. Dann Tom und Taha. Was wollen wir davon jetzt draufnehmen? Achso, Weiß ich nicht. Ich dachte eigentlich, Tom und Taha hätten so einen Titel rausgehauen, wo sie voll enttäuscht waren. Aber dann muss das irgendjemand anders gewesen sein, der sonst immer positiv zu Bad Batch gestimmt war. Keine Ahnung. Star Wars, ja. Star Wars Stories. Star Wars Basis. Will einfach nicht schlechter werden. Aber es ist interessant, wie viele das feiern. Aber so, wenn man mal ehrlich ist, wir haben ja auch schon gesagt, viele der Folgen würden ja funktionieren, wenn sie besser zusammenpassen würden. Ja, wenn die also, besser angeordnet wären, ja, das stimmt. Nee, nicht besser angeordnet, aber... Also in der Reihenfolge auf jeden Fall muss ja schon eine gewisse... warum ist das hier jetzt so rangezoomt? So. Ey, ich hab's... immer vermieden, irgendwie vor der Kamera zu trinken, weil ich habe so ein geisteskrankes Talent dafür, mich zu verschlucken. Passiert vielleicht heute noch. Ey, das wird 100% passieren heute. Eigentlich ist jetzt der Vorteil, wenn ich Technik mache, musst du unterhalten, ne? Was heißt hier, ich muss unterhalten? Special Guest? Von dir, die du selbst geschnitten hast? Gute Frage. Geht mal auf den Chat ein. Von der Stimme her klingt der Justice wie 1920. Vom Aussehen würde ich ihn auf 25 bis 30 Jahre schätzen. Nimmst du das als Beleidigung? Ja, was soll ich sagen? Ja, was sagen deine Eltern dazu, dass ein erwachsener Mann abends in dein Zimmer kommt? Gute Frage, ich weiß es nicht. Die sind gerade zum Glück nicht zu Hause, sonst verdächtig, man weiß nicht. Circa, hat er was mir gesagt. Der Justice würde ich auf 25 bis 30 schätzen, ey. Im Stream mit Movie Amps, ich weiß nicht, ob ich da jetzt Movie Amps ein bisschen in die Pfanne hau, aber da hat mich einer von beiden, ich sage jetzt nicht wer, einer von beiden, sie haben nicht gesehen, wie ich aussehe, sondern nur meine Stimme gehört, haben mich auf 35 geschätzt. Echt jetzt? Von der Stimme? Ja. Oh, krass. Also es war Skype. Es war nicht. Okay, gut, nicht Skype. Discord. Also wenn ich dann denke, wie ich bei denen im Stream mich angehört habe. Bad Justice Face Reveal, Alter. Es ist so easy rauszufinden, wie ich aussehe. So easy. Ja, aber du hast ja nie offiziell verraten. Du hast immer gesagt, es ist so easy, aber nie offiziell verraten. Also es ist jetzt ein indirektes Face Reveal. Ja, ein paar Ansprüche muss man ja schon haben. Ja, ein bisschen also, geheimnisvoll. Der sieht wie 30 aus. Ja, ich würde denken 26. Ja. Viel zu freundliches Gesicht dafür, welchen Hass der Justice in Ey, warte, wie lang gibt es meinen Kanal schon? Zwei Jahre? Irgend sowas? Warte, wir können gucken. Ich glaube, anderthalb Jahre müssten das jetzt sein. Anderthalb Jahre, hier. 28.02. Ja. Easy, 13 Monate Hetzkampagne, oder? jetzt brauchen wir kurz ein bisschen Kopfrechnen. Rechne mal ein bisschen jetzt. Ja, was soll ich da rechnen? 13 Monate. Wir warten einfach mal. Also da hinten steht halt eine 2. Stimmt, also, krass. Aber stark. Dein erstes Video war, glaube ich, erst ein halbes Jahr später. Ne, das kann sein. Erstes Video war... Boah, ich weiß doch, wie ich damals auf diese Videos reagiert habe. Ja. 20.05. Ey, das war... Warte, ist hier noch mein Kommentar? Keine Ahnung, die lösche ich normalerweise immer. Doch, Respekt. Hä, ich habe nicht mal kommentiert, Mann. Nein. Wie kacke. Boah, das waren noch die Zeiten, wo ich auf jeden Kommentar eingehen konnte. Ja, am Anfang. Bis auf so ein paar Troll-Kommentare. Boah, ich weiß auch noch... Warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ey, aber dass du dir das Exposed-Video von Rian Johnson ganz gegeben hast, ist auch krass. Ja, das ist also. Das habe ich mir damals ganz angeguckt. Das hast du dir ganz gegeben, ja. In zwei Streams, glaube ich, aber was ist dir ganz gegeben? Warte, ich suche gerade, was war denn unsere erste Aufnahme? Das war Hater hier. Klingt wie 19 oder so, okay. Ja, das war die erste Aufnahme. Das war unsere erste Aufnahme zusammen, 28.08. Krass, auch schon ewig her, ne? Ey, für alle, die es nicht wissen, ich habe nur mit YouTube angefangen. Weil der Typ hier Episode 8 gefeiert hat.
Und ich ihm erklären musste, Hirnzellen einpflanzen musste, dass er versteht, dass dieser Film kacke ist. Ey, ich habe auch schon eben gesagt, ich habe Angst jetzt, ne? Vielleicht der haut mich später, während wir sein Video gucken. Er hat dreimal der Justice vom Spiegel gesagt und ihn beschworen. Nee, also um mich zu beschwören, musst du eigentlich ein Pentagramm auf den Boden zeichnen und musst ein Körperteil opfern. Also nachdem er noch alle Arme und Beine hat, weiß man auch welches Körperteil. Ja, man sieht ja auch meine Beine gar nicht, also wer weiß. Jetzt habe ich schon gespoilert. Jetzt hast du echt gespoilert, scheiße. Ja. Stimmt, man kennt uns so nur Oberkörper aufwärts. Ja. Keine Ahnung. Obwohl, nee, ich hab mal im Stream getätschert mit einem Ball. Man weiß, dass ich Beine habe. Scheiße. Ah. Ja, aber die sind fake. Die waren nur eingefügt, digital, später. Der Stream war auch gar nicht live. Ja. Dass du einen zweiten Kanal hast, ich habe einfach. Elias, ich komme gleich vorbei. komm rüber. Mach Abschwung und mach dich lustiger aussehen. Der Justice, wie kann ich dich beschwören? Also, du musst Grieche sein mit asiatischen Wurzeln. Musst Ziegenkäse auf den Boden legen und musst dreimal das Zeus unser beten. Und das alles in einem Pentagramm. Und dann musst du ein Körperteil opfern. Lass ich jetzt so stehen. Sag ich nichts zu. Hab ich so gemacht. eine Aufnahme, ja. Seid ihr eigentlich Rollstuhlfahrer? Ja, ich bin. Dafür wirst du jetzt gecancelt, glaube ich. Oh, dafür werde ich gecancelt, schlimm. Wann kommt Eve von Movie? Ey, ich würde so gerne mal was mit Nerd Factory machen, ne? Aber ich glaube, wir kriegen es nicht. Ohne Spaß, was sind deine drei meistgeschauten Star Wars-YouTuber? Schwer, also only Star Wars schaue ich gar nicht, ne? Also ich glaube, Eve von MoviePad auf jeden Fall am meisten. Also nicht only Star Wars, aber ja, auch was? Star Wars-Content. Boah. Also früher Star Wars Stories, Eve Movie Pilot und. Schwer, ich schaue gar nicht so viel. Okay. Was ist denn bei dir? Bei mir tatsächlich Tom und Taha. Weil ich einfach, ich finde die beiden als Personen recht angenehm zu schauen. Star Wars Flash, einfach weil ich schauen muss, wie der mich zusammengeschnitten hat und ob ich mich für irgendwas rächen muss. Aha. Und dann tatsächlich auch Nerd Factory, dass ich nicht immer nur meine eigene Bubble reproduziere. Aha. Nerd Factory habe ich früher voll viel geguckt, aber mittlerweile bin ich irgendwie raus. Boah, 10 Euro. Vielen, vielen Dank. Frido. Hi, ihr seid die Besten, der Goldesel. Der Fake Frodo einfach. Stimmt. Boah. Hi, ihr beiden, der Goldesel ist wieder da. bei mir ganz klar Elfenbeinturm Media. Ja, haben mir auch schon mal viele empfohlen, aber habe ich noch nie richtig reingeschaut. Ey, ohne Witz, ich habe kaum noch Zeit, irgendwie YouTube selbst zu schauen. Ich schaue auch gar kein Star Wars auf YouTube, ne? Wenn ich so Videos fertig habe und ich mir denke, Mann, jetzt habe ich Zeit. Ich habe keinen Bock mehr auf Star Wars, nachdem ich geschnitten habe. So, also, wenn wir heute wirklich mein Video schauen, ihr werdet verstehen, warum ich keinen Bock mehr auf Star Wars habe aktuell. Ich hab auf dem Weg hierher Kung Fu Panda geschaut. Das war für den Rewatch einfach schon vorgeglüht. Also ich habe auch gar keinen Bock mehr, Star Wars zu gucken. Ne? Nach den ganzen Videos und sowas, irgendwann reicht's. Ja. Also ich beschäftige mich mega gern mit Star Wars und für Videos, aber ich kann nicht Videos plus die drei, die ich normalerweise schaue für die Rewatches, einfach um zu schauen, was andere sagen, ja, plus dann auch noch jeden anderen zu schauen. Also, ja. Das wird dann ehrlich zu viel. So, keine Ahnung, irgendwo wird dann nochmal Vaders Faust reingestreut oder Star Wars Basis, wobei Star Wars Basis lädt relativ selten hoch mittlerweile. Star Wars Basis? Rajus haut 2 Euro. 12. Danke. Kommt heute die Story, woher ihr euch kennt. Wir sind Geschwister und ein Kind wurde in den Fluss geworfen. Zweimal dürft ihr raten, wer. Nee, ich persönlich. Und der ist dann über den Fluss in die Donau hineingetrieben, über die Donau ins Schwarze Meer und von dort aus nach Griechenland, wo er dann von Olivenölfarmer waren, das glaube ich, die dich adoptiert haben, oder? Ja. Ja. Und ich habe ihm dann irgendwann Asyl in Deutschland gewährt und jetzt darf er hier mein Diener sein. Ich mochte die Story mehr, als du von Wölfen großgezogen wurdest, aber die ist auch nicht schlecht. Hätte ich gewusst, dass sie... Hey, ich habe jetzt gar nicht erwähnt, dass deine Eltern Ozelots waren. Stimmt. Also. Was sind Ozelots? Ozelots? Das muss ich erstmal googeln. Das ist so eine Wildkatze, so irgendwie. Ah, doch, doch. So ein kleinerer Jaguar.
Ich kenne die aus Minecraft. Ja. Ja, doch. Die sind voll kacke zum Zähmen, Mann. Ich kenne die aus Minecraft. Ja. Da hätte ich gedacht, ihr beide streamt. Stimmt, wir müssen auch eigentlich ein Quiz heute machen, ne? Wir brauchen heute irgendeine coole Aufnahme, die wir auf dem Podcast-Kanal hochladen können eigentlich. Also wir können hier nicht so ein Stream-Setup machen und dann kein Video daraus machen. Wir hatten ja mal gesagt, wir nehmen eine Fußball-Challenge auf. Stimmt. Ey, aber das ist hier drin leicht zu eng. Aber man weiß nicht, vielleicht geht's hier weiter, man sieht's hier nicht. Vielleicht streamen wir aus einer Halle. Ich bin mit dem Hubschrauber hergekommen und der Hubschrauber steht jetzt auf dem Nordturm. auf dem Dach vom Nordturm, versteht sich, weil unten in den Etagen, da natürlich hat Elias da nicht nur Helikopter stehen, sondern auch so wie nennt man die? Hyperloops? So ähnlich, Railguns, ich, ja. Bemannte Drohnen. Ich hab's alles bauen bemannte müssen. Bemannte Drohnen vor allem. Oder so Drohnen, wo du dich dranhängen kannst und dann mitfliegen kannst. Ja. Wer ist das neben dir? Wer ist das neben mir? Ich weiß nicht, wer bin ich? Wer bin ich? Das ist eine Why are we still here? Was haltet, ey, Justice. Hast du diesen Anzeigen-Hauptmeister-Hype mitbekommen? Ja, habe ich mitbekommen. Bist du Feind oder Freund? Ich sag dir ganz ehrlich, so, ich finde, dass das Snitchen finde ich schon übel weird, einfach, dass er rumfährt und alles snitcht. Ja. Aber so, Mann, er geht Falschparkern auf den Sack, so. Ja, aber stell mal vor. Was soll ich dazu sagen, Mann? So, wenn jemand auf dem Fahrradweg parkt oder in der Fußgängerzone, soll ich dann sagen, lass den da mal parken hier! Aber es ist schon krass, ne? Der Typ ist schon. Ja, also ich find, er übertreibt, wenn du so einen richtig dreisten Falschparker siehst in deinem Ort. Ja, dann okay, ja, aber. Und der macht das jeden Tag und du weißt einfach, der macht das einfach mit Absicht. Einfach nur, weil er zu faul ist, um diese 5 Meter zu gehen vom Parkplatz. Aber dein Hobby, einfach Leute anzuzeigen. Dann sage ich, go for it. Mir wäre es trotzdem zu blöd, ich wäre trotzdem zu faul, um jemanden für sowas anzuzeigen, vor allem Falschparken, Mann. Aber so, ja. Keine Ahnung, so besser als er beschäftigt sich mit irgendwas anderem. Ich sag's jetzt mal nicht, weil sonst ist die Monetarisierung weg. Nochmal 5 Euro, Frido, dankeschön. Der Justice ist extra für den Stream von Dubai nach Deutschland geflogen. Respekt, Alter. Was für Geringverdiener Dubai, Mann. Ey. Ja, Star Wars Stories, das weiß ich. Selbst ein ApoRed kann anscheinend in Dubai leben. Ja, der kann alles, ne? Hast du das Video gesehen, wie er mit seinem Geld geflext hat, wo er es auf dem Tisch kann? Also, ohne Witz, ich habe Monopoly-Scheine, die sehen realistischer aus. Und es war auch so Greenscreen hinter dem, ne? Ja! Also. Ja! Ey, komm, gebt uns noch mehr, gebt uns noch mehr YouTuber. Wir brauchen was für den Kanal. Mach mal Reaction auf die Doku und nee, ey. Naja, nee, das ist einer zu viel. Vor allem jeder hat ja auch drauf reagiert, ne? Jeden Streamer, den du findest. Ja. Vor allem, ich hab die schon gesehen, also. Ich hab sie auch gesehen. Der Justice, was? Der Justice, mach mal den Vorhang auf. Der Rollladen ist unten, ne? Sieht man nichts. Ich hab vorgesorgt. Star Wars Basis will eventuell mit Star Wars quitten. Ey, das ist. Hast du mal überlegt. Okay, gut, bei dir ist es jetzt noch, bietet sich noch nicht so sehr an. Aber glaubst du gehst irgendwann von Star Wars weg? Ja, safe. Also irgendwann ist man halt einfach durch. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Disney ewig Star Wars produziert. Ja, gut, okay. Ganz einfach. 10 Jahre, okay. Aber so die nächsten 5 Jahre wird ja auf jeden Fall noch Content da sein. Also dafür sollte man vielleicht wissen, warum ich ursprünglich mal mit YouTube angefangen habe. Also ich habe ursprünglich mit YouTube angefangen, jetzt den Star Wars-Kanal ich gemacht, um dir zu zeigen, dass Episode 8 kacke ist. Aber mit YouTube ursprünglich habe ich angefangen, einfach nur um Videos schneiden zu lernen für einen anderen Job ursprünglich. Und ich habe nie geplant, mit YouTube anzufangen. Ich habe nie geplant, mit YouTube aufzuhören. Man, keine Ahnung, so irgendwann natürlich. Vielleicht, wenn ich mit dem Kanal irgendwann genug Geld verdient habe, dass ich was anderes machen kann, worauf ich dann mehr Bock habe. Keine Ahnung, vielleicht schon. Erinnerst du dich noch an das erste Video, was du mir damals geschickt hast? Ich glaube, ich hab's aber nicht mehr. Scheiße. Meinst du das, wo ich selbst vor der Kamera stehe? Ja.
Wie lange ist das her? Ja, das ist schon, aber das ist nicht mehr online und ich hoffe, das kommt auch nicht mehr online. Das ist so ein Moment, wie wenn, keine Ahnung, Bibis Beauty Palace ihre 8 Jahre alten Videos schaut. Aber das war nicht mal schlecht, Das war doch ganz gut sogar. Ich weiß nicht, also mir haben sehr, sehr viele mittlerweile schon gesagt, so nach einem Jahr dann so frei zu sprechen vor der Kamera ist krass oder von Anfang an so frei zu sprechen, weil mein erstes Video war ja frei gesprochen vor der Kamera, ohne abzulesen. Da haben auch schon viele gesagt, boah, das ist so krass und ich schaue da heute drauf und denke mir, Mann, so, ich hätte mir eine 6 auf die Präsentation gegeben, ganz ehrlich. Also ich bin auch vor Kamera reden, bin ich auch ganz kacke, ne? Hat einen Grund, dass ich nichts mit Cam mache. Hätte ich gewusst, dass ihr beiden streamt, hätte ich... Ja, hätte ich für heute auch... Ja... Ein Duellquiz gemacht, ich weiß nicht. Also da hat jemand ohne Witz, ich habe ja mal das eine Quiz gegen dich gewonnen, aber das war so Glück. Ja, das war wirklich Glück. Ich sag jedes Mal, der zieht mich ab in jedem Quiz. Der zieht mich ab in jedem Quiz. Weil, also auch wenn es viele nicht so glauben, ich bin nicht so tief in jedem Film drinnen. Ich kann Filme objektiv analysieren, weiß, wie sie aufgebaut sind und wie sie funktionieren. Aber es gibt einfach, also ich habe längst nicht so viele Filme gesehen wie er. Gut, das kann sein. Trotzdem habe ich das Quiz verloren. Er hat auch gesagt, er ist für Stasi was? Nee, das ist noch vom Anzeigenhauptmeister. Ach so. Das ist das Verwirrende, ne? Wenn du immer so hinterherhängst. Ja. Reagier mal auf den Diss-Track. Ich habe ihn, doch, wir können echt auf was reagieren. Ich weiß aber nicht, ob ich den jetzt schon sehen Nee, das ist nicht meiner. Das ist einer, der in Discord geschickt wurde, habe ich gestern gesehen. Okay. Das sind aber gar nicht meine. Ich will mich nicht spoilern lassen. Ja. Vor allem, du weißt ja auch noch gar nicht, was in meinem Discord ist. Nee, ich weiß gar nichts. Also bräuchte ich erstmal die 10.000 Abonnenten. Soll ich dir mal den ultimativen Flex geben? Hau raus. Ich habe noch nicht angefangen, ja. Weil ich mir so sicher bin, dass ich noch mindestens 2 Monate Zeit habe. Ja, das kann gut sein. Anfangen muss. Also klar, wir warten mehr oder weniger, bis es halt fertig ist. Wir haben jetzt keinen Zeitdruck, aber ich fange damit nicht an, bevor du nicht die 10.000 hast, weil ich mache mir sicher keinen Stress wegen dem Diss-Track. Vor allem, wenn ich sowas mache, mache ich es ordentlich. Vor allem, meiner steht auch schon seit 2 Monaten aus oder so. Ja. Nee, schon länger, oder? Oder noch länger, ja. Was ist eigentlich mit dem Flaggenquiz von euch beiden? Ja, das muss der neben mir hier schneiden. Ich habe es zur Hälfte fertig geschnitten. Ich hoffe, es kommt nie online, ne? Also wirklich, hast du ein bisschen was, du hast ja ein bisschen was gesehen. Sag, wie peinlich ist es? Ich habe alles gesehen. Wie peinlich ist es? Das ist wirklich krass, ne? Also, ich sag mal so, gegen den Amerikaner hättest du gewonnen. Weiß ich nicht mal, ne? Also, das war wirklich brutal, dieses Quiz. Ihr werdet sehen. Was war das nochmal, Mauritius? Ja, diese ganzen Sachen. Vor allem, ich habe dich noch gefragt, dann hast du mir Tipps gegeben, ich habe es trotzdem nicht gefunden einfach. Aber wir können jetzt live ein Flaggenquiz machen, ich kann beweisen, dass ich nicht gecheatet habe. Machen wir. Wir machen auf jeden Fall noch ein Quiz heute. Pass auf, wir machen Top die Wette gilt, ich mache das in 10 Minuten. Was? Dieses ganze Flaggenquiz ohne zu skippen. Okay, machen wir vielleicht noch. Ja. Wenn du hier schon so Ansagen machst. Hey, Dad Justice, hau diss Track raus. Ne? Ey, Dad Justice zeigt Sixpack. Ich hatte mal Sixpack, aber aktuell nicht. Ich bin aktuell so untrainiert. Aber meine Rückenmuskeln sind recht gut einfach. Ich weiß nicht, warum ich trainiere. Rückenmuskeln. Ich weiß nicht, warum. So alles an mir ist so, jetzt nicht so. Also ich kann ein bisschen was kann ich aufbauen, wenn ich trainiere. Aber wo ich einfach nicht abbauen kann oder so, sind die Rückenmuskeln. Du kennst dieses Schiffchen. Ja. Dieses Schiffchen. Ich weiß nicht, warum. Ich komme da richtig hoch, aus irgendeinem Grund. Flex. Nicht Flex. So. Weird Flex, dass das Schiffchen das ist. Ich glaube, ich schreibe das in meinen Lebenslauf. Größte Leistung. Kann das Schiffchen 30 cm hoch? Elias, zeig mal Bild von dir im Abi. Ich habe noch kein Abi. Dad Justice, komm auch wieder regelmäßiger Content, bitte, bitte. Ihr werdet heute sehen, warum 2 Monate lang kein Video kam. Vor allem, habe ich schon mal die Geschichte erzählt, warum im Dezember nur ein Video kam? Nee. Ey, oh doch, ich weiß es, aber nicht erzählt. Ich habe so reingegrindet, November und Dezember, weil, sind wir ehrlich, ich wollte mal wissen, wie es ist, einfach zu der Zeit die höhere CPM mitzunehmen. Spoiler, es ist nicht so krass, wie man denkt, aber es ist mehr Geld, auf jeden Fall, keine Frage. Und im Dezember wollte ich Anfang Dezember das Finale von
The Rise of Skywalker raushauen. Und bis in den Januar hin hat YouTube dieses Video gesperrt. Das weiß ich noch. Bis in den Januar. Ich bin am 24. am Telefon gesessen mit, also da hatte ich ja noch die Cyberghost-Kooperation drin. Mhm. Ich bin am Telefon gesessen und habe E-Mails hin und her geschrieben mit meinem Kontakt bei Cyberghost. Grüße gehen raus. Hat sich am 24. hingesetzt und wir haben darüber geredet, was wir machen, weil wir so verzweifelt waren. Weil das Video einfach nicht freigegeben wurde. Das ist schon, aber gut, besser als bei mir. Ich habe den ganzen Dezember gesperrt verbracht und konnte gar keine Einnahmen machen. Also. Ja. Stimmt, wir müssen jetzt hier mal, aber wir müssen jetzt mit irgendwas müssen wir mal starten, dass wir hier, eine Struktur reinbekommen. Der Justice, ne? Bist echt hübsch. Also, danke, aber ich weiß nicht. So. Komplimente wartet, muss man annehmen. Ich nehme es an, aber wartet, bis das hier mal wieder so ein bisschen, keine Ahnung, weil ich weiß auch nicht warum, aber meine Haare fallen immer so. Ich kann nichts machen. Ich kann Haargel reingeben, wie ich will. Einfach. Ich kann meine Haare kryokonservieren. Das ist immer so. Immer so. Endlich mein Gesicht. Oh, nochmal 2 Euro. Ey, Frido, hat jemand ein Lotto gewonnen? Kamut spielen, wer wird gewinnen? Justin oder Elias? Justin. Wer ist Justin? Justin. Ist eigentlich auch ein guter Spitzname. Gut, womit fangen wir denn jetzt an? Was ist denn jetzt der Plan? Ich habe gar keinen Plan. Ich würde super gern mit Movie-Amps anfangen, weil, ey, es haben auf dem Podcast-Kanal schreiben so viele immer, boah, der Justice ist immer so negativ, redet immer alles schlecht. Und ich war gefühlt der Einzige, der so genervt war vom Echolight-Trailer und dann kam Movie-Amps. Das stimmt. Ich will wissen, was die dazu sagen. Vor allem, die sind gut im Objektiv bewerten von sowas. Ist halt, also... Achso, du weißt gar nicht, worum es im Video geht, ne? So. Nein. Richtig. Ah, okay. Ja, du hast reingeschaut, ich habe gar nichts gesehen. Ich hab sogar kurz mit Markus zum Video geschrieben, deswegen... Bastelt mal ein The Last Jedi ist Kacke-Schild. Wir haben vorher ein anderes Schild gebastelt. Wir haben vorher ein anderes Schild gebastelt. Seht ihr gleich auch noch. Okay, gut. Dann haben wir jetzt ein Problem. Okay, nee, erstmal... Ihr seht wirklich aus wie Popcorn. Ich hab's gerade auch gelesen. Alter... Ne? Warte, jetzt brauchen wir einen Vergleich. Schaut euch mal meine Nase an. Meine Nase, hier. Sieht die aus wie von Popcorn-Luft? Sehen wir wirklich so aus? Ey. Okay, gut, wenn man jetzt mal ehrlich ist. So ein bisschen, wie so eine Fake-Version von denen sehen wir schon aus. Also, wie so eine Fake-Version von uns. Ey, wenn ich jetzt so sehe, ist es schon krass. Ja, vor allem Elias wusste nicht, wie ich aussehe, so genau. Er hat mich mal vor Urzeiten gesehen. So. Stimmt, das wissen viele nicht. Ich habe ihn jetzt auch gerade, also 5 Minuten vor euch zum ersten Mal so richtig gesehen. Ja, also er ist reingekommen, wir haben direkt den Stream angemacht. 15 Minuten oder so. Ja. Aber gut, scheinbar sind wir Popcorn. Aber ey, warte, das Foto ist wild. Das Foto ist wild. Ey. Das ist krass. Okay, nee, aber jetzt nochmal, wir haben jetzt ein Problem. Wir müssen nämlich jetzt irgendwie Sound uns organisieren. Ich habe einmal Kopfhörer hier liegen. Ja. Kann man sich mit Bluetooth und Kabel verbinden? Nein, ich war zu geizig, 20 Euro für eine Bluetooth-Antenne auszugeben. Dann? Mein Plan ist, was? Einer du, einer ich, oder? Ja, keine Connection Bluetooth. Aber, guck mal, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Okay, nee, die funktionieren nicht auf beiden Seiten. Hast du... Der geht aber nach Hause. Also, wir haben zwei Lösungsmöglichkeiten. Entweder wir gucken das Ganze im Watch Together oder gucken das so, machen gleichzeitig Video an und du machst es dir halt auf dem Handy an, aber guckst hier mit, aber hast halt dadurch den Ton, weil wir es gleichzeitig machen. Oder? Ja, geht schon. Oder wir benutzen die Kopfhörer, da funktioniert eine Seite nicht. Nee, geht schon. Gut. Also, Vorbereitung, ich wusste es im Vorhinein, aber hatte einfach keine Lösung. Ich brauche ja nur den Ton, ich kann ja hier auf die Stopptaste hämmern. Genau. Der Justice hat doch eine Ähnlichkeit mit Taha. Mit Taha? Mit Taha von Tom und Taha. Glaube ich nicht. Also Taha hat, glaube ich, gleichmäßige Haare. Ich habe das so zu einer Seite hin. Was? Überhaupt gar nicht. Aber nein, überhaupt gar keine Ähnlichkeit. Ja, gar keine Ähnlichkeit. Aber
So, ja, meine Haare liegen jetzt komplett bescheuert, weil es ist Abend und ich habe mir in der Früh zum letzten Mal die Haare gebürstet, gekämmt, gemacht, sonst was, keine Ahnung, aber bringt bei mir nichts. Bringt bei mir gar nichts. Kann dir mal bitte jemand Equipment spenden? Ey, wir hätten so ein, wie nennt man das, so einen Adapter gebraucht, aber ja, nee, haben wir nicht. Ich bin verbunden, du musst mir theoretisch nur die Links schicken. Okay, gut, dann. Ich habe das doch eigentlich hier auf die Playlist gepackt. Ja, habe ich. Der Justice klingt, obwohl er bei Elias ist, als hätte er Dubai-Mikrofon-Balkon-Qualität. Ich glaube, der Justice-Stimme hat einfach die Dubai-Mikrofon-Balkon-Qualität. Ey! Hast du Discord auf dem Handy? Ja, fix. Gut. Ey, vor allem Marvin ändert alle 3 Wochen seinen Discord-Namen. Ey. Na gut. Jetzt sieht es von weit so unsympathisch aus. Wenn man sieht nicht, dass du Kopfhörer drin hast, jetzt denkt man nur, ich habe Kopfhörer auf. Doch, doch. Ja, gut. Also es sieht manchmal aus wie ein Hörgerät. Das hat schon einer einmal geglaubt, ich hätte ein Hörgerät. Also. Okay, kurze Erklärung, was wir uns jetzt hier anschauen. Movie Amps hat ein Video zum neuen Echolight-Trailer gemacht. Wer unser Video auf dem Podcast-Kanal, ich nenne es mal Podcast-Kanal, eigentlich ist es nicht mal ein Podcast-Kanal, auf dem Talk-Kanal gesehen hat, der weiß, einer von uns war nicht so begeistert, einer von uns fand es ganz gut. Ja, und jetzt schauen wir. Aber ich muss tatsächlich sagen, unter dem Video wurde diesmal ich eher angegangen als du, ne? Es haben mehr Leute gesagt, dass wie ich so positiv sein kann, also viele haben dir zugestimmt, eher. Ja. Habe ich in den Kommentaren gesehen. Keine Ahnung. Also ich war auch überrascht, dass keiner geflamed hat, weil normalerweise werde ich immer von irgendwem geflamed. Aber es waren so 2, 3 diesmal nur dabei, aber es ist nicht so wie bei Bad Batch. Gut. Hier geht's Spenden, jetzt. Spendenstream macht man am besten nicht im Frühling, weil im Frühling sind die YouTube-Einnahmen am schlechtesten. Den macht man am besten im Herbst oder Winter. Schlau im Leben. Einige Fragen. Schlau im Leben, ja. Machen wir aber nächsten Winter. Für einen Adapter machen wir das dann. Aber ja, hier geht's jetzt um Echolight. Markus von MovieAmps erzählt uns ein bisschen was. Schickst du mir noch das Ding, oder? Ja, habe ich dir geschickt. Hast du mir geschickt? Ja, müsste eigentlich. Achso, du hast kein Internet, ne? Ich habe kein Internet. Ja, dann gebe ich dir mal WLAN. Ja, warte. Muss ich mich muten, wenn ich mein WLAN-Passwort verrate? Wahrscheinlich, ne? Ich glaube, ja. Das ist, glaube ich, besser. Ich glaube, ja, weil, also, man kann schon zurückverfolgen, wo das WLAN sitzt. Ja, na gut, dann. Ich habe fast überall gelesen, dass es ihnen halt egal ist. Warte, hier. Oh, doch, ja. Passwort. Okay. WLAN, nein, Ton ist nicht ausgefallen. Wir mussten hier kurz WLAN-Passwort verteilen. Ich will der Justice. Stimmt, wir hoffen, dass du dich jetzt aufregst, ne? Dann bekommen wir immer ein Rage mit Bild. Es könnte sein, dass wenn wir in mein Video reinschauen, weil ich hab's Elias schon gesagt, das Video ist nicht ganz fertig. Okay, deswegen ist es heute auch noch nicht final online, wobei. YouTube hat sowieso den Zwischenstand schon wieder gesperrt, also da werde ich auch wieder Spaß haben. Es sind einige Szenen nicht drinnen und die muss ich dann live erklären, weil ich lasse euch sicher nicht oder ich lasse Elias sicher nicht nochmal auf den ersten Teil reagieren, nur für 3 Szenen. Aber in diesen 3 Szenen sind 2 Dinge drinnen, die sind Rage Quit verdächtig. Okay, ich bin gespannt. Aber vor allem, ich bin gespannt, ob du Rage quittest, weil ich könnte es mir vorstellen, wirklich dieses Mal. Ja. Ist so schlimm? Ja, ja, ja. Ich bin gespannt. Man weiß auch gar nicht, worum es geht. Ich sagte ja die letzten Wochen die ganze Zeit, naja, ich glaube, mittlerweile müsste man es wissen. Ja. Aber ich sagte die letzten Wochen die ganze Zeit, ey, warte auf das Video, du wirst dich aufregen. Und er sitzt die ganze Zeit da und weiß nicht, worum es geht. Ich bin gespannt. Boah, nochmal 5 Euro von Frido, danke, für einen Bluetooth-Adapter. Oder Kopfhörer für Justice. Achso, ich habe hier jetzt nicht. Also ich sag's mal so, das Kopfhörerproblem liegt hier nicht bei mir. Ja, nehme ich ehrlich auf mich. Du sagst, wenn du bereit bist.
Ich bin bereit. Okay. So ist, das Handy liegt eh nur da, dass ich den Ton habe. Okay, dann los geht's. Wie, hörst du jetzt was? Nein. Hast du verstanden, was der Plan war? Ja. Du guckst dir das jetzt an und wir starten und stoppen gleichzeitig. Ach so, gleichzeitig. Ich habe gedacht, du machst ein Watch Together und ich warte die ganze Zeit auf den Link. Ach so, stimmt, das ist echt viel schlauer. Okay, okay, wir planen nochmal kurz um. So ein digitaler Neandertaler hier neben mir. Ich bin wirklich, ne? Ich bin mit Technik so scheiße. Grüße an den nächsten Movie-App-Stream. Bitte, bitte nochmal. Stimmt, noch da wurde ich auch schon gemobbt. Ne? Ich habe keine Einleitung bekommen. Hast du keine bekommen? Ich habe keine bekommen. Ah. Das ist noch so ein Ziel von mir auf YouTube. Ich will irgendwann mal in einem Movie-Amps-Stream eine Einleitung bekommen. Also wirklich, ne, ich weiß nicht, wer den Stream damals gesehen hat. Alle haben wirklich so eine Oscar-würdige Einleitung bekommen. Mhm. Und ich habe nur Tonprobleme als Einleitung. Ne? Also. So drei Steaks. Ja, wirklich. Schnitzel müssten wir ja sagen mittlerweile. Okay. Jetzt. Achso, ich habe dir den Link nicht geschickt. Nein, das habe ich in den Link geleakt, scheiße. Perfekt. Bitte joint nicht, bitte. Wir sind schon am Maximum mit Technik. Du bist am Maximum, ich sitze hier und chill mein Leben. Aber ich muss auch immer alles organisieren, ne? Was heißt, du musst alles organisieren? Wie lief das letzte Mal die Reaction auf den Acolyte-Trailer? Star Wars Flash und R sind schon im Call und ich komme zu spät und die warten auf mich und ich komme rein und dann... Organisier mal bitte, dass wir einen Trailer zusammen gucken können. Du hattest, als wir ausgemacht haben, wer das macht, hast du gesagt, ich mach das. Okay, gut. Also. Das ja. Ja, ne? Schuld ist auch leicht bei mir. Okay. So. Und dann kam das Bild. Ja, das war dann auch schlimm. Ich lieb's bis heute. Ah, der Stream war wirklich... jetzt müssen wir mal gucken. So ist nah genug, glaube ich, oder? Ja, ich kann dir. Muss. So. Ich kann dir noch ein bisschen. Vor allem, die haben etwas, was wir nie geschafft haben. Wobei, ich habe ja auch so eine Musik, die verwende ich am Anfang von jedem Video, nur ich glaube, keiner merkt's. Ja? Und ich glaube, du hast eine Musik, aber nur für den Stream. Ja, aber ich habe keine feste Musik. Ja. Die haben es geschafft, das für die Videos zu machen. Ja? Mhm. Ich gucke. So. Ja, hallo und herzlich willkommen hier heute zu einem ganz neuen Movie-Amps-Format, denn es ist ein besonderer Tag. Disney hat kürzlich erst den Trailer zu... Ganz kurz, war das gerade sein eigener Merch, den er anhatte mit Galadriel? Das ist sein eigener Merch, ja. Geil. Das ist schon stark, ne? Also irgendwann eigenen Merch anhaben, ey, ist schon eine Leistung. Also. Die Acolyte der neuen... Bisschen zu laut, okay? So? Die Acolyte der neuen Star Wars Serie publiziert und oh mein Gott, Lukas und ich sind total hype, denn Disney hat in den letzten Jahren einfach bewiesen, wie feinfühlig der Konzern mit dem Star Wars Franchise umgeht und insbesondere so ja, langjährige Fans wie mich einfach nur in Begeisterung zurücklässt. Das letzte Produkt, Ahsoka, die letzte große Serie, die Disney in Sachen Star Wars veröffentlicht hatte. Ja, was soll man sagen? YouTuber waren sich größtenteils einig. Das war Peak Star Wars. Ey, ganz kurz. Geh nochmal zurück. Mhm. Geh nochmal zurück und schau dir diese Szene an. Du musst dir vorstellen, Dave Filoni ist da gestanden. Hat dem Hu Yang-Typen gesagt, bitte mach mal im Hintergrund ein bisschen so. Und, wie heißt sie? Hera. Hera, bitte mach mal so. Und der andere, mach mal so. Und das ist die Szene. Und einfach in der, also man sieht jetzt nicht, worauf ich mit der Hand zeige, aber in der Mitte einfach die Figuren ganz klein, fette Treppen und im Hintergrund... Richtig viel leerer Raum. Ja, so macht man. Und vor allem der Hintergrund ist dann auch so brutal uninteressant einfach. Ja. Jetzt müsste es eigentlich vom Ton her passen.
richtig Star Wars. Ja, und da Ahsoka so unglaublich gut vorgelegt hat und uns alle wieder in so eine Star Wars Begeisterung gebracht hat, da muss ja der neue Trailer zu The Acolyte auch lauter Begeisterungswellen hervorgerufen haben. Nein. Und da dachte ich mir, wir gucken uns einfach mal so an, was die User zu dem Trailer so schreiben. Also, ich werde da jetzt gar nichts groß analysieren. Ich muss auch ehrlicherweise zugeben, die High Republic, das ist nicht so meine Star Wars-Ära. Klar, hat man sich da ein bisschen reingelesen und so, aber da bin ich echt kein Experte für. Von daher würde ich den Trailer jetzt gar nicht groß analysieren und da auch gar nicht erzählen, welche Gefühle der in mir ausgelöst hat, welche begeisterten Gefühle der in mir ausgelöst hat, sondern ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal die Kommentare der Nutzer an und schauen mal, was deren Meinung zum Trailer ist und wie groß da jetzt der Hype ist, gerade nachdem Ahsoka ja hier so prächtig vorgelegt hat. Und da gucken wir mal rein. Ich habe jetzt hier eine deutschsprachige Seite genommen. Ich hoffe, das ist okay. Ein deutschsprachiger YouTube-Kanal, Kinocheck, damit wir einfach ein bisschen schneller durchkommen. Und habe hier einfach mal sortiert von Neueste zuerst. Ja. Und ich lasse hier auch nichts aus. Wir fangen einfach mal an. Hier, Marcel schreibt, hatte mich ursprünglich von der Storybeschreibung her drauf gefreut, aber der Trailer sieht schon sehr nach Fanfilm aus. Ja, da hat Marcel natürlich recht, aber ich würde schon sagen, ist schon ein guter Fanfilm, oder? Dann der nächste User, hier kein... Also, das müsste ja jetzt dein Gebiet sein. Was? Das. Ich hab's nicht gecheckt erst. Ich hab gerade jetzt ein Kompliment, dass ich mich mit irgendwas auskenne. Ach man. Nee, warum ich eigentlich gestoppt habe, ja. Du hattest ja auch in der Reaction gesagt, dass es für dich so ein bisschen Fanfilm-mäßig ja. wirkt. Und ich verstehe das voll. Also, ich finde halt, es wirkt so, das ist aber so ein Ding, was jetzt nicht mal nur Disney-only ist oder Star Wars-only ist. Ich erinnere immer wieder, hast du Fast and Furious 10 gesehen? Alter, ich habe Fast and the Furious so wenig gesehen. Ich halt mich sowas von fern davon. Wer den gesehen hat, das ist so dieses, wenn du wirklich alles zu clean color gradest und Kontrast hoch und Sättigung hoch, dann sieht es halt so aus wie hier im Trailer jetzt. Und vor allem, wenn, das finde ich, spielt da auch sehr stark mit rein, wenn alles aussieht, als hätte vor 2 Minuten noch die Putzfrau drüber gewischt. Genau, das ist es. Nee. Und das ist, wenn man sich das mal anschaut, da gibt es voll coole Videos so auf YouTube auch, wie Color Grading auch funktioniert im professionellen Film und wie man es bei Fanfilmen oder nicht professionellen Produktionen macht. Es ist halt einfacher so, weil bei professionellen Produktionen wird ja jeder Frame einzeln color graded und das kannst du als Fan nicht machen. Nee. Und dann sieht es halt so mit dieser Übersättigung und so aus. Ja, vor allem. Ja. Also der nächste Kommentar, ich bin gespannt, ob er drauf eingeht, aber wir haben es mit Star Wars Flash ja auch schon besprochen und es tut mir immer weh, wenn ich mich darüber aufregen muss, dass es so wirkt, als hätten sie einfach nach Racial Profiling eingestellt. Weil es freut mich, wenn schwarze Schauspieler mehr Rollen bekommen, wenn Asiaten mehr Rollen und vor allem coole Rollen bekommen. Aber es wirkt bei Disney mittlerweile halt einfach nur noch wie Racial Profiling. Ja, klar. Also, und, ja, nee, warten wir, ich warte mal kurz darauf, was er dazu sagt. Vampir5430, der schreibt, zu viele weibliche Menschen. Ja, kann ich nicht ganz nachvollziehen, muss ich ehrlicherweise sagen. Er scheint mir fast so, als würde kein Vampir hier so ein bisschen vorbelastet an den Trailer rangehen. Und woher das kommt, dieses Vorurteil, kann ich mir wirklich überhaupt nicht erklären. Star Wars ist ursprünglich doch maßgeblich mit der Zielgruppe junge Frauen ausgerichtet gewesen, oder? Gut, gehen wir weiter. Swagger Rexa, come on. Ganz kurz noch, wir pausieren das gleich nicht mehr so oft, nur kurz zu dem Kommentar jetzt noch. Ich finde es immer so schwer, wem man für solche Kommentare die Schuld gibt. Weil wir sind uns ja einig, dass es eigentlich kein valider Kritikpunkt für einen Film oder für eine Serie ist. Aber die Frage ist halt immer, sagt man jetzt, Disney ist dran schuld, weil du halt dadurch dieses Gefühl hast, dass sie absichtlich nur Frauen casten? Oder sind die Fans das Problem, weil sie nur Männer sehen? Nein. Ich glaube, es wäre kein Problem, nicht mal, wenn sie so krass so casten würden. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass sie abseits von den Filmen die Fresse so oft aufreißen. Das auch. Und immer so einen Blödsinn reden einfach. Von wegen, Star Wars ist zu patriarchisch und so. Ja. So. Ja. Ja, meine Güte, Barbie ist zu matriarchisch. Was wollt ihr jetzt von uns? Ja, das stimmt. Also,
Haut mal einen Chat kurz. Was findet ihr? Findet ihr, ist es ein Problem, wenn so viele Frauen wie jetzt hier im Trailer mit dabei sind? Obwohl es bei Alkoholite gar nicht so schlimm war. Also, es waren halt ein paar mehr Frauen als Männer. Ich fand's schlimm, dass du wirklich gemerkt hast, dass sie keine Weißen casten. Gut, wollten. Das ja, das ja. Das fand ich heftig. Das okay. Aber jetzt von also, den Frauen her ging's? Es ging. Also, ich bin gespannt, wie sie das erklären, ob sie jetzt sagen, hey, das ist ein eigener Planet und da sind alle so wie du Asiaten. Aber keine Ahnung. Mal gespannt. Ich finde es immer noch so schade, dass so wenige Alien-Rassen dabei sind. Aber das fand ich im Nachhinein, weil ich habe ja die Reaction geschnitten dann auch. Da fand ich im Nachhinein, habe ich erst noch überlegt, ob ich einen Schriftzug einblenden soll, als du das gesagt hast. Weil wir haben ja im Nachhinein gemerkt, es waren ja doch viele Aliens dabei. Also jetzt für einen Trailer waren ja doch relativ viele da. Ja, es ging, aber man hat halt wieder gemerkt, also die Aliens, die da waren, die haben auch nicht gut ausgesehen. War auch das ja, Ding. Ja. Also am Anfang waren wenige, es sind dann mehr geworden über die Szenen hinweg, aber die sahen nicht gut aus. Die sehen halt immer so clean aus mittlerweile. Das ist auch mal mein Problem. Die sehen nicht mehr lebendig aus. Also wir können es immer nur wieder sagen, wir haben es jetzt auch letzte Woche im Rewatch wieder gesagt, die Orks in Herr der Ringe sind halt das beste Beispiel. Die sehen in Hobbit, sehen die kacke aus, weil die komplett CG sind. Und in der Herr der Ringe-Trilogie sehen die halt noch krass aus. Weil die da größtenteils kostümiert sind. Ich suche gerade, wie ich auf meinem Handy das einstellen kann, dass es nicht mehr in den Energiesparmodus geht nach 30 Sekunden. Mach das. Aber ich glaube, ich finde das nicht so schnell. Ja, lass mal das Video so durchschauen und dann... Gut. Flattern ist nicht... Leichenflattern... Hä? ...ist nicht schön. Hä? Technik? Es zieht bei mir immer so ein bisschen nach. Leichenflattern ist nicht schön. Star Wars ist schon tot. Ja, keine Ahnung, wie der da drauf kommt. Also, lauter positive Kommentare, wie ihr seht. Also, der Hype unter den Fans ist unglaublich. Krimi schreibt, neuer Disney-Trash incoming. Das sind natürlich, das muss man dazu sagen, das sind alles Bots. Das sind alles Bots, die bezahlt irgendjemand, der Disney nicht leiden kann. Also es ist nicht so, dass der Konzern tendenziell irgendwie Ressourcen hat, Bots zu bezahlen, sondern das macht irgendjemand, der Disney nicht mag. Deal 1, richtig schön Vogue. Das muss ja ein Erfolg werden bei der diversen Besetzung. Ja. Auch hier wieder eine gewisse Vorbelastung zu spüren. Dann hier Red Eye. Ich habe Disneys Plan durchschaut. Leute, Disney trennt nicht die Fanbase. Sie verbinden die Fanbase. Die alten Hasen haben Star Wars 1, 2, 3 gehasst. Jetzt sagt man, 1, 2, 3 war ganz okay im Vergleich zu 7, 8, 9. Ich persönlich liebe die Prequels. Ja, das stimmt. Also Disney hat die Qualität dermaßen hochgeschraubt, dass man quasi als Hardcore-Fan der ersten drei Star Wars-Filme, Episode 4 bis 6, sich verbunden fühlt mit den Fans Episode 1 bis 3, weil die natürlich qualitativ in einer ganz anderen Liga spielen als das, was Disney hier in den letzten Jahren angeboten hat. Wir gucken mal weiter. Nice! Wieder eine Star Wars-Serie, die man boykottieren kann. Ah, das finde ich nicht gut, Red Eye. Das finde ich nicht gut, das finde ich nicht inklusiv. Kaka Shitty Take, wieder so ein Vogue-Schrott. Ja, der Übermensch hat verstanden. Okay, MRQ, nie gedacht, dass ich mal sagen würde, ich bin definitiv Star Wars. Hast du Naruto so geschaut? Ich bin nie ganz durch. Ey, Mann. Stimmt, warte, das muss ich jetzt kurz sagen. Erstmal kurz, der Typ heißt eigentlich Kakashi Hatake, deswegen habe ich jetzt so gelacht. Aber eigentlich, warte, wir lassen mal weiterlaufen, dann zeige ich gleich kurz was. Siehst du gar nicht aus. Gucken wir mal weiter. Kase 5503, warum Disney? Es fehlt nur noch, dass das Imperium Regenbogenbinden trägt. Ja, also man sieht, unglaublich gehypt. Die Menschen freuen sich auf The Acolyte. Toll, was Disney aus dem Franchise gemacht hat. Das ist jetzt wirklich ein AAA-Premium-Franchise geworden, muss man sagen. Benny Shawnee, Woke Trash, Star Wars ist tot. Dann hier der nächste, der 44 Grad 57 Weltklasse-Trailer mit 6 Ausrufezeichen. Man zuckt immer so kurz zusammen und fragt sich, meint er das jetzt ernst? Und dann schreibt er da was drunter, was ich ehrlich gesagt nicht so richtig verstehe, aber was auch so ein bisschen nach Einschränkung klingt. Itachi Uchiha sieht halt völlig lieblos und uninteressant aus. Ist bestimmt wieder so ein Frauenpower-Ding. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie da drauf kommt. Squid Game Lee Jung-jae macht ja auch mit. Und außerdem
Ja, lassen wir mal so stehen. Fettes Dislike. Sehr gut. Das wird bestimmt gut. So wie die Serien davor. Der ist geil, der Typ. Der ist geil. Guter Punkt. Erwartungen sind keine mehr übrig, schreibt Stop Reading. Also ich lasse hier keinen einzigen Kommentar aus. Ja, ich lese die wirklich alle so vor, wie die hier reingetragen worden sind. Von neu nach alt sortiert, also auch nicht nach beliebtester oder so. Ich lese die so vor, wie die hier reingekommen sind. Das hier ist die Fanbase. Ja, das sind die Leute. Erstmal vielen Dank, Bia, ne? Muss gehen, schönen Abend euch, liebe Grüße aus Österreich. Oh nein, bin ich mit Frodo verwandt, falls Justice das meinst mit meinem Namen. Na gut, cool, dass du da warst und danke. Das Video hier zum Beispiel ist eins davon. Das kenne ich tatsächlich, ja. Das habe ich auch gesehen, das ist wirklich ein gutes Video. Wusstet ihr, dass die Schauspieler der Sturmtruppler am Anfang von Episode 6 tatsächlich keine Schauspieler sind, sondern nur gemalte Bilder mit Wasserfarben? Das ist auch viel besser als CGI. Aber guck mal, das ist wieder sowas, was ich so schade finde, dass CGI mittlerweile so gehatet wird. Also, dass jetzt zum Beispiel ein Christopher Nolan, ja, das ist cool, dass der komplett ohne CGI alles macht, aber, also ich finde... Außer es kommt zu Kahoot. Ja, gut, da nicht, genau. Und ich finde, also, sagen wir mal, Oppenheimer wäre der gleiche Film, haargenau der gleiche Film, aber es wäre halt alles CGI gewesen. Findest du dann, wäre der Film schlechter? Nee, finde ich auch nicht. Also klar, das ist immer cool, sowas dann sagen zu können. Oh, das war alles real, kein CGI. Und dann ist irgendjemand neben dir beeindruckt, der es nicht weiß. Ja. Aber am Ende ist CGI nichts Schlechtes. Man muss es halt nur gut machen. Ja, also ich finde, du musst immer schauen, was der Kosten-Nutzen-Faktor ist und dann das machen, was sich am besten anbietet. Was einfach, genau. Was am einfachsten ist. Genau. Weil wenn wir mal schauen, Filme früher, die anderthalb Stunden gingen, haben 2 Jahre gebraucht, mindestens, um sie zu produzieren. Filme heute gehen ja länger. Ja. Also... Wie lange willst du denn einen Film produzieren? 5 Jahre? Ja, genau, das ist es. Sonst hast du am Ende nur so Filme wie Dune, wo du 4 Jahre dran arbeitest, um was fertig zu bekommen. Und klar, das ist schön, aber ey, ich finde, das krasseste Beispiel ist immer Spider-Man Far From Home, haben die keine normalen Waffen, Pistolen mehr benutzt, die normalen Requisiten, sondern das waren immer einfach grüne Dinger, die in der Hand hatten, weil es günstiger war, das einfach aus CGI dann am Ende zu machen und das zu editen. Avatar so ist ja auch krass gewesen, was CGI anging. Also da haben sich beim zweiten jetzt viele drüber beschwert, aber ich finde, die haben sich richtig viel Zeit genommen, um CGI gut zu machen. Genau. Also Avatar, man kann sich über den Stil streiten, aber es sieht halt gut aus. Nee, ich bin First Front. Nolan nutzt das CGI und sagt, dass auch er nutzt es halt, um Sets zu ergänzen und nicht nur sie zu bauen. Ja, aber ich finde, es ist nicht mal schlimm, CGI zu nutzen, um Sets zu bauen, solange es gut aussieht. Also solange du es nicht merkst, ist ja alles gut. Ich finde, du kannst es ruhig auch merken. Also in Rogue One zum Beispiel, Tarkin, was willst du machen? Ja, was gut. Willst du machen? Da habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Ich finde halt, da kannst du halt einfach recasten. Also ich finde, wenn du bei einem Menschen merkst, dass es CGI ist, dann wird es zu viel. Weil dann wirkt es halt einfach nicht mehr lebhaft. Kommt halt drauf an. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich so ein großer Fan davon wäre, zu recasten. Oder rauslassen. Aber ich finde dieses Menschen, wie auch mit Luke damals, für so ein Cameo okay, aber sobald die anfangen zu reden... Also Mark Hamill konnte ja sagen, er ist fein damit. Ja. Der Tarkin-Schauspieler konnte das ja nicht sagen. Das musste ja seine Familie dann... Das stimmt. ...unterschreiben, die Verträge. Und das ist dann schon mal noch eine andere Sache. Ja. Doch, du bist der Justice. Wer ist der Justice? Und der wer hat sich bei Avatar 2 darum gestritten? Ja, nee, also ich kenne viele, die sagen, die mögen den Stil nicht und es sieht alles aus wie so ein Computerspiel oder so. Aber ja. Leute, die sich mit Star Wars auseinandersetzen, denen offensichtlich Star Wars am Herzen liegt und die wahrscheinlich vor 10 Jahren wirklich total gehypt gewesen wären, hätte Disney gesagt, wir bringen jetzt eine richtig hochbudgetierte, düstere Star Wars Serie raus, ja? Und zwar irgendwie, die spielt 200 Jahre oder was vor Episode 4. Das sind die Leute, die werden da ausgerastet. Und ich auch, ja. Aber mittlerweile macht mir bei Star Wars ehrlicherweise nur noch Spaß, diese Kommentare zu lesen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist auf jeden Fall der unterhaltsamste Teil, den Disney mit Star Wars in den letzten Jahren gebracht hat. Das sind die Kommentare hier unter den Acolyte-Trailer. Stop Reading. Erwartungen sind keine mehr übrig.
Aber was bringt es euch, das alles im Vorhinein schlecht zu reden? Es gab ja auch gute neue Star Wars Sachen, da stimme ich zu. Wie Rogue One, ja. Andor, ja. Rebels, ja, mag ich auch, gebe ich zu. Rebels, toll. Und die letzte Staffel Clone Wars und The Mandalorian. Und da muss ich im Grunde zustimmen, es gibt... So, ganz kurz, er sagt, was bringt es uns, das schlecht zu reden? Sollen wir wirklich vor jedem Disney-Produkt da sitzen und die Disney-Anleitung durchgehen? So, konsumiert Produkt, freut euch auf Produkt, werdet geteasert für Produkt, seid gehypt auf nächstes Produkt, freut euch auf nächstes Produkt, konsumiert nächstes Produkt. Ja, also ich... Nee, die Zeiten sind vorbei seit The Last Jedi. Ich bin ja auch immer dabei zu sagen, dass man irgendwie, oder nee, ich sag's anders, wenn man irgendwann an einen Punkt kommt, wo man akzeptiert, dass man nicht mehr auf das alte Level kommt, dann kann es für einen persönlich schöner sein, einfach nur noch zu sagen, okay, ich erwarte nichts mehr und hab Spaß mit dem, was kommt. Aber ich finde, andersrum kannst du das nicht von Fans erwarten. Also ich kann jetzt nicht hier sitzen und nur weil ich das mache, kann ich nicht hier sitzen und von dir erwarten, dass dir jetzt alles gefällt oder dass du ohne Erwartungen reingehst. Das ist halt ich das bin Problem. Ohne Erwartungen in den Echolight-Trailer gegangen. Ist das ja, nicht? Gut, ja. Das ist dann sowieso noch mal was. CGI ist wie Atomkraft, das kommt drauf an. Ja gut, das ist mal ein Vergleich. Ein paar gute Star Wars Produkte in den letzten Jahren und wer weiß, vielleicht wird ja The Acolyte die absolute Überraschung. Was wir hier allerdings aus den Kommentaren sehen können, ist, wie weit die Erwartungshaltung mittlerweile runtergeschraubt worden ist. Im Prinzip freuen sich die Menschen über eine neue Star Wars Serie aktuell ungefähr so sehr wie über eine Erwartungshaltung von Star Wars von allem Prequels und Sequels am Anfang zu jetzt. Ja, das sowieso. Also, wenn du ja damals was von Star Wars gehört hattest, musste ja Peak Kino eigentlich bei rauskommen. Ja. Und jetzt... Vor allem, das war, also, du hast gehört, Star Wars kommt raus und es gab kein größeres Kinoereignis mehr für das Jahrzehnt. Ja. Gab's nicht. Konnte am Anfang des Jahrzehnts sein, du wusstest, okay, bis zur Jahrzehntewende kommt nichts Krasseres mehr. Ich finde vor allem, ich würde gerne mal wissen, wie das da, also es war ja bei den Sequels damals, gab es ja auch schon immer mal wieder diese Legacy-Dinger, dass alte Filmreihen wiederbelebt wurden und so. Noch nicht so häufig, aber das gab es schon. Ich hätte gerne mal gewusst, wie das damals war, als Episode 1 angekündigt wurde. Weil da gab es sowas ja noch gar nicht, dass alte Filmreihen zurückgeholt wurden und das ist immer Schlechtes. Gab es schon, aber also selten halt. Nicht in der Form. Ja. Also. Da muss man doch gedacht haben, das Krasseste kommt jetzt raus. Die Sache ist die, es gab damals auch noch nicht so zur freien Verfügung das Internet, wie es das heute gibt. Ja. Das so, aber das ist sehr gut. Das ist eh nochmal krasser, weil halt jeder jetzt seine Meinung irgendwie raushauen kann. Ja. Was Disney Star Wars bisher gemacht hat, schreibt Roach Fox, gibt es nur einen guten Film und eine gute Realfilmserie. Clone Wars 6. Staffel ist auch gut, aber alles andere ist maximal 5 von 10 Punkte. Die Filme sogar max 3 von 10. Und das sehe ich. Ja, ich würde sogar 2 Serien wahrscheinlich noch mit hinzu... Ja, aber wo ist denn der ganze Ahsoka-Hype? Wir hatten doch mit Ahsoka so eine starke Serie. Warum schreibt denn hier bloß keiner rein? Boah, wir hatten doch Ahsoka, das war so richtig gut. Und von daher freuen wir uns jetzt umso mehr auf die neue Serie. Denn so krass auf der Ahsoka-Hype-Welle so ein bisschen mitreisen. Ne? Wir hatten ja auch einen tollen Bösewicht, darf man nicht vergessen. Immer wenn ich mit dem geredet habe, Ahsoka, der war schon richtig gut. Der war mindestens so furchteinflößend wie Sauron in Die Ringe der Macht. Dann schreibt hier Response Team voll der Scheiß. Jo. Wusafool. Ich halte mich zurück, ich warte auf das Video. Noch mehr Zeit gespart, wenn ich diesen Mist nicht anschaue. Rolandatschko 1307 schreibt, seid alle miteinander einmal froh, neue Sachen zu bekommen. Ich glaube, das ist der erste wirklich positive Kommentar. Wenn es euch nicht gefällt, schaut es nicht, aber es ist besser, als ob gar nichts mehr kommt. Ich habe in meinem Rian Johnson-Video schon was dazu gesagt. Wenn es dir nicht gefällt, schau es halt nicht. Geh mal zu einem Schalke-Fan heutzutage hin und sag ihm, wenn es dir nicht passt, wie die spielen, schau es halt einfach nicht. Dann, wir brauchen dich hier nicht mehr. Bruder, viel Spaß auf dem Arena-Ring. Also,
Das ist so, ich habe mir letztens mal wieder diese Sprachnachrichten angehört. Das ist so krass. Kleiner Spoiler, die Sprachnachricht ist im Video von mir. Ohne Spaß? Frag mal den Ralle, ja. Geil. Ey, ich weiß, hier werden es viele nicht kennen, weil hier sind, glaube ich, nicht so viele Fußballfans dabei. Die sind krass, die Sprachnachrichten. Ihr hört sie ja da. Machen wir eigentlich eine EM-Prognose? Müssen wir eigentlich machen, ne? Schon. Mit Marc Sapay. Ja. Eigentlich schon, ja. Ja, müssen wir machen. Meint er das mit der Ahsoka-Serie ernst? Kann seine Worte irgendwie nicht verstehen? Nee, der meint es nicht ernst. Also der hat den tiefsten Hass auf die Ahsoka-Serie, die ich je bei einem Menschen gesehen habe. Und ich mag die Serie auch schon nicht, aber... Vor allem, ich glaube, es ist die einzige Serie, wo du danach ein Video gemacht hast und richtig dedicated wochenlang gesessen bist. Einfach nur um diese Serie zu zerstören. Normalerweise mag ich das echt nicht, so wochenlang an negativen Videos zu arbeiten. Ich habe das bisher bei Dune und sowas immer nur bei positiven Videos gemacht. Aber da wirklich, ne? Ich weiß noch, ich habe wirklich einfach für Kursarbeiten nicht gelernt, weil ich so Hass hatte, dass ich das machen wollte. Besser als nichts ist so ein dummer Take, ja. Du, ja. Stell dir vor, du hast Durst und jemand stellt dir Salzwasser hin. Ich muss mal jetzt ganz ehrlich was sagen. Ich war ja lange jemand, der auch immer gesagt hat, besser als nichts. Du hast mir das so oft runtergeredet. Ja, ja. Und ich bin immer für neuen Content, habe ich immer gesagt. Und ich muss sagen, der Kung Fu Panda 4 hat mir die Augen geöffnet. Vielleicht war ich bei Star Wars nicht mein ganzes Herz, sondern nur mein halbes Herz drin. Ist dein Hass immer noch so groß wie vor dem Video? Ja, übertrieben. Okay. Ich freue mich schon auf den Rewatch, ne? Nur um mich doch mal aufregen zu können. Okay. Ich habe mittlerweile viele Leute gefragt, so, ey, du hast doch da dieses Kung Fu Panda 4 Video gemacht, lohnt es sich oder soll ich mir das Geld sparen? Ja, nee. Also, und ich habe vielen gesagt, so, warte einfach, bis es auf den Streaming-Dienst mal gratis ist. Geht nicht rein. Ich kann auch einen kleinen Teaser geben, bald gibt es auch auf dem Hauptkanal was zu Kung Fu Panda. Der Hass ist zu groß. Tja, da weiß ich nicht, ob ich dem so hundertprozentig zustimme. Ich kann mich ja noch glücklich schätzen, dass ich mein Winkelgassen-Kino habe. Ja. Wenn ich mir vorstelle, es gibt Leute, die haben 30 Euro dafür gezahlt. Das ist wirklich, mit der ganzen Familie oder sowas noch. Ja, und ich habe 15 Euro gezahlt mit Getränk und Trinkgeld auch noch. Ja. Also... Und dann höre ich da, ja, mein Kinobesuch 30 Euro, unter 40 ist nicht so. Das ist wirklich krass. Zustimmen kann. Lace 1410, das sieht so schlecht aus. Bullencan, holt den Defi, Star Wars Herz hört auf zu schlagen. Ja, wenn es das wenigstens tun würde. Aber sie machen ja einfach weiter. Sie machen weiter und weiter und weiter. Und ich glaube, es wäre jetzt wirklich ein guter Zeitpunkt, meine geliebte Star Wars Sammlung bei eBay reinzustellen. Weil den Wert, den sie jetzt hat, bekommt sie wahrscheinlich nie wieder. Und der ist schon unterirdisch. Der Wert Michael ist Jablonowski seit 7 Jahren am Fallen, Bruder. Schon wieder dämlicher feministischer Woke-Quatsch mit 80% starken weiblichen Charakteren. Also Müll as always. Das muss man auch erstmal schaffen, dass man als Konzern so dermaßen über die Stränge schlägt und übertreibt, dass eine an sich grundsätzlich ja wichtige Walker Sache Müll, wie Walker Feminismus Müll, ja. Müll. Von immer mehr Menschen nur als noch. Endgegner identifiziert wird. Weil ist ja, ich weiß nicht mal, ob ich das so feier. Das alle, ich finde es auch nicht gut. Aber ich finde es nicht so gut. Ich finde das richtig schlimm, was diese Extrem-Woken bei Disney, der Woke-Bewegung, sage ich jetzt mal, die ja eigentlich nur gegen Rassismus ursprünglich gestanden hat, ja, was die denen angetan hat. Ja. Weil das ist ja voll das Schimpfwort mittlerweile geworden. Ja. Wenn du jemanden Woke nennst, das ist ja das Schlimmste, was es gibt. Ja. Einfach so grenzenlos übertrieben werden muss, bis es viele Menschen einfach nur noch nervt. Keine Ahnung, ja. Also, ich finde die Ausdrucksweise nicht gut, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber dass da ein gewisser Frust entsteht, das kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Warum nennt man die Serie nicht gleich Star Wars The Woke Empire? Walker Müll, Hoffnung haben, man kann nicht. BioWare sollte einfach eine Star Wars Serie zur Old Republic machen. Ja, das finde ich auch. Old Republic, warum eigentlich nicht? Warum nicht, macht man das keine Serie zur Old Republic? Nee, lieber nicht. Also bitte lass warum muss man sich mit diesen... Ja, ich weiß nicht. Mich hat High Republic auch nie so richtig irgendwie weggefetzt. Ich fand das immer so ein bisschen strange, aber... Na gut, wir haben gerade Andor geguckt. Die Jedi haben wir nicht vermisst. Das ist so dumm. Ist ein Punkt, ne? Also, das ist ein Punkt, weil Andor auch davon lebt, dass hier halt nicht zum 20. Mal irgendwas bereits Gesehenes aufgegart wird. Ja. Was wir jetzt hier bei The Acolytes haben, ist natürlich dann irgendwie ein Übermaß, wahrscheinlich ein Jedi. Das ist natürlich der Ära der Hohen Republik geschuldet, aber
Wir werden sehen. Also auch hier kann man noch keine Schlüsse draus ziehen. Ich finde es nur einfach interessant, wie die Leute einfach keinen Bock mehr haben. Und wie sie nicht nur keinen Bock haben, sondern wie sie richtig wütend sind, dass Disney mit dieser Leichenflatterei nicht einfach aufhört. Langweilig, stand einer, dass Gavin Schalter sind aber graue Jedi oder Nutzer beider Seiten. Ja. Da muss ich sagen, da bin ich nicht weit genug im Thema. Das müsste ich jetzt nachgoogeln. Pele schreibt, dass sie... Das ist tatsächlich ganz kurz nochmal erstmal Lore zwischendrin. Das ist ja wirklich so. Also gelbe bzw. orangene Lichtschwerter sind eigentlich graue Jedi. Das verwirrt mich sowieso. Das ist mir im Trailer gar nicht aufgefallen. Dave Filoni hat so oft schon einfach Mist mit Lichtschwertern gebaut, weil er die Farbe geändert hat. Mit Lichtschwertern ja, aber der Typ war ja derjenige, der die grauen Jedi so richtig in den Kanon gebracht hat. Mit dem Bendu damals in Rebels. Und auf einmal macht er jetzt so, weiß ich nicht. Also ich halte nichts mehr von Dave Filoni, was seriöses Arbeiten angeht. Also ich glaube, wenn du eine Serie machst und du hast Dave Filoni als den, der alles überwacht und seinen Senf dazu gibt, hat das sicher einen Mehrwert. Aber als Writer, sobald der in einer leitenden Position ist, dann gute Nacht. Ja. Aber warte mal, ist er bei der Ecolette dabei? Ist der da? Nein. Der macht ja gerade sein Mando. Ja gut, zurück. Aber dann haben wir ja hier nicht mal ihn, wir haben ihn ja hier nicht mal mit drin. Ja. Nee, aber es kann auch sein, nicht, dass ich jetzt hier was Falsches sage, es kann sein, dass es orangene Lichtschwerter sind, die graue Jedi sind und gelbe nicht. Das kann sein, aber da bin ich jetzt nicht weit genug drin. Kleine Korrektur, gelbe Lichtschwerter werden von Jedi-Wächtern verwendet. Genau, gelbe da und orangene sind doch graue Jedi, wenn ich nicht ganz falsch liege. Glaube ich. Vielleicht hat Ventress deshalb gelbe Lichtschwerter. Ist mehr zu tun. Violette Lichtschwerter sind Nutzer beider Seiten. Ja, okay, dieses violette Lichtschwerter ist der größte Fake. Das war einfach nur Samuel oder Jackson, da mussten die sich irgendwas ausdenken dazu. Orangen sind dunkle Jedi. Ey, ich komme nicht mehr mit, ich habe keine Ahnung. Ich gesagt, dunkle Jedi war das. Ja, das ist auch noch dabei irgendwie. Fragen gehen wir. Ich habe zwei, drei coole Fragen gerade gesehen, die machen wir gleich. Nach der unterbudgetierten Qualität einer Obi-Wan-Serie, gepaart mit dem Woken-Nonsense-Gender vom Ringe der Macht aus. Aber hey, Laserschwerter, kennt ihr, oder? Stimmt. Und ja, also der letzte Satz trifft es einfach. Laserschwerter, kennt ihr, oder? Also, da wird einfach, Hauptsache, es wird wieder irgendwas gezeigt, was man schon mal kennt. Und dann kann man sagen, oh mein Gott, die haben Laserschwerter in der Serie. Ich bin so hype. Oh. So wie bei Ahsoka. Es dann auf einmal hieß, oh mein Gott, wir haben Anakin, Hayden Christensen ist von den Toten auferstanden, er rennt durch die Serie, das muss deswegen die beste Serie aller Zeiten sein, das beste Peak Star Wars muss das sein. Konnte den Trailer nicht gucken, wusste nicht, wann ich die Augen wieder aufmachen konnte, ja, genau, das ist so. Früher hat man bei Horrorfilmen als Kind die Augen zugemacht, jetzt, wenn so ein Disney-Trailer kommt, wieder schön, Vogue und weiblich, wird bestimmt ein Meisterwerk. Keine großen Erwartungen für den Film, langweilig. Ja, ich glaube, an der Stelle reicht es schon. Obwohl, den nächsten nicht auch noch. Star Wars hat mich seit Episode 7 schon verloren. Dieser Trailer zeigt nur, dass es mit dem Woke-Shit wohl noch nicht genug ist. Oh Gott, wieder mal super politisch korrekt und mit Star Wars Ninjas, das kann nichts werden. Boah, ich kann nicht aufhören. Das ist wie ein Autounfall, diese Kommentare. Ich wollte eigentlich hier nur 3 Minuten vorlesen. Und ja, ihr merkt aber, wie gesagt, das sind ungefiltert alle Kommentare, also von neu nach alt, unter diesem YouTube-Kanal, den ich am Anfang genannt habe. Und die Leute sind begeistert, oder? Also so klingt doch Begeisterung. Und wir freuen uns auf die Ecolite. Wir freuen uns wirklich auf die Serie, damit wir noch viel mehr von diesen Kommentaren zu Star Wars im Internet sehen können. Ey. Es ist einfach so, mein Herz ist gebrochen. Echt, wirklich. Mein Herz ist gebrochen. Ich gehe mal heulen. Vielleicht als kurzer Nachtrag noch zum Video. Ich hab das Video auch gesehen und Markus hatte zu mir gemeint, die Intention des Videos war es gar nicht unbedingt, den Trailer zu kritisieren, sondern mehr darauf aufmerksam zu machen, wie tot die Star Wars Fanbase mittlerweile ist. Also eigentlich genau darauf aufmerksam zu machen, was du bei uns in der Reaction ja auch angesprochen hast, dass Fans einfach keinen Bock mehr auf Star Wars haben und dass die direkt reingehen und sagen, ich habe keinen Bock mehr bei so einem Trailer, der prinzipiell nicht mal so schlecht ist. Ja. Und finde ich wichtig. Also es ist auf jeden Fall ein starkes Video. Gebt dem Mann eine Talkshow.
Ohne Spaß, er müsste eigentlich YouTube hauptberuflich machen. Es ist so eine Schande, dass er noch nebenbei arbeitet. Ja, das stimmt. Ja, die Vogue-Kritik überschattet ja alles, was wirklich wichtige Kritik wäre. Das ist ja echt schlimm, nichts überinszeniert. Ja, und das ist so ein bisschen das Problem, aber das kann ich halt auch, das kann ich verstehen, weil jetzt als, wie drücke ich das aus? Jetzt sehe ich zum ersten Mal diese Helme, von denen du immer gesprochen hast. Ja, die würden die mal hier hängen, dann wäre das hier viel passender alles. Ich dachte, du hast da echte Helme. So. Okay, nee, so reich bin ich jetzt auch nicht, dass ich hier so Helme... Hier oben sind so Stormtrooper-Displays. Aber, ja. Displays, ich will eine Partnerschaft. Nee, scheiß drauf. was wollte ich gerade sagen? Ach so, genau. Ich kann verstehen... Das ist der Grund, warum sie dich nicht bezahlen, weil du machst es gratis. Ich glaube auch. Ich bin kacke. Ja. Was habe ich gerade gesagt? Ach so, Casual-Zuschauer kritisieren halt eher dieses Vogue-Ding, weil es denen halt auch direkt auffällt. Einem normalen Kinogänger fällt jetzt so eine Inszenierung wie bei Ahsoka vorher zum Beispiel vielleicht nicht direkt auf, warum die schlecht ist. Der merkt nur, ich find's kacke, aber merkt nicht, wieso. Und deswegen geht man halt erstmal auf das Vogue. Ja. Die drei guten Fragen. Ach so, ich habe gerade überlegt, was du damit meinst. eine war, ich weiß nicht mehr, wo es war, würdet ihr eine Star-Wars-Serie rewatchen? War eine Frage. Würdest du eine rewatchen? Die Frage stellt sich nicht, weil ich es für meinen Content sowieso machen werde irgendwann. Aber mal so freiwillig? So auf einen Samstagabend? Also ich schaue einmal im Jahr mit einem guten Freund Star Wars The Clone Wars komplett durch. Mhm. Okay, Clone Wars kann man ja. Innerhalb von ein, zwei Wochen. Mhm. Sonst kaum. Also Clone Wars bei mir logischerweise auch. Aber stimmt, vielleicht ist es schlauer, Disney zu sagen, weil ich glaube, Clone Wars ist logisch. Nee, bei mir tatsächlich auch nicht. Also, okay, ich muss sagen, Bad Batch Staffel 2 hat am Ende doch Spaß gemacht, aber hätte ich niemals freiwillig gemacht. Habe ich auch nur für YouTube gemacht. Nee, bei mir auch nicht. Obwohl, Andor kann sein, dass ich mir Andor irgendwann mal gebe. Also Andor fand ich halt echt gut. Die Sache ist die, wir schauen es ja freiwillig, weil wir müssten nicht. Ja, gut. So, eigentlich ja. Also, das stimmt. Ich weiß bis heute nicht, was du zu Andor sagst, ne? Also, immer wenn ich sage, dass ich Endor mag, weiß ich nicht, ob du mir jetzt gleich widersprichst oder mir zustimmst. Dann kommt immer gar nichts. Geheimnis. Ich kann diesen Umstand weder bestätigen noch verneinen. Diplomatisch. Ja, wenn die Leute... Was? Ja, aber Leute, die da Kommentare schreiben, sind ja Fans und nicht irgendwelche Randoms. Ja, aber ich würde sagen, auch Fans. Nur weil du Star Wars Fan bist, heißt das ja nicht, dass du dich mit Kino oder Film auskennst. Also der Average Star Wars Stories Zuschauer wird mir jetzt auch nicht erklären können, warum vielleicht diese Szene davor ja schlecht inszeniert ist. Ja. Also ich würde sagen, der Average Movie Amps Zuschauer kann das vielleicht ein bisschen. Ja. Aber das ist auch der einzige Kanal, der mir einfallen will. Genau. Bei dem ich den Zuschauern das zutrauen würde, dass sie einfach nur dadurch, dass sie die Videos schauen, direkt die Liste abarbeiten können. Genau. So, weil nicht einmal wir beide bringen sowas rüber. Ja. Der Vogue-Take ist absolut dumm, weil egal ob Vogue oder nicht, es ändert nichts an der Story-Qualität. Wenn man mal ehrlich ist, ja. Das Problem ist ja nicht, dass es Frauen sind oder schwarze Schauspieler. Das Problem ist, dass sie einfach grottenschlecht geschrieben sind. Ja, aber ich finde halt, bei diesem Vogue-Ding kommt immer noch mit rein. Das habe ich ja damals auch bei diesem Frauen-Video gesagt. Du hast halt bei dem Vogue-Ding immer das Gefühl, es ist absichtlich. Dieses Rumbossen von den Charakteren, ja, meinst du? Ja, weil, guck mal, wenn du einfach so einen schlecht geschriebenen Charakter hast, denkst du, okay, der ist halt schlecht jetzt, haben die verkackt. Ja. Aber wenn es so eine Frau wie jetzt Holdo ist, weißt du ja, die haben das aktiv gesagt, die muss jetzt so sein. Weil die halt denken, das wäre gut. Das größte Problem bei Reaver bis heute, in der Serie wird uns dauernd gesagt, sie ist nicht hoch bei den Inquisitoren, aber sie geht in jede Szene rein und ist sofort am Rumbossen. Ja. Das ist so ein bipolarer, nenne ich es jetzt mal, Charakter. Also du bist ja nur verwirrt, wenn du die 100%. Vor allem dann schreit sie sich noch durch den halben Film. Also, ey, mich würde wirklich interessieren, was sie da für Anleitungen fürs Schauspiel gegeben haben. Weil das ist ja teilweise, also mal ganz kurz, meine schauspielerischen Qualitäten sind nicht krass. Sie steht so da und macht so. Ja. Wirklich, und dreht sich um und geht weg. Aber so ruckartig, dass du merkst, da kann ich meine Oma hinstellen und die Schauspieler hat das besser. Ja, das stimmt. Habe ich irgendetwas verpasst? Nee. Nee, ganz normaler Stream.
Der Justice bewerte mal die Wohnung von Elias. Ich habe ja bisher nur den Nordturm und den Nordostflügel gesehen. Ja, der andere Flügel kommt beim nächsten Mal. Ich habe kein Problem mit Recast, es muss nur passen. Ewan McGregor als Obi-Wan war auch ein. Ja, okay, aber das ist was anderes. Da ist alterstechnisch eine andere Sache. Also wenn du mir sagst, du castest einen Schauspieler, der entweder jung oder alt war, neu in einer anderen Zeit und der Schauspieler ist dann jünger oder älter, klar, ist kein Problem. Das Problem ist halt immer nur, wenn du eine gewisse Erwartung hast, wie der zu dem Zeitpunkt aussehen muss. Ja. Und wenn er dann anders aussieht, bist du sofort abgelenkt. Und das ist das, was unter gar keinen Umständen beim Film passieren darf. Ja, also ich bin auch, eigentlich mag ich Recasts gar nicht, aber wenn du dich, also ich finde, keine Ahnung, nee, ich bleib dabei. Wenn du das mit dem Zeitunterschied hast, ja, aber ansonsten, dann lass halt die Leute raus. Wenn die nicht mehr kommen, dann lass es raus. Ja. Ey, darf ich, bevor wir die nächste Reaction machen, doch nach einem Brot oder so fragen? Ja, klar. Klar, ich guck mal, ob wir was da haben. Ansonsten das heißt, ich muss jetzt alleine unterhalten. Genau. Ich muss alleine unterhalten. Was okay. Oder so, ne? Okay. Ja, du. Ich guck mal, ob ich hier was finde. Keine Ahnung. Wo soll ich anfangen, Leute? Ich gehe einfach mal von ganz unten weg. Doch, heftigstes Dead Justice-Zitat. Ja, super. Jetzt weiß ich wieder nicht, welches gemeint ist. Danke dafür, Iblali. Dead Justice, wann machst du wieder Videos? Wir schauen heute ein Video, wahrscheinlich, wenn ihr wollt, so, mir ist es gleich, ich kenne das Video. Wir schauen heute ein Video, das in den nächsten Tagen kommen wird. Und dann werdet ihr verstehen, warum so lange keine Videos kamen. Krass, seit wann ihr beide mit Face? Es ist kein Geheimnis, wie ich aussehe, nur ich finde, es passt nicht zu meinem Kanal. Deswegen habe ich mich nie so vor die Kamera gesetzt. Und ich sag mal so, wir wohnen jetzt auch nicht direkt nebeneinander. Also, ja. Dead Justice, wann machst du wieder Videos? Ich sitze tagtäglich an diesem einen Video. Marvin hat, ohne Witz, Marvin ist so ein Cutter-Gott geworden. Marvin ist in der letzten Woche Tag und Nacht gesessen. Er hat 3 Nächte durchgemacht. 3 Nächte hat Marvin durchgemacht, einfach nur für dieses Video. Oha, 101 Viewer. Keine Ahnung, ist das ein Rekord? Ich hab das jetzt nicht so im Kopf bei den Streams. Meme-Reactions. Ja, wenn Meme-Videos draußen sind, können wir die noch machen. Ich habe gerade mal geschaut, wie viele Likes der Trailer hat. Das sind über 160.000 Likes. Ja, über 160.000 Likes und halt genauso viele Dislikes. Also, herzlichen Glückwunsch. Für wen bist du eigentlich im Fußball? Elias ist Bayern-Fan. Also, ich bin der schlechteste Gastgeber. Ich habe ein Duplo und Kinderriegel. Wir müssen was bestellen. Ja gut, dann bestellen wir was. Kein Problem. Ja. Ja, du musst weiter unterhalten, während ich versuche. Ja, für wen bist du? Magst du das sagen? Magst du sagen, von wem du ein krasses Trikot da im Schrank hängen hast? Warte, lass mich gucken. Hast du mittlerweile ein Kim-Trikot? Ich hab gar nichts. Ich hab die ganzen... Ich hab nie Geld für Trikots ausgegeben, aber mich juckt es, seit der Junge da ist. Mich juckt es in den Fingern, mir so ein Matte... Ich hab... Was? Bei Kim? Nein, nicht bei Kim, bei Mattistell. Ah, ja gut, das ist okay. Applaus an Marvin, ja echt mal. Ey, vor allem so. Das Beste ist ja, Marvin macht das Ganze nicht hauptberuflich. Also Marvin macht das Ganze nebenbei. Und dann 3 Nächte durchzumachen in dieser Woche ist schon krass. Free Marvin, ja, nee, Leute. So, ich finde, meinen Cutter sollte ich weiterhin in meinem Keller einsperren dürfen. Um ein bisschen kimmig zu sein. Das meine ich nicht. Das meine ich nicht. Um ein bisschen kimmig zu sein. Nee, aber ey, wir könnten auch mal im Stream, wenn wir jetzt schon da sind, eine Bayern-Mannschaft zusammenstellen. Weil wir, also ich habe es noch nicht beantwortet, wir sind beide Bayern-Fans. So in mir schlägt auch so ein kleines Schalke-Herz und ich sag mal Frankfurter, Eintracht Frankfurt, Erfolgsfan bin ich geworden seit dem Pokal. Auch wenn es gegen Bayern war, so mein Gott, passiert. Ja. Aber ich bin mittlerweile ein richtig krasser American Football Fan geworden seit dem letzten Super Bowl, ja. Stimmt, das hattest du mal gemeint. Ja. Ich find's richtig kacke, dass Patrick Mahomes einfach die ganze Zeit absahnt, aber ja. Schalke 04, ja, Mann. Es ist ein Trauerspiel. Und ich werde jetzt nicht hier wie Gamer Brother anfangen zu reden, aber ohne Witz, ich bin mittlerweile genauso an dem Punkt wie Gamer Brother. Ich resigniere nur noch. Ich erwarte nichts mehr. Ich glaube, du könntest auf die Hauptstraße in Gelsenkirchen gehen, könntest random auf eine Person zeigen
und könntest sagen, du gehst jetzt in den Vorstand und die würde bessere Transfervorschläge machen als der aktuelle Schalke 04 Vorstand. Also, Grüße gehen raus, falls es Gamer Brother jemals sieht. Keine Ahnung, geht mal durch Gelsenkirchen, zeigt random auf Leute und fragt sie, welchen Spieler würdet ihr für Schalke verpflichten. Realistisch. Und ich wette mit euch, selbst die Leute, die nur einmal im Monat irgendwie auf Transfermarkt schauen, was so die News sind, können dir drei Spieler nennen, die Schalke weiterhelfen würden und die realistisch sind. Und die nicht vorher bei Schalke gespielt haben, wohlgemerkt. Die keine Lieder aus der Kurve kennen. Gib mir mal ein Gehör, was du bestellen willst. Pizza? Ja. Nur, schalten wir das Mikrofon ab, wenn wir bestellen, oder? Müssen wir das Mikrofon dafür abschalten? Ich weiß nicht, ob du sagen möchtest, zu welcher Adresse das geliefert werden muss. Ach so, nee, eigentlich während nicht. Das Mikrofon an ist. Nee, ich glaube nicht. Mach mal so ein UFC-Face-Off. Ey, ich hab den Boxkampf von Vles, Grumatra, Trimax und so schon gefeiert, aber ich bin echt kein Kampfsporttyp. Nee, ich auch gar nicht. Also, so hin und wieder, aber nicht aktiv. So einmal alle paar Schaltjahre. Ich habe 6 Wochen Taekwondo gemacht. Also, ich habe Erfahrung. Da war ich, glaube ich, 6 Jahre oder so, aber... Wer wird Europameister? Deutschland. Ich gebe dir einen Call. Portugal kommt ins Finale. Ich könnte es mir auch vorstellen. Portugal kommt ins Finale. Aber ich glaube, also... Ich glaube nicht, dass es Frankreich wird, ehrlicherweise. Aber ich glaube, es könnte diesmal wirklich England sein. Und ich würde es hassen. Ich gönne es den England-Fans so krass nicht. Ja. Bei der Nationalmannschaft habe ich keinen richtigen Hass. Ich bin nur der größte Real Madrid-Hater. Das ist mein einziger eigentlich. Ey. Eine Freundin von mir ist krasser Real Madrid-Fan. Ja? Ja. Also, Real Madrid ist schon der größte Hater, den man je gesehen hat. Ich bin kein Real Madrid-Hater. Ich finde es geil, was sie machen, weil die machen gute Arbeit. Die gewinnen die ganze Zeit, reicht doch. Muss man mal ehrlich sagen. Vor allem die Spieler, die sie für 100 Millionen kaufen, die funktionieren dann nicht. Ja, das stimmt. Also die Spieler, die funktionieren, die haben sie durch gute Arbeit geholt. Aber ich bin mittlerweile ein richtiger Mbappé-Hater. Ich kann den Typen nicht mehr ab. Ja. So, keine Ahnung, wenn er persönlich jetzt, ich habe kein persönliches Problem mit ihm, aber bitte Kilian, sure, geh doch endlich, bitte, geh doch endlich zu Madrid. Wann fangt ihr mit YouTube-Boxen an? Keine Ahnung, wenn mich irgendjemand herausfordert, ich würde nicht Nein sagen, aber ich glaube, ich könnte sowas nicht. Du würdest nicht, wenn ich dich jetzt herausfordern würde, dass wir uns einfach boxen, du würdest nicht Nein sagen? Keine Ahnung, also es wäre kein kategorisches Nein, aber ich glaube, ich könnte es nicht, weil ich weiß nicht, ob man das von mir glaubt, aber wenn ich einen Boxsack habe und jemand sagt mir hier, hau mal richtig drauf, ich kann es nicht, weil mir der Boxsack leid tut. ich kann es nicht. Mit dir würde ich doch boxen. Ey, ich bin hier überfordert. Ich nehme jetzt einfach irgendwas und wir hoffen, es schmeckt. Nimm irgendwas, ja. Elias versus Jake Paul. Wie groß ist Jake Paul, ist die Frage. Ich würde auf jeden Fall verlieren. Also ist es ein Geheimnis, wie groß du bist? Nee. Also du bist ja 1,88, oder? Mit Schuhen, ja. An einem guten Tag, ja. Okay. Hä, du bist so einen Ticken größer als ich und ich bin 1,86. Ach so, ja gut, dann kann es sein. Also 1,88 würde ich schon sagen. Also ich glaube, wir beide haben jetzt nicht so die schlechtesten Voraussetzungen. Ich glaube, es mangelt dann eher an der, ja, glaube ich auch, Breite. Und ich glaube, ich bin ehrlich, ich könnte nicht einen sauberen Schlag setzen. Ne? Nee. Ich wäre viel zu sehr in meinem Rocky-Film und würde so denken, ich muss nur Schläge kassieren die ganze Zeit oder so. Die Sache ist die, ich glaube, wenn mir jemand theoretisch erklärt, wie die Grundstellungen in der Verteidigung sind, könnte ich das machen. Nur, es muss nur einmal jemand dagegen stupsen und ich würde sofort auseinandergehen. Also ich bin voll überzeugt davon, dass ich viele Schläge kassieren könnte, aber ja, ich sage, ich könnte keinen einzigen austeilen. Ja. Vor allem, ey, du kennst ja diese ganzen Alpha-Males, die dann immer, ja, so in den Streams sitzen und dann immer so darüber reden, wen sie boxen könnten. Und wir sitzen einfach hier und einigen uns drauf, wir könnten gar keinen boxen, einfach niemanden.
Okay, ich glaube, wenn wir trainieren würden, würden wir so ein bisschen was reißen. Ja, mit Glück, weil, ja. So, come on, wer über 1,80 groß ist, hat bessere Voraussetzungen als Leute, die 1,70 groß sind. Das ist ja kein Geheimnis, aber so, ich glaube, ich wäre einfach nicht in der Lage, vom Hirn her zu mich zu boxen. Das stimmt. Boxt euch irgendwann bitte. Keine Ahnung, wenn's mit YouTube irgendwann nicht mehr läuft, vielleicht, weiß ich nicht. Was ist euer nächstes Ziel auf YouTube? Philosophische Frage. Es gibt so eine Person in meinem Leben, die sagt mir die ganze Zeit, du musst den silbernen Playbutton erreichen. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum. Wann bekommt man den? 100, oder? 100.000, ja. Mhm. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum und wie soll ich das erreichen? Weil ich weiß nicht, wie groß meine Zielgruppe ist oder mein Pool an Leuten, die mich abonnieren könnten. So, ich weiß nicht, so... Ich setze mir nicht so Ziele. Also ich setze mir Ziele vom Content her. Ich will jetzt, also das Video, das als nächstes kommt, Spoiler, Spoiler, J.J. Abrams Thema. Ich will irgendwann noch zu gewissen anderen Personen kommen. Ich will irgendwann noch gewisse andere Serien, Filme besprechen. Das sind so meine Ziele auf YouTube, also eher content-technisch. Und ja, also ich, es gibt, ich hatte, also ich habe seit ich 16 bin, so eine Idee, was man machen könnte, was noch niemand auf YouTube gemacht hat. Und ich würde das gern machen, nur dafür brauche ich Geld. Und, also nicht nur so normales bisschen Geld, sondern ein bisschen viel Geld. Also ich hätt schon Ideen, was man machen könnte. Also Ziele sind eher content-technisch, nicht so abo-technisch. Ja, such dir was raus. Ich vertraue jetzt der Pizzeria einfach mal. Das ist gerade voll die kranke Unterhaltung hier, ne? Wir bestellen einfach seit 20 ja. Minuten eine Pizza und reden darüber, wenn wir hauen können. Vor allem das Ding ist, wie lange willst du streamen? Ja, so lange wie du kannst. Wann musst du denn? Du musst. Ich muss nur morgen früh um 9 Uhr wieder auf der Matte stehen können. Okay, ja gut, ich muss morgen um. Boah, ich glaube, ich um 8.30 Uhr, 9 Uhr ein Spiel oder so. Echt? Das heißt, ja. Du darfst die Nacht nicht durchmachen? Nee, das ist super optimal. Wann meinst du denn, fährt der letzte Zug? 23 Uhr irgendwas. Na gut. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. 2 Stunden. Was glaubt ihr, ist der Altersdurchschnitt eurer Zuschauer? Ich weiß es nicht, ne? Also ich glaube, im Stream ist es deutlich jünger als bei den Videos. Ich glaube sogar, bei meinen Videos sind auch häufiger mal ältere Leute dabei. Aber... Hast du schon mal in deine Analytics reingeschaut? Was das Alter angeht? Ja, ja. Ja, aber ich vertraue da nicht. Nicht? Nein, das ist doch voll fake. Wer gibt denn auf YouTube an, dass er 15 ist oder irgend sowas? Ach so, das meine ich nicht. Ich meine eher so Kategorie 40 plus. Ach so. Weil ja, ich glaube, 20% meiner Zuschauer sind tatsächlich 40 plus, also dieser alte Kern von Star Wars. Ach so, ja gut, das kann auch sein. Also ich bin 31, ja schau. Was heißt für dich älter? Also auf YouTube gibt es, glaube ich, die Kategorien 65 plus und 45 plus. Und so, das sind die höchsten Alterskategorien. Aber es kann natürlich sein, wenn ihr... Also YouTube schaut anhand des Nutzerverhaltens, deswegen vertraut ihr dem nicht. YouTube schaut anhand des Nutzerverhaltens und schätzt dann das Alter ungefähr ein. Außer man gibt ein klares Alter an, wobei selbst dann passt YouTube das ein bisschen an. Und es kann sein, dass wenn ihr einfach, keine Ahnung, 16 seid und euch nur für Politik interessiert, dass YouTube dann denkt, ihr seid 30. Also komplett random teilweise. Also es funktioniert schon, du hast schon so eine ungefähre Statistik, die ist auch nicht so schlecht, aber du hast halt immer wieder so Ausreißer, wo man einfach nicht drauf vertrauen kann. Aber du hast viele hier 14, 14, 24, 16, 51, 39. Also ich würde sagen, die meisten sind so 14 bis 24 und dann so ein paar Ausreißer noch. Also im Stream hätte ich auch gesagt, ist eher allgemein Streams, würde ich mal so behaupten, eher so jüngere Zielgruppe. 18. Politik macht einen älter. Nice. Ja, es ist so. Für YouTube ist das so. Und wenn du dir... wenn du dir Autocontent ansiehst, bist du für YouTube zum Beispiel eher ein Mann. Also YouTube selektiert das schon sehr krass nach Rollenbildern, sage ich jetzt mal.
37 zwischen 17 und 27. Perfekt. Okay, jetzt verhungern wir zumindest nicht. Ja. Ey, wenn du Geld brauchst, ich habe genug da. Nein, nein, alles gut. Okay. Ich bin 15, schaue aber ständig Politikvideos, also steht da wahrscheinlich 30. Kommt drauf an, was du noch schaust. Wenn du jetzt so ein Paluten zum Beispiel schaust, dann kann es sein, dass YouTube denkt, du bist 14. Weil ich glaube, Paluten hat einen Altersschnitt von... Wobei, der Altersschnitt von Paluten müsste mittlerweile auch schon etwas älter sein, weil mit dem sind ja sehr, sehr viele älter geworden. Ich glaube, aber so viele haben aufgehört, den zu schauen. Den schauen eher Jüngere. Das weiß ich nicht, weil ich habe den früher auch geschaut. Das war... Also, ich habe Paluten geschaut seit Varo 1. Und er hat jetzt letztens wieder die Happy Wheels Woche angefangen und das ist so ein großes Ding auf seinem Kanal, das hat er früher immer gemacht. Da habe ich auch wieder angefangen reinzuschauen. Achso, ja, ich wollte es mir auch noch anschauen. Ich glaube, ich habe Paluten so geschaut, so von 10, als ich 10 war, bis 9 bis 12, 13. Aber dann. Ich finde, wenn du ein Paluten-Video schaust, das ist so ein netter Typ. Du fühlst dich immer so richtig willkommen auf seinem Kanal. Wirklich, ne? Am liebsten, wenn du den auf der Straße siehst oder so würdest du sagen, so, hey, hallo, Paluten. Aber er hat ja schon öfter gesagt, er ist so schüchtern und er ist so, traut sich nicht so in Menschenmengen. Ja. Hat er öfter schon gesagt. Bisschen schade, aber so ich würd's feiern, mal zu wissen, wie der offscreen ist, so mehr oder weniger. Ja, ich glaube, der ist voll sympathisch, also wirkt auf jeden Fall. 100%. Er ist Vater geworden. Stimmt, wollte ich gerade sagen, er ist Vater geworden, hat jetzt eine Frau. Also richtig krass. Okay, die Frage ist, was wir jetzt machen. Entweder wir schauen uns dein Video an oder wir machen halt jetzt noch so ein paar kleinere Sachen und keine Ahnung, gehen noch in ein Quiz. Gibt's noch Meme-Videos? Quizzes können wir jederzeit aufnehmen. Das stimmt. So, das ist kein Problem. Also ich will jetzt nicht hier sagen, reagier auf jeden Fall auf mein Video, weil ich kenne es schon und ich will das jetzt nicht den Leuten aufdrücken. Wenn die Leute jetzt sagen, schauen wir mein Video, dann schauen wir mein Video. Henno ist auch voll sympathisch. Henno ist so eine Sache mittlerweile. Der hat jetzt diesen, ich nenne es mal, kleinen Skandal gehabt. Und da gibt es auch einige, die sich nicht so gut mit ihm verstanden haben. Aber Henno ist so einer, da gibt es so ganz unterschiedliche Ansichten und ich kenne ihn einfach nicht, aber ich glaube ehrlicherweise, das wird ein bisschen heißer gekocht, als dann gegessen wird, bei den meisten. Bei Hand of Blood habe ich nie wirklich geschaut. Nie? Nee. Ich habe die Yu-Gi-Oh!-Videos von ihm und German Let's Play immer richtig gerne gesehen. Tja. Vor allem das war so die Phase, ich hab richtig spät angefangen Yu-Gi-Oh! Zu schauen, da habe ich dann Yu-Gi-Oh! Richtig durchgesuchtet. Ich baller mal wieder eine Abstimmung rein. Mal gucken, wie gut es läuft. Gut, ich habe nicht mal einen anderen Plan, aber wir haben dein Video auf jeden Fall. Und der andere Plan wäre... Wir könnten nochmal drüber reden, mit wem wir uns boxen würden. Genau, das ist der andere Plan. Schreib's noch rein. Ein drittes Ding, mit wem wir uns boxen würden. Schreib's hinter Klammer. Was für ein Skandal. Hallo Exodia. Es gab letztens, also... Da will ich ehrlicherweise auch nicht so viel zu sagen, weil es ist mittlerweile echt ermüdend, finde ich. Es gibt diese lange Diskussion von Shoyoka gegen KuchenTV, Jay Riddle und so weiter. Und will ich mich jetzt gar nicht dazu äußern, aber da wurde Hand of Blood mal vorgeworfen. Er wäre mit Freunden nicht so gut umgegangen und so weiter. Irgendwie aktuell ist so der Tenor, dass das alles nur ein Missverständnis war und dass er überreagiert hat und den Fehler eingesehen hat, aber ich kenne die Leute alle nicht. Also ich kenne weder eine Maluna, noch einen Chef Strobel, noch einen Hand of Blood. So, was soll ich zu denen sagen? So, keine Ahnung. Wenn ich die Möglichkeit habe, schaue ich alle gern. Habe ich jetzt lang nicht mehr, aber es sind tatsächlich einige der content-technisch krassesten Leute, die YouTube eine Zeit lang hatte, finde ich. So die Hand of Blood Community. Bitte Distrack. Ach so, ja gut, wir können... Distrack können wir auch noch schauen. In das kurze, vor allem der ist ja nicht so lang, oder? Das ist eine Minute. Ja, dann lass durchlaufen. Das kann, vor allem, das kannst du dir dann auch einfach mal kurz geben. Ich habe es mir vorher schon angehört. Ja. Wo war das jetzt? Wie steht ihr zu Basti GHG? Ohne Spaß, hast du Varo Basti GHG mit Venicraft damals verfolgt?
Welches Varo war das? Ich glaube, Varo 3. Varo 3 habe ich geschaut, ja. Ab Varo 3 habe ich geguckt. Ich glaube, Varo 2, das war ja der große Skandal, wo zwei gewonnen haben. Ich glaube, das war Rotpilz und Stegi oder so, die nur einmal gekämpft haben oder so ein Quatsch. Und Varo 3 war dann Veni und Basti. Veni, von dem habe ich auch lang nichts mehr gehört. Naja, viele aus der Minecraft-Szene mal. Ja. Dings, wie heißt der? Krancrafter ist mittlerweile Koch geworden. Das ist auch so krass. Ja. Wo ist das Ding denn? Ah, hier. Hier, kannst du dir anhören. Das ist der Bildschirm, den alle sehen, oder? Nee, das ist der, den alle sehen. Das aber jetzt gerade sieht sehen, keiner irgendwas, aber okay. Wenn ich auf die Szene gehe. Ja, warte, kann ich ja dann hier. Ja, also kurze einminütige Unterhaltung, während die Abstimmung noch läuft. Ey, Leute, ja. Ihr könnt mich zu so vielen Leuten fragen nach meiner Meinung, aber ich kenne die alle nicht. Ich kann euch nur sagen, wer coolen Content macht in meinen Augen. Und ja, so ein Taddle zum Beispiel. Taddle wirkt auch wie ein cooler Typ, aber ich kenne ihn halt nicht. Was soll ich dazu sagen? Ich werde mich jetzt davor hüten, einer von diesen ganzen Meinungs-YouTubern zu werden und die ganze Zeit zu sagen, boah, hier, der, keine Ahnung, hat den Skandal gehabt, ist richtig kacke, der ist richtig krass oder so. Varo 4 haben sie gewonnen. Perfekt. Ja, aber keine Ahnung. Ich kann euch sagen, wen ich vom Content her feiere, aber ich kenne alle Leute nicht so. Wenn mich irgendeiner von denen kennenlernen wollen würde, würde ich nicht nein sagen. Bist du deppert? Ja. Das schirmt ja richtig ab. Ja, die schirmen gut ab. Deswegen hatte ich am Anfang auch erst Probleme, als ich damit mal aufgenommen habe. Bist du bereit? Ja. Achso, hört ihr das jetzt? Nee, ihr hört's gar nicht, warte. Siehst, wie schnell ich renne, wenn ich vor deinem Haus lauer. Du verbreitest nur Hass, Liebe hast du nie gekonnt. Bin beste Freunde mit First Front. Yo, Elias, danke für den Spot auf dem Diss-Track. Diesen Dead Justice fand ich schon immer wack. Hältst dich für cool, wie du Hass verbreitest. Denkst du, man merkt nicht, dass du an Wutanfällen leidest. Wie du daher stolzierst, den Dicken markierst und am Ende im Harry Potter Quiz dann doch noch verlierst. Machst auf intellektuell, doch der Schein trügt. Hast wohl mit Bowlingkugel Kopfbälle geübt. Mit deinen Wings. Haben wir ein Harry Potter Quiz jemals gemacht? Du hast es im Chat mitgemacht. Wo du dann zwei, drei Sachen falsch hattest. Weißt ja, du nicht mehr? Ja, wow. Wie viele hattest du falsch davon? Viele. Aber die Lines sind nicht von mir, ne? Aber ja, die sind auch, weiß, werden noch nicht im District drin sein. Ich frage mich nur, warum sagen alle, oder warum ist das so ein Ding, dass ich bei einem Harry Potter Quiz verloren habe? Wir haben ja nie so ein krasses Harry Potter Quiz gemacht. Das war meine Propaganda vielleicht. Ja. Auf Movie Talk war's das, Elias und Mimet, wir sind der Cinecast. Dieses Rap-Battle verlierst du ganz fett. Von mir war's das, Justice is dead. Jetzt ist durch, hier kommt das nichts mehr. Ja, also das war jetzt kurz für alle, die nicht Bescheid wissen. Ich muss einen Diss-Track machen. Und das war jetzt so einer von euch, der hier einen Fan-Diss-Track gemacht hat. Also, nicht meiner. Ich sag mal so, vom Objektiv her abgemischt und so, habe ich nichts zu sagen. Ich werde jetzt aber inhaltlich nicht so darauf eingehen, weil sonst würde ich ja was vorwegnehmen. Stimmt, das stimmt. Also, Feature Dave Filonis Kopfbälle. Stimmt, das muss man eigentlich echt auch mal reinnehmen. Würdet ihr ein 2 gegen 2 gegen die von Popcorn auf boxen? Nee. Ich sag, der eine, der dann im Äquivalent so aussieht wie ich, dann müsste ich ja gegen den kämpfen, der würde mich packen. Der ist doppelt so breit wie ich. Liegst mit 62-63% vorne. Ey, ich habe das nie so geschrieben in den Chat, wenn ich im Chat war, weil ich mit sowas nicht so gern flexe, aber ich habe ja hier noch nie eine Abstimmung verloren. Das stimmt. Das hast du nicht. Das ist schon ein Flex, ja. Es ist schon ein Flex. Naja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das jetzt. Vor allem, weißt du, was das Beste daran ist? Was? Ich stimme immer gegen meine Videos und schreibe immer in den Chat hinein, reagiere vorher noch auf was anderes. Weil ich weiß, du vergisst es, nachdem du mein Video geschaut hast oder bist danach so kaputt, dass du das nicht mehr schaffst. Und dann reagierst du doch auf mein Video. Okay, gehen wir rein, oder? Würde ich sagen. Wir gehen rein, weil ich muss vorher vielleicht noch so ein bisschen erklären. Das Video, das ihr jetzt sehen werdet, ist das Video, an dem Marvin und ich seit, wie lange jetzt? 3 Monate, glaube ich, sind es jetzt schon. Wir arbeiten seit 3 Monaten daran, locker. Ja, 3 Monate. Und es fehlen
nur noch beim zweiten Teil fehlen nur noch ein paar Feinheiten. Da fehlen noch ein paar Clips, die eingefügt werden müssen. Da fehlen noch ein paar Clips, die ich erst noch einsprechen muss, so 4-5 Sätze. Aber es sind eben noch zu viele von diesen Kleinigkeiten, dass ich den zweiten Teil jetzt noch nicht zeigen möchte. Den ersten Teil kann ich aber zeigen, weil da fehlen eigentlich nur die Untertitel und mir fallen jetzt gerade 2 oder 3 Stellen ein, wo ich noch einen Satz einsprechen muss. Aber das kann ich ja jetzt sagen. Vor allem, warte mal, wie machen wir das eigentlich? Wir können es ja genauso wie eben machen. Dann, ey, Movie Amps hat gerade geschrieben. Schaut ihr den Stream, oder? Das könnte sein. Ich weiß es nicht. Ah nein, leider nicht. Leider nicht. Leider nicht. War was anderes. Ach so, wahrscheinlich an das Gleiche. Ja, der hat mir auch gerade geschrieben. Ja. Wahrscheinlich war es das Gleiche. Wahrscheinlich. Okay, also kurze Erklärung. Warte mal. Ja, ich warte. Du machst dir wieder Screen Share. Genau. Oder wie mache ich das jetzt hier? Immer eingeschaltetes Display und Sperrbildschirm? Gute Frage. Energie sparen, irgendwas? Ich habe das so lange nicht mehr eingestellt. Display. Wir brauchen schlaue Android-Nutzer. Wie macht man das, dass sein Dings nicht ausgeht? Sein Handy nicht ausgeht, wenn man es nicht drauf tippt. Da muss doch irgendwo so eine dämliche Sekundenanzeige sein. Ja. Nur ich finde die nicht. Bei Energiesparen oder sowas ist es normalerweise, glaube ich. Energie, irgendwas. Ja. Stimmt, ja, kurz zum Vorhinein schon mal, kurze Erklärung, was wir jetzt machen. Wir schauen uns das der Justice-Video an. Und wir haben ein kleines Preview jetzt, haben die erste Stunde als Preview. Sollten jetzt auch eigentlich von der Zeit her sieht es perfekt gerade aus. Ungefähr zur Halbzeit sollte das Essen da sein. Also eigentlich starten wir jetzt zum perfekten Zeitpunkt rein. Ja, genau. Wir werden gleich sehen, worum es geht. Das ist jetzt der Plan. Wir schauen natürlich trotzdem auf Chat. Schreibt doch gerne Sachen rein, die nicht was mit dem Thema zu tun haben. Wir pausieren. Ich finde es nicht, das ist richtig kacke gerade. Ich habe gerade geschaut, hier, vielleicht da. Warte, das kann man doch googeln. Ja, google das mal. Das nervt mich jetzt richtig. Vor allem, es sind ja schon mal 2 Aufnahmen abgekackt, weil bei mir einfach der Energiesparmodus angegangen ist. Ja? Ja. Das ist gerade wieder Prime-Unterhaltung. aber Neandertaler. Stimmt, du bist technisch jetzt genauso kacke wie ich. Anzeige oder Display? Ja. Eins von beiden. Display gibt's. Dann Ruhezustand oder Display-Timeout? Eins von beiden. Gibt's das? Nö. Okay. Ja, das ist scheiße. Hier steht, man soll danach suchen. Oder gibt es statt Display, gibt es da Anzeige irgendwo? Warte mal. Warum sagt der Justice immer ist? Ja, wirklich, wirklich. Aber warum jetzt auch ein Sprachfehler? Habe ich einen Sprachfehler oder was? Er sagt wirklich immer ist gestanden und sowas. Deaktivieren. Finde ich nicht. Warte, ich habe noch einen Artikel. Display automatisch ausschalten. Gibt es das bei Display? Display. Immer eingeschaltetes Display und Sperrbildschirm. Ist es das? Ja, vielleicht das. Gehen wir da drauf. Kann man da irgendwas? Immer mach mal an. Hier, da. Ah, perfekt. Bildschirm automatisch sperren. Ich mache einfach mal auf 10 Minuten. Hättet ihr Interesse an einem Stargate Rewatch? Boah, nee, Stargate habe ich nie geschaut. Habe ich nie so wirklich aktiv gesehen. Triologie. Ja, okay, gut. Das ist auch ein leichter Sprachfehler. Ist es immer noch derselbe Link? Müsste, ja. Ist immer noch derselbe. Na gut. Dann bekommt ihr jetzt gleich eine Premiere, ne? Muss man die mal hervorheben. Wie viele Zuschauer haben wir? Gute Frage. Warte. Gerade sind es 81. 81. Okay. Also ihr seid jetzt die ersten 80 Leute, die dieses The Justice Video schauen.
Vor allem, ich kann jetzt live kritisiert werden. Ja, das stimmt. Hast du hier eine Steckdose, wo ich hier. Warte, dann hole ich noch ganz kurz ein Ladekabel und ja. Steck mal mein Handy an, weil das kriegst gerade über 10% rum. Mach das. Mach mal so einen Rentnerfilter auf der Justice Man, jetzt nicht die Technik machen. Da hat das also wie noch. Was habt ihr für ein Schild? Was haben wir für ein Schild? Ach so, das, genau. Ich glaube bei Minute 10 irgendwas im Video. Okay, da nutzen wir das dann. Martin, da hast du gesagt, oder? Ja, genau, kannst du. Der Justice sehe ich heute zum ersten Mal live in Persona. Ich kannte ihn nur mit seinem Comic-Avatar. Ja, kannten wir alle. Ist heute. Vor allem Premiere. Mein Comic-Avatar, der stimmt, das Video ist immer noch nicht online. Es wird ein Origin-Video kommen. Das hast du aber gesagt, dass du das schneidest. Stimmt, das habe echt ich gesagt. Mhm. Ja, warte ich die ganze Zeit. Stimmt, das habe echt ich gesagt. Ja. Okay, mein Fehler. Kommt bald aber. Ich schneide das Flaggenquiz, aber ohne Witz, ich habe das unterschätzt, wie viel Schnittaufwand das ist. Vor allem, wenn man da was Gutes draus schneidet. Vor allem, wenn einer so lange gebraucht hat. Dann ist es halt viel Videomaterial. Das sage ich mal nicht. Gut. Stimmt, da haben wir auch noch gesagt, dass wir das heute testen, ob ich da nicht geschummelt habe. Stimmt, ja. Aber gehen wir erstmal hier rein. So. Du hast schon? Everybody recognizes that there are giants whose shoulders they're standing on. Yeah, it's kind of sad that we have to tear it down. Sag, wenn Ton was nicht passt. Nein, passt doch. It's like, really, we built this amazing thing and now we have to tear it down. Wait, what's the joke? What? I don't get it. Nachdem Star Wars The Rise of Skywalker veröffentlicht wurde, war sich die gesamte Fangemeinschaft einig. Kritiker des Sequels wie auch Teile der Disney-Ritter. Etwas läuft schief mit Star Wars. Für viele Fans waren die Sequels eine einzige Katastrophe und haben Star Wars erheblichen Schaden zugefügt. Wer daran schuld ist, ist nicht ganz so klar, aber viele Fans werfen ihren Blick dabei auf J.J. Abrams, der mit seinen Mystery-Boxen und kopierten Stories für große Verärgerung sorgte. Und trotzdem fällt es schwer zu sagen, was wirklich schiefgelaufen ist. Was haben J.J. Abrams und sein Team hier falsch gemacht, damit es zu diesem Punkt kommen konnte? Diese Mystery Box bleibt für viele undurchsichtig und verschlossen. Und deswegen schauen wir heute mal, was ist eigentlich in dieser Mystery Box von J.J. Abrams und Star Wars The Rise of Skywalker. Wie lange ich kein Video mehr Nachdem Star Wars The Rise of Skywalker in die Kinos kam, offenbarten sich viele Dinge rund um die Sequel-Trilogie. Dinge, die ich in vielen Videos schon angesprochen habe. Es gab nie einen Plan für die Trilogie, die Story ist lieblos, Charakterentwicklung ist in der heutigen Zeit von Star Wars ein Fremdwort für die Leute bei Lucasfilm, die Action ist billig und Worldbuilding scheint auf einmal optional geworden zu sein. Und da ließ die Kritik vieler Fans nicht lange auf sich warten. Utter Garbage. Rest in Peace Star Wars. Ein cinematisches Desaster. Katastrophal. Ein Nonsense-Plot, der sich anfühlt, als wäre er von einem 12-Jährigen geschrieben worden. Das ist nicht Star Wars. Bitte hört auf. Die schlimmste Art, ein 42-jähriges Kulturphänomen zu beenden. Der Fall Skywalkers. Spaceballs hatte mehr Respekt für Star Wars. Beleidigend. Unlustig und unnötig. Die größte Beleidigung an Fans. Es ist offiziell. Star Wars ist jetzt Kacke. That's a lot. Während die Disney-Ritter allerdings bei Rian Johnsons Star Wars The Last Jedi noch viele Argumente hatten, warum der Film ein Meisterwerk und Rian ein Genie sein sollte, wurde es um Star Wars The Rise of Skywalker ziemlich still. The Rise of Skywalker hat viele Dinge so offengelegt, dass man sie kaum noch leugnen konnte. Ganz kurz, ich will nicht spoilern. Mhm. Aber wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, hier Disney-Blase, andere Blase. Mhm. Ey, ich bin während des ganzen Videos jetzt wirklich so gespannt, was du dazu sagst. Ne? Weil ich will, wie gesagt, nicht spoilern, aber ey, hau so oft du kannst auf Stopp und sag was dazu. Klar gab es immer noch Disney-Ritter, die das Internet mit ihren Tweets geflutet haben, aber all die Argumente, die man damals noch bei Star Wars The Last Jedi hatte,
zogen nicht mehr. Argumente wie, der Film wäre doch visionär gewesen oder hätte coole Twists gehabt. Ich bin der Spion. Was? Sie? Uns bleibt nicht viel Zeit. Ich wusste es. Nein, wusstest du nicht? Ganz im Gegenteil, es kam sogar zu einem Krieg unter den Disney-Rittern. Die Disney-Ritter begannen sich untereinander fertig zu machen. Sie machten sich gegenseitig und Disney Vorwürfe. Und natürlich war auch der Schrei nach den toxischen Fans nicht weit. Ich liebe den Film und weigere mich, auf den Zug aufzuspringen, den Film zu hassen. Einfach nur, um cool und trendy zu sein. Lost Revenge. Für diese Stimme huste ich. 30 Mal. Ich kann es mir vorstellen, ey. Die ist doch safe anstrengend. Ja, ein bisschen. Mensch, if the critics euch nicht davon abhalten, ein wahres Meisterwerk der Star Wars-Saga zu sehen. The Last Jedi-Sympathisanten versuchen, dieses Ende schlecht zu reden. The Rise of Skywalker krass. Macht alles. Vor allem, wenn du mal zurückgehst, das ist was ich noch einsprechen werde, was hier dann noch steht. Diese Sequel-Trilogie ist die am besten geskriptete, am besten geschriebene, am besten geschauspielerte Trilogie von allen Trilogien. Ey, das ist schon krank, ne? Also vor allem, ich wusste das gar nicht so, dass die dann angefangen haben, von den The Last Jedi-Freunden mit den anderen zu streiten, mit denen, die dann eher die JJ-Filme machen. Alter, du wirst nicht glauben, was gleich noch kommt. Das ist krass. Pass auf. The Critics euch nicht davon abhalten, ein wahres Meisterwerk der Star Wars-Saga zu sehen. The Last Jedi-Sympathisanten versuchen, dieses Ende schlecht zu reden. The Rise of Skywalker macht alles rückgängig, das an The Last Jedi interessant war und zieht sich in sichere, langweilige Nostalgie zurück. Alles nur, um die toxischen, rassistischen, sexistischen Fans glücklich zu machen. Es ist eine der schlimmsten Dinge, die Disney jemals getan hat. Du hast mir Schokolade gekauft, Hadina. Зіла сама шоколадку? А я що робить? А що, мені її дивіться, як вона їде шоколад? Я теж, може, хочу шоколад. Ich verstehe bis heute diesen Sexismus-Dings nicht, ne? Immer Rassismus, Sexismus. Das ist das Einzige, was du gegen die Fans vorbringen kannst. Ja, es sind wirklich die toxischen Fans, die The Last Jedi kritisiert haben, die hier das Problem sind. Und um das zu beweisen, stellten die Disney-Ritter schöne Collagen von Tweets zusammen, die angeblich von Anhängern der Fandom Menace, Revenge of the Critics oder ähnlichen Fangruppen stammen sollten. Dich J.J. Abrams! Dich Disney! Euch alle! Ich möchte heulen, aber ich kann nicht, weil ich bei der Arbeit bin. Alles, was ich sagen kann, ist dich J.J. Abrams. J.J. Abrams, was zum F*** ist falsch mit dir? Euch. Disney, Disney Plus, J.J. Abrams, Lucasfilm, euch. Dich, J.J. Abrams. Hey, J.J. Abrams. Dich, bring Ben Solo zurück. Mit freundlichen Grüßen, Matt. J.J. Abrams, erlaube mir zu fragen, was zum F*** du dachtest, was du da tust. Ich verarbeite immer noch meine Wut. Dich, J.J. Abrams, dafür, dass du Ben Solo für den Schockfaktor getötet hast und ihm sein Recht, glücklich zu sein, genommen hast. Dich, J.J. Abrams. Ganz kurz, welcher Sequel-Kritiker und Anhänger der Fandom Menace oder Revenge of the Critics würde so in Trauer um Ben Solo sein und ihn als Profilbild nehmen, um dann J.J. Abrams zu schreiben, dass er sich f***en soll? Liebe Disney-Ritter, es tut mir leid, dass ich euch das so sagen muss, aber das sind eure eigenen Leute! Everyone, stop firing! Cease fire! Der klingt doch gut. Der kommt stark. Hauptsache wieder den toxischen Kritikern die Schuld an all dem Hass im Internet geben. Anhänger der Fandom Menace oder Revenge of the Critics oder auch Fanwars, hey, das ist ja meine eigene Community, kritisieren die Filme mit objektiven Argumenten. Das hier sind die Disney-Ritter, die sich nach Star Wars The Rise of Skywalker in zwei Lager gespalten haben. Die einen, die sich als Gruppe zumindest noch eine halbe Gehirnzelle teilen und somit in der Lage sind, auf den Trichter zu kommen, dass Episode 9 eine Frechheit war und einen Film beleidigt hat, den sie eigentlich gern hatten. Und die Gruppe der ultimativen Disney-Ritter, die jeden Müll feiern. Erstere Gruppe ist dann auch die Gruppe, die J.J. Abrams so lieb geschrieben hat, dass er sich f***en soll. Mit freundlichen Grüßen von Matt. Das sind nicht die, die ihr als toxische Fans bezeichnet. Das kommt aus eurer eigenen Bubble. Maybe the problem is with you. Und mit dem Begriff toxische Fans würde ich mich sehr stark zurückhalten, wenn aus meiner eigenen Bubble solche Tweets kommen. J.J. Abrams, ich werde dich genauso, wie du es mit Ben Solo getan hast. Ich werde J.J. Abrams mit meinen eigenen Händen. Ich bin was bereit, sind das aber für Leute, ne? Also, JJ, ich meine, bei aller Liebe, also, man kann ja Star Wars lieben und alles, aber hä?
Wie kann man denn so aggressiv sein, dass man da schreibt, dass man ihnen... Der beste Kommentar kommt noch. Also lass noch zwei Kommentare weiterlaufen, dann kommt einer, wo ich wirklich... Also, wo ich unter meinen Sessel Raketen gepackt habe und in die Luft geflogen bin und danach zum Drachenkrieger erklärt wurde. J. Abrams, ich werde dich finden und... Ich kann nicht glauben, dass ich mein Leben für The Force Awakens und The Last Jedi aufs Spiel gesetzt habe, nur damit J.J. Abrams zurückkommt und mir das antut. Du hast was aufs Spiel gesetzt? Hä? Ich will J.J. Abrams... Hä? Den check ich nicht. Wie sie hat ihr Leben aufs Spiel gesetzt? Ich versteh's auch nicht! Ich versteh's nicht! Disney-Ritter! Abrams Kopf auf einem Tablett. Es ist offiziell. Ich werde J.J. Abrams... Ich habe The Rise of Skywalker endlich gesehen und werde J.J. Abrams eigenhändig... Ich werde J.J. Abrams... J.J. Abrams. Wie oft ich den Clip schon Ich muss hatte. Echt gar nichts mehr zu den Disney-Rittern sagen. Die haben sich 4 Jahre vorher begonnen zu zerstören, noch bevor ich angefangen habe, Videos zu machen. Well, that was another easy adventure for Spider-Man. So viel zum Thema, die Kritiker der Sequels wären alle nur toxische Fans. Die Geister, die ich rief, ich werde sie nicht mehr los. Ich würde empfehlen, Twitter zu löschen, aber das muss jeder selbst wissen. Ein Tweet eines Disney-Ritters erregte jedoch größere Aufmerksamkeit. Ein Tweet, der einige YouTuber und Kritiker der Sequels dazu bewegte, sich noch mehr mit Star Wars The Rise of Skywalker auseinanderzusetzen. Ich fordere jeden heraus, die Doku des Skywalker Legacy zu schauen. Die Doku wäre so gut, dass es unmöglich wäre, weiterhin weil... gegen The Rise of Skywalker zu sein, sobald man sie gesehen habe. Weil auf Deutsch gemein, niederträchtig und abscheulich. Ich glaube nicht, dass die breite Masse der Kritiker der Sequels jemals weil gegenüber irgendeinem dieser Filme gewesen ist. Aber die Disney-Ritter haben schon oft bewiesen, dass sie jeden weil und... Drogo, einfach Respekt für den hohen Einsatz. toxisch nennen, der es nur wagt, diese Filme zu kritisieren. Aber ich dachte mir, ich nehme diese Challenge einfach mal an. Ich gehe die Making-of-Doku des Skywalker Legacy und die Auftritte der Leute hinter den Filmen durch. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? I could spell trouble. Es war ein lange Challenge accepted. Und weil die Disney-Ritter es nicht selbst hinbekommen, mehrfach, teilweise in Zeitlupe. Oh Gott. Ja? Spaßig. Warum kommen seit 2 Monaten keine Videos mehr? Deshalb. Werden die toxischen Fans jetzt einmal objektiv an die Sache rangehen und schauen, wer Star Wars The Rise of Skywalker wirklich zerstört hat. Um das alles über die volle Distanz durchstehen zu können, brauchen wir ein bisschen Hilfe, damit uns nicht die Energie ausgeht. Holy ist ein deutscher Hersteller von Energy Drinks, Hydration Drinks und seit neuestem auch Eistees, der inzwischen über 400.000 Kunden weltweit hat. Alle Produkte von Holy sind ohne Zusatzstoffe und vor allem ohne Zucker. Kein Chemiezeug, keine Geschmacksverstärker, gar nichts. Ich habe bisher nie Energy Drinks getrunken, genau aus diesem Grund, aber holy moly poly, Holy ist richtig nice. Jeden Drink könnt ihr ganz einfach im Holy Shaker machen. Pulver rein, 500 Milliliter Wasser, ihr könnt das Ganze auch auf 700 strecken, so mache ich es zumindest, und dann einfach schütteln und euren Energy Drinks mit frischem und fruchtigem Geschmack genießen. Falls ihr weniger Koffein haben möchtet, könnt ihr euch einen Eistee auf echter Teebasis gönnen. Oder falls ihr sagt, ihr wollt einfach nur Wasser mit Geschmack, dann gönnt ihr euch einfach einen Hydration Drink. Holy gibt es wirklich in allen möglichen Geschmacksrichtungen und es kommen ständig neue dazu. Für Neukunden empfehle ich das Starterpaket mit dem Holy Shaker, in dem ihr euch durch einen großen Teil des Sortiments probieren könnt. Das um 20 Euro reduzierte Starter-Set Deluxe bekommt ihr für einen Preis von 49,99 Euro. Das sind schätzungsweise 1,05 Euro pro Drink und damit um ein Drittel billiger als Energy Drinks aus der Dose. Und über den ersten Link in der Beschreibung bekommt ihr sogar noch einen Rabatt von 5 Euro auf eure erste Bestellung. Und auf der Website seid ihr immer up to date, welche neuen Sorten immer wieder veröffentlicht werden. Das muss ich, da muss Elias eigentlich dabei sein bei diesem Clip. Also, sorry, da muss ich kurz zurückspulen. Oha, geiles Schild. Ja, ey. Also. Link, also der Justice Link, über den ihr das dann bestellen könnt, kommt, sobald das Video draußen ist. Ich versuche das Video
Also es hängt aktuell an Marvin, weil Marvin hat die letzten Schnitte, die er noch machen muss. Und entweder mit ganz viel Glück morgen sogar, aber nur wenn YouTube das nicht wieder sperrt. Und sonst Sonntag, Montag, keine Ahnung. Aber bei mir stapeln sich aktuell wieder die Skripte, also ich muss wieder Videos rausbringen. Weil sonst habe ich irgendwann 12 Videos. Danke. Sonst habe ich irgendwann 12 Videos und keinen einzigen Upload, weil YouTube das dauernd wieder sperrt. Das wird interessant zu essen. Ja, das wird lustig. Okay. Ich habe hier auch Dings bereit. Ja, warte. Wasser steht auch irgendwie bereit. Sag, wenn ich dir einschränken will. Ja, wenn du mich löschen musst, dann sage ich. Ja. Ey, ich musste das jetzt aber pausieren, weil den habe ich nur für dich eingebaut, den Clip. Okay, jetzt bin ich gespannt. Schätzungsweise, ja, 1,05 € pro Drink und damit um ein Drittel billiger als Energy Drinks aus der Dose. Und über den ersten Link in der Beschreibung bekommt ihr sogar noch einen Rabatt von 5 € auf eure erste Bestellung. Und auf der Website seid ihr immer up to date, welche neuen Sorten immer wieder veröffentlicht werden. Stark. Es gibt dabei nur ein Problem. Grüße gehen raus an Holy, aber was fällt euch ein? Was fällt euch eigentlich ein? Ich sage euch, dass ich Zitrusfrüchte am liebsten mag. So eine Scheiße. Ich muss mein Messer holen. Der ist ja einfach so. Ey, bitte. Zeig in die Kamera, wie du diese Pizza gerade gegessen hast. Das ist respektlos. Nur weil er zu unfähig dazu ist. Wie abartig der Justice Pizza ist, hey, Trogoy. Also. Mann, die ist im Ganzen gekommen, was soll ich machen? Ey, wie kann man auch Pizza im Ganzen liefern, ne? Guck mal, jetzt stehe ich hier mit so einem Messer und schneide Pizza. Ja, selbst schuld. Könnt ihr bitte mehr ins Mikro essen? Ich brauche den ASMR-Content. Nee. Ausnahmsweise nicht. Ich habe schon zu oft ins Mikro gegessen. That Justice Statement zum White Mode. Alle Clips, die im White Mode sind, sind von Marvin. Da kann ich nichts machen. Vor allem, was ist denn da alles drauf noch? Weiß ich nicht. Du hast die ausgesucht. Ich hab die ausgesucht, ja. Aber ich glaube, ich gehe mal in die Küche und schneide die auch. Ja, kann ich machen. Weil ja. Nicht, dass das alles... Ja, bitte sag mir lieber zu. Mach zu. Okay. Falls du Messer... Ja, leg drauf. Perfekt. So. Ihr merkt, wie 100% professionell wir hier heute sind. Aber was soll man machen? Wir waren hier kurz vorm Verhungern. Welche Pizzeria schneidet die Pizza nicht? Ey, eigentlich, jetzt bekommt ihr ein bisschen faktastisch mit. In Italien ist es üblich, dass man Pizza nicht schneidet. Also eigentlich ist es sogar richtig, Pizza nicht zu schneiden. So. Ja. Kurze Chat-Unterhaltung, ich bin gleich wieder Gut, jetzt haben wir es. Hihi.
Ey, vor allem, ich glaube, das Stück hier ist verloren. Ja, ich glaube auch, ne? Also, du bist bereit? Mhm. Und dann release dir erst, nachdem ich mein Probierpaket bekommen habe, den Holy Hydration Drink Lemon und den Holy Iced Tea Lemon Honey mit Schwarztee. Wie könnt ihr mir sowas antun und mich nur mit Raspberry Raptor, Citrus Cobra, Strawberry Shark, Lion's Lemonade, Cactus Camel, Pomegranate Piranha und Gorilla's Grape zurücklassen? Das geht doch nicht! Das geht doch nicht! Gönnt euch jetzt Holy über den ersten Link in der Videobeschreibung, damit ihr hier gut durchs Video kommt. Wir fangen mit dem leichtesten Zeug an und arbeiten. Also, Holy hat mit uns beiden ja schon so eine Partnerschaft. Mhm. Ich muss sagen, ich habe wirklich nie Energy Drinks getrunken, einfach weil da so viel Zeugs drin war. Aber ohne Scheiß, dieses Holy-Paket kommt an und ich glaube, das Paket war... Also jeden Tag mindestens eine Packung. Ist es bei dir entweder leer mittlerweile? Eistee, Hydration Drink oder Energy Drink. Ist es bei dir leer mittlerweile schon? Bei mir ist es leer. Ich habe sogar schon mal ein Paket habe ich für Marvin noch bestellt. Mhm. Und der hat mittlerweile das Lemon-Ding. Mhm. Okay. Wir halten uns immer weiter durch das Chaos von Star Wars The Rise of Skywalker. Was Positives. Bevor wir so richtig in die Doku eintauchen, schauen wir uns noch mal ganz kurz ein paar mehr oder... Ganz kurz, wie lange glaubst du, dauert dieser Part? 5, 10 Minuten, sowas in dem Dreh. Sally! Oder, dass wir wirklich einen Einblick darin bekommen, wie die Szenen mit Prinzessin Leia gemacht wurden. Instead of trying to integrate Carrie into a scene, we actually had Carrie and then we just built the entire scene around her. This is the first scene that we're doing with Leia, and of course, we don't have the most important person with us. I would say we should have a moment of silence, but that's the last thing that Carrie would stand for. So instead, I would say let's have every moment be one of celebration for a woman we love, a character we love and admire. Thanks a lot. Thank you. Der Disney-Ritter-Tweet von vorhin spricht noch davon, dass man aufhören müsse, The Rise of Skywalker zu haten, weil die Leute rund um diesen Film sich doch so viel Mühe gegeben hätten. Ja, weil die Mitarbeiter an anderen schlechten Filmen sich keine Mühe gegeben haben, oder was? Hä? Nur weil du dir mit einem Film Mühe gegeben hast, ist das noch kein Freifahrtsschein, dass dich keiner mehr kritisieren darf und keine Entschuldigung dafür, dass der Film kacke ist. Vor allem nicht, wenn er so kacke ist. Raius, kauf dir Holy. It is what it is. It is what it is. Und das Making-of zu Star Wars The Rise of Skywalker tut nicht wirklich viel, um das zu verbessern. Ganz im Gegenteil, es macht die ganze Sache nur noch schlimmer. Die gesamte Doku fühlt sich wie ein Pat on the Back für das Visual Effects Team an. Krass, wir haben dieses Ding gebaut und dieses Ding in den Hintergrund gelegt. Den Part kenne ich sogar mit dem Stuhl da und dem ganzen Set. Gratulation, ihr habt euren Job gemacht und euer Job ist cool. Watch this. This is gonna trip you out, I'm telling you. Ah, das waren Pferde da runter. Echt? Das waren echte Pferde, ja. Boom! It's like almost like as soon as the explosion happens. So wurde BB-8 gemacht. Man hat den so gezogen mit einem Greenscreen-Typen und den dann rauseditiert. Geschoben meistens. Geschoben, krass. Oh ja, kam nicht die Treppe hoch. Ah, krank. This is gonna trip you out, I'm telling you. Und falls euch die Szenen von den Visual Effects Teams nach 2 Stunden immer noch nicht genug waren, habe ich noch eine Dreiviertelstunde extra davon. Featurettes. Insgesamt nochmal eine Dreiviertelstunde. Who doesn't love Speeder Chase? It is part of the Star Wars movies. Und falls euch das dann immer noch nicht genug war, habe ich nochmal eine halbe Stunde Dokumaterial für euch. Die Digital Exclusives. Ich muss verrückt sein. Das finde ich so krass. Eine 3-Stunden-Doku.
Und 90% ist, wie sie sich feiern für Spezialeffekte. Ich kann's mir. Oh, das ist ja häufig bei so Dokus so. Und vor allem nicht mal nur für ihre eigenen Spezialeffekte. Die Hälfte von dem, was sie einblenden, sind George Lucas Clips. Ach so, so dieses, wir haben schon damals revolutionär was gemacht und jetzt. Ich kann's mir vorstellen. Ja. Aber das ist häufig bei so Dokus so, aber wenn es da so krass war. Das war richtig krass. Insgesamt eine 3,5-stündige Anleitung, wie man durch die Vernichtung von Millionen Dollar iCandy erstellen kann. Mama, guck mal, ich mach meinen Job! Und das nicht einmal gut, wie wir später noch sehen werden. That is one big pile of shit. Womit die Doku noch auffällt, ist billiger Nostalgiebait. Es werden einfach billige Retrofilter auf Ray und Co. gelegt und mit dem Making-of von George Lucas' Finale der Originaltrilogie verglichen. Mama, guck mal, ich habe die Arbeit von jemand anderem geklaut und meine damit verglichen. Mama, guck mal! Die Doku macht aber vor allem eins. Sie macht die gesamte Trilogie noch schlimmer. Vorsicht! Sie erleben nun eine echte Katastrophensendung. Immer noch The Last Jedi Hate, Mann. Ich hab gedacht, nach 10 Minuten. Die Doku versucht verständlicherweise alles in ein so positives Licht wie möglich zu stellen und erwähnt jedes noch so kleine Detail positiv. Was wird allerdings nicht positiv erwähnt? Richtig, Star Wars The Last Jedi. Sie sind degradiert. Was? Wenn jemand. Die haben Sticker von allen Sequel Star Wars Filmen auf den Kameras gehabt. Mhm. Von Episode 7 und 9. Aber nicht von The Last Jedi. Nicht von The Last Jedi. The Last Jedi mal erwähnt, dann ziemlich negativ. The theme of redemption is important, not just in Star Wars, but in life. I mean, no one's perfect. Jedis make mistakes. Grüße an Rian Johnson. Dein Luke war ein Fehler. I just have one goal, which is to make the most powerful Star Wars movie I possibly can. That one didn't age quite so well. Mark Hamill hat Rian Johnson schon öfter eine schallende Ohrfeige verpasst. Jetzt macht aber das gesamte Team von Star Wars The Force Awakens mit. Wenn einmal über Rian Johnsons Star Wars The Last Jedi und seine Entscheidungen im Film gesprochen wird, dann nicht gerade mit großer Begeisterung. Natürlich sagen sie nicht, dass Rian die Trilogie zerstört hat, aber seine Entscheidungen werden auch nie als tolle Neuerungen dargestellt. It was probably nice for Mark to be more like the Luke of old and even in the scene to feel really comforted that like Luke Skywalker is here. Stattdessen werden sie als krass, herausfordernd bezeichnet, was so ziemlich das heftigste ist, was du. Aber jetzt überleg dir mal, was wär die Alternative gewesen? JJ hätte hingehen müssen und hätte seinen eigenen Plan aus Episode 7 verwerfen müssen und hätte mit Rian Johnsons Linie gehen müssen. Ja. Ich glaube, dann hätte es weniger Drama gegeben. Ich glaube auch. Und ich dachte, dann wäre auch ein besserer Film bei rausgekommen. Also, keine Ahnung. Viel schlechter als The Rise of Skywalker, finde ich zumindest, geht ja gar nicht. Aber das in so einer offiziellen Disney-Produktion so rauszuhauen, ist schon hart. Vor allem, es wird noch besser, pass auf, über etwas sagen kannst. Ohne ein negatives Wort zu verwenden. It's a righteous challenge, you know. I think for the last movie, there is such expectation and such investment in these characters. I don't really know how to describe it, but I feel more the expectation of what people want for the last chapter. Wenn du sagen möchtest, dass du irgendetwas absolut kacke fandest, dich aber nicht negativ über diese Sache äußern darfst, dann nennst du diese Sache in Hollywood herausfordernd. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie auch so Flosseln verzichten würden, wir Jungs sind Profis genug. Und das, obwohl sich Rian Johnson so sehr auf den Film gefreut hat. Oh my God, I love Star Wars, sagte er und wurde wenige Wochen später komplett hops genommen. Rose, letzte Chance. Der General bat mich, die Daten alter Zerstörer auszuwerten, damit wir sie stoppen können, falls ihr sie findet. Die Waffe eines Jedi verdient mehr Respekt. Ich werde diesen Ort nie wieder verlassen, ich tue es euch gleich. Christoph Stachel klingt nach Chaos. Wir kommen gleich noch dazu, aber ja. Ich lag falsch. Jedis make mistakes. Willst du die Wahrheit über deine Eltern wissen? Sie waren niemand. Sie waren dreckige Schrotthändler. Verkauften dich um ihren... JJ war Producer bei Episode 8, weil er Episode 7 gemacht hat. Und dadurch Teile von seiner Story in Episode 8 weitergeführt wurden. Du musst nur für einen Namen verantwortlich sein und du bekommst Credits. Das ist nichts, wo du mitarbeiten musst. Deswegen sind diese Abspannungen immer so lang.
Ja. Den Suft zu finanzieren. We always felt that there was a connection between her and something that would help explain some of these things. Der arme Alter, stell dir vor, du freust dich richtig auf die Fortsetzung deines Films und wirst dann von diesem Film weggeflankt. Genial. It is going to be very hard for him to recover from that. He took some bombs in that round. Alter, solche heftigen Fronts verdient eigentlich nur Elias Movie Planet. Man hat selbst die Outfits der Personen, zum Beispiel von Rey aus Episode 8, rückgängig gemacht. Ach, wollte Disney nicht keine neuen Actionfiguren verkaufen? Ja. Woher soll Fortnite jetzt seine neuen Skins bekommen? Ohne Witz, die nächsten drei Kapitel sind, glaube ich, mein Lieblingspart aus dem ganzen Video. Das, okay. das habe ich mit Liebe aufgenommen und mit Liebe recherchiert. The Rise of Skywalker bestätigte nochmal die Vermutungen der Kritiker. Es gab nie einen Plan zu den... Tilly, das ist das Video, das von mir als nächstes kommen sollte, das allerdings noch nicht ganz fertig ist, deswegen schauen wir nur Teil 1. Und das von YouTube mal wieder geblockt wurde wegen Urheberrecht, man kennt's. Aber also ist er noch nicht öffentlich? Nein, es ist noch nicht öffentlich. Ihr bekommt jetzt eine Premiere. Der Titel wird wahrscheinlich irgendwie sowas sein, J.J. Abrams Exposed oder die Personen, die Star Wars zerstört haben oder so. Den Sequels. Mittlerweile sind über 4 Jahre ins Land gezogen, seit Disney sein Finale für die Skywalker-Saga veröffentlicht hat. Disney ist in einem schlechteren Zustand als jemals zuvor und jeder hat eine andere Antwort darauf, wer an dieser Miserie schuld sein soll und wie es dazu gekommen ist. Fakt ist, die Leute, die an den Star Wars Sequels gearbeitet haben, hatten keinen Plan, wie diese Trilogie gemacht werden soll. Und wie planlos diese Leute waren, schauen wir uns jetzt an. Okay, let's go. Egal ob Rays Eltern, Kylo Rens Maske, Snokes Hintergrundgeschichte, Lukes Auftreten in der Trilogie, diverse Charakterentwicklungen, die Existenz ganzer Figuren oder Plotlines, die gesamte Handlung, all diese Dinge haben im Laufe dieser Trilogie mindestens eine komplette storytechnische Drehung um 180 Grad gemacht. You plan things in a certain way and you suddenly find yourself doing something that's 180 degrees different. Und trotzdem will Disney uns erklären, dass doch alles so geplant war. I don't think so. The big shocker in this trailer, the reappearance of Palpatine. Was this sort of in the blueprint from episode 7? This has been in the blueprint for a long time. Yeah. Das war die Präsidentin von Lucasfilm, Kathleen Kennedy, die uns hier gerade erzählen wollte, dass Palpatines Rückkehr. Ich hab gedacht, man hätte das offen kommuniziert. Dass das Erstpulver. Hat man auch. Aber sie hat einfach so jetzt so gesagt. Ja. Das ist so krass. Das Video kommt, wenn es komplett fertig ist und zugelassen wird von YouTube. Ich weiß noch nicht, wann das ist. Ich hoffe, dieses Wochenende noch oder Montag. Ja, es wird noch besser. Das ist noch Fliegenschiss. Der schon sehr lange geplant war. Das ist so eine lächerliche, dumme Scheiß. Ausrede! Das ganze Thema rund um Palpatine schauen wir uns noch genauer an, aber das ist nicht das einzige Mal, dass die Disney-Bubble meinte, dass doch alles ganz sicher so geplant war. Versprochen. I don't think so. Die Star Wars-Sequel-Trilogie! Lange Zeit ist ein relativer Begriff, lang kann auch Wochen sein. Warte ab, was da gleich kommt. Hatte einen Plan oder zumindest einen breiteren Konsens. Jo, perfekt, Digi. Hatte einen Plan oder zumindest einen breiten Konsens? Das ist schon ein Unterschied. Colin Trevorrow wurde wahrscheinlich gefeuert, weil er nicht diesen breiten Konsens mittragen wollte. Weshalb später auch J.J. Abrams zurückgebracht wurde. Bevor The Last Jedi veröffentlicht wurde. Rey Skywalker war anscheinend doch geplant. Und als Beweis wird dann ein Auszug aus einem Interview mit Kathleen Kennedy angegeben. Aber was steht denn da? Zitat Kathleen Kennedy. Colin hatte einen großen Nachteil, weil er nicht Teil der Gespräche rund um The Force Awakens war und diesen Konsens nicht teilte, wo wir mit der Geschichte hin wollten. Ja, klingt nach krasser Planung, wenn der Regisseur deines dritten Films nicht dabei war, wie der erste Film geplant wurde, auf dem er aufbauen sollte. Und das checkt man auch nicht ab, bevor man ihn einstellt, sondern... erst danach. Geile Planung auf jeden Fall. I don't know, man. That kind of sounds like a skill issue. Wie in jedem Prozess haben wir in erster Linie natürlich nur auf die Entwicklung geschaut. Und das, was Colin uns vorgelegt hat,
ging in eine Richtung, bei der viele von uns das Gefühl hatten, dass es nicht das war, wo wir hin wollten. Junge, das Interview, das du angegeben hast, beweist das Gegenteil von dem, was du mir hier erklären willst. Kurze Besprechung. Wenig reagieren. Okay, sind wir ja da. Mussten kurz planen. Wie bescheuert seid ihr eigentlich? Gute Planung, ey, das kannst du deiner Oma erzählen. Daisy Ridley hat zwar auch in einem Interview gesagt, dass sie glaubt, dass es einen Konsens zu der Hauptrichtung des Filmes gab, aber das heißt doch nicht, dass die Skywalker-Geschichte darunter fällt, wie du Interpretationsartist hier in diesem Post schreibst. And his name is John C. Hä? Was war deren Plan? Und trotzdem feiern die Disney-Ritter diesen Post in den Kommentaren. Ich habe das schon seit Jahren im Hauptkanal gesagt und so ziemlich jeder besteht drauf, dass die Sequels gar nicht geplant waren. Diese Einstellung basiert völlig auf herausgepickten Aussagen von Regisseuren und Schauspielern aus Interviews, die aus dem Kontext genommen wurden. Ja, und das hier nicht, oder was? Ich kann Teile aus Interviews von Kathleen Kennedy posten, in denen sie selbst erklärt, dass alles geplant war. Und diese Leute interessiert es einfach nicht. Diese Einstellung basiert völlig auf herausgepickten Aussagen von Regisseuren und Schauspielern aus Interviews, die aus dem Kontext genommen wurden. Es ist einfach nur eine Entschuldigung, um Dinge zu rechtfertigen, die sie nicht mögen. Genauso oft, wie sie die Ausrede des schlechten Writings verwenden. Das ist, was ich schon immer gesagt habe. JJ und Chris Tanrio wurden an Bord geholt, um ihre Version von Episode 9 umzusetzen, bevor The Last Jedi rauskam. Guter Fund. Ja, krass. Krass, was du da gefunden hast. Soll ich euch mal zeigen, was ich gefunden habe? Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. In einem Interview mit Collider sagte J.J. Abrams das hier. But having a plan, you know, I have learned in some cases the hard way, is the most critical thing, because otherwise you don't know what you're setting up. Ja, krass. Klingt auf jeden Fall, als hätten die alles ganz... Weißt du es noch? Ich glaube, 2 Jahre nach The Last Jedi. Nach, okay. 2 Jahre nach The Last Jedi. Aber das Beste an all dem ist, wann habe ich jemals einen Front persönlich gegen die vorgebracht. Ich schneide doch die ganze Zeit nur deren Aussagen in meine Videos. Ja, das stimmt. Ja. Also, so viel zum Thema, ich verbreite Hass und ich zerstöre Disney. Ich schneide das nur aneinander, was die gesagt haben. Also,
genauso geplant gehabt. Guter Fund! This has been in the blueprint for a long time. Yeah. Und nochmal Props für diese Aussage, JJ. Sag bloß, du musst eine Trilogie planen, wenn du mit mehreren Leuten die Filme produzierst. Du bist ja ein echter Durchblicker. Durchblicker machen's einfach. Und falls jetzt irgendwelche Disney-Ritter kommen und sagen, sie hätten doch für alle Sachen, zum Beispiel Palpatine, einen Plan gehabt und JJ bezieht sich hier auf etwas anderes, schaut gerne das Interview in voller Länge. Ihr könnt euch die halbe Stunde eures Lebens aber auch einfach sparen, wenn ihr mir glaubt. Es sind zwischenzeitlich aber noch ganz andere Dinge aufgetaucht. Wenn Disney diese Trilogie doch so krass geplant hätte, wie tauchen dann solche Dinge hier auf? There was toying with like an Obi-Wan connection. There were like different versions and then it came to, oh yeah, Palpatine's granddaddy. And I was like, guter Fund! This has been in the... Daisy Ridley macht mich voll aggressiv irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Also... Pass auf, Alter. Das wird noch richtig schlimm. Du hast heftig Daisy Ridley gefrontet. Ja, das stimmt. Da kommst du nicht mehr raus. Das heißt, ich habe Daisy Ridley gefrontet. Ich habe einfach nur die Disney-Ritter-Aussage jetzt an alles, was ich gefunden habe, drangeschnitten, um zu zeigen, wie dämlich die Disney-Ritter sind. Blueprint for a long time. Yeah. Warte, du willst mir erzählen, dass Palpatine und Rays Verbindung zu ihm gar nicht von Anfang an geplant war und Kathleen Kennedy uns hier angelogen hat? Nein, doch. This has been in the blueprint for a long time. Yeah. Oh nein, das könnte ich mir niemals vorstellen. J.J. Abrams hat sogar zu drehen begonnen, noch bevor er wusste, wie sein Film ausgehen soll. Es war bis kurz vor Ende der Dreharbeiten noch nicht einmal klar. Ganz kurz nur. Also, wenn ihr mal in so eine Drehbuchschule geht, ist eine der ersten Sachen, die ihr lernt, dass man niemals anfangen sollte zu schreiben, wenn man noch kein klares Anfang und Ende hat. Zu drehen, meinst du? Sogar zu schreiben. Das ist, genau, also normalerweise ist der Tipp immer, dass du dir ein klares Anfang und Ende ausdenken sollst und dann schreibst du die Details deiner Geschichte. Und der Typ dreht einfach ich vorher. Ich kenn's so, das ist etwas, was einem Kollegen von mir, der das tatsächlich beruflich machen wollte, jetzt macht er ein bisschen was anderes, aber dem wurde beigebracht, du schreibst Meilensteine auf und die gibst du dann auf so ein Pinboard und dann überlegst du dir, welche willst du auf jeden Fall drin haben, welche könntest du eher rauslassen und dann überlegst du dir zu... was davon steht am Ende, was steht am Anfang und wie schlägst du die Brücken. Da wurde mir aber gesagt, das ist etwas, was man Anfängern beibringt, weil das übersichtlich ist. Okay. Ja, das war, ich kenne es halt auch nur aus so theoretischen Dingen, wie es dann in der Praxis läuft. Warst du damals im Stream dabei, als ich dieses Pinboard gezeigt habe, was ich mal gemacht habe? Ja, glaub schon. Ja, also, aber ich kenne solche Pinboards. So macht man es halt normalerweise, aber... Gut, kann sein, wenn J.J. Abrams ist kein Anfänger. Doch, das war ja das, wo du gesagt hast, das hast du nie veröffentlicht. Genau ja, das. Ja. Kann sein, dass da so jemand wie J.J. das so weit drauf hat, dass er sagt, ich brauche nicht nach den Regeln zu spielen. Mhm. Aber wir sehen, was bei uns kommt. Wer wirklich Rays Eltern sind und es wurde immer noch überlegt. Oh yeah, Palpatine's granddaddy. And I was like, awesome. And then 2 weeks later he was like, oh, we're not sure. So it kept... changing. Ja. Wie kann man so planlos an einen Film herangehen? Kathleen Kennedy gab ebenfalls zu, dass es keinen Plan für die Sequels gab und dass man einfach so drauf losgearbeitet hat, ohne zu wissen, wie die Geschichte enden sollte. Sie sprach davon, dass man sich so ungefähr irgendetwas ausgemalt hatte und ein Gefühl hatte, wo man hin wollte, aber keinen Plan für die Trilogie hatte. Und diesen Ausschnitt aus dem Interview liest euch jetzt einmal ein viel wütenderer Dead Justice von vor einem halben Jahr vor. Denn zu diesem Zeitpunkt saßen wir zusammen und haben uns überlegt, wo die ganze Sache hinführt. Sogar so früh, dass wir es mit Michael Arndt... Das Rian Johnson Video. Ach so, das ist daraus, okay. ...besprochen haben. Wir haben das so ungefähr ausgearbeitet, weil offensichtlich, wenn du weißt, dass du die Geschwindigkeit und die Struktur dieser Trilogie aufbaust, musst du wissen, wo die Saga ungefähr so krass, hingeht, die Frau sagt, ohne dich auf etwas festzulegen, um Raum für kreative Entwicklung zu lassen. Aber wir hatten so ein Gefühl, wo wir hin wollten. Ihr habt 3 Regisseure und kommt nicht auf die Idee, dass ihr euch bei der wichtigsten Trilogie des Jahrzehnts absprechen solltet. Alter. Hat man euch ins Hirn J.J. Abrams sprach die Wahrheit sogar noch klarer aus. In dem Interview mit Collider sagte J.J., dass er nach der Arbeit mit vielen Writern gelernt habe, dass es wichtig sei, einen Plan zu haben. Denn sonst wüsste man einfach nicht, wo die Story hinführt. Sonst treten Probleme... Und du merkst an diesen Aussagen, J.J. Abrams ist kein Writer. Und trotzdem stellt ihn Disney als Writer und Director an. Ja.
Und das ist das, warum ich immer das Kotzen kriege, wenn ich sehe Written and Directed By. Weil dieser Typ hat gerade zugegeben, dass er nicht mal die fundamentalen Basics gewusst hat, als er das Ganze geschrieben hat. Zum Beispiel, du solltest eventuell wissen, wo deine Figur am Ende rauskommt, bevor du drehst. Ne? Also, du könntest ein Meerschweinchen da hinsetzen und das Meerschweinchen hätte denselben Wissensstand von Writing wahrscheinlich gehabt. Ja, also jetzt sehr drastisch ausgedrückt, aber ihr wisst, wie ich es meine. Das ist wirklich krass. Probleme auf. Du kannst Dinge einfach nicht so auf dich zukommen lassen. Manchmal führen sie dazu, dass du Dinge fundamental anders tust, als du vorhergesehen hast. Manchmal funktioniert es viel besser als gedacht, manchmal aber führt es zu einer einzigen Katastrophe, wie JJ sich selbst ein... Und das ist das, was bei Writern immer wieder ist. Es sagen viele Writer, hey, einige meiner besten Ideen sind rein zufällig während des Drehens gekommen oder während ich das geschrieben habe und ich habe es nachträglich geändert. Aber es sagen auch eben viele Writer, ich fange nie im Leben ohne Plan an, weil sonst kann es passieren, dass ich in einer totalen Sackgasse lande. Und das ist genau das, was er hier beschreibt. Und das ist Basiswissen. Das ist etwas, das lernst du, ich will nicht mal sagen im ersten Semester, wenn du Writing lernst, sondern im ersten Monat. Das, wenn du dich dafür interessierst, weißt du es eigentlich auch einfach so, ne? Also ja. Du musst überlegen, die Leute sind halt ausgebildet alle und wissen es nicht. Und Wir sitzen hier und wissen es. Also, hä? Gesteht. Dieser Clip ging damals durch die gesamte Medienlandschaft. Für diese Aussagen im Interview wurde J.J. Abrams auf allen Social-Media-Plattformen kritisiert und die Leute machten sich über ihn lustig. I relate to J.J. Abrams because I too enter the biggest projects of my life with zero plan and only a vague idea that I hope will carry me through. He's getting roasted on Twitter for this and rightly so. This is funny. I wish women directors were given as much chance to fail up or to fuck up as J.J. Abrams does. After completing his sixth feature film, J.J. Abrams realizes, wait, people plan these things out? Und trotzdem... Vor allem, er hat ja nicht nur bei Star Wars geschrieben. Er hat bei Star Trek auch schon geschrieben. Die haben ihn auch schon als Writer angestellt. Ja. Im Kotzen die Disney-Ritter noch immer ihre Kommentare ins Internet. Es ist im Zweifelsfall aber nicht gerade intelligent, weiterhin so einen Bullshit zu behaupten, wenn ich solche Dinge literally mit einer Google-Suche finden kann. But having a plan is the most critical thing. Guter Fund! Das Ding ist, ich glaube schon, dass sie sich am Anfang jedes Films hingesetzt haben und so ungefähr darüber geredet haben, was sie in diesem genauen Film machen wollen. Eine Outline für die gesamte Trilogie hatten sie aber offensichtlich nicht. Und mit Rian Johnsons The Last Jedi haben sie alle Planungen, die sie von vorher aus Episode 7 hatten, verworfen. Mehr als ein Gefühl, wo man ungefähr hin wollte, wie Kathleen Kennedy es hier in diesem Interview beschreibt, hatte man aber anscheinend nicht. Das Traurige ist halt, ich glaube, das ist das, was Kathleen Kennedy und das Management von Lucasfilm unter langfristiger Planung verstehen. Da würde jedem professionellen Writer oder Autoren die Kinnlade runterfallen, wenn sein Praktikant so arbeiten würde. Ich frage mich nur, warum JJ sich dann so ins Kreuzfeuer begibt, wenn es heißt, dass er eigentlich doch einen ungefähren Plan für die Story aller drei Filme hatte. J.J. Abrams hat mit Star Wars The Force Awakens die Startbedingungen für die Trilogie gesetzt. Und das wichtigste Werkzeug dafür war seine bekannte Mystery Box. Oder wie J.J. Abrams sie beschrieb, Infinite Possibility. Die drei wichtigsten Dinge, die in dieser Mystery Box waren die Fragen, erstens, wer sind Rays Eltern? Zweitens, was macht Luke auf dieser Insel? Und drittens, wer ist Snoke? Bei Rays Eltern schien die Sache zum Ende des ersten Films noch nicht klar gewesen zu sein, wie wir vorher schon gesehen haben. Erst hört Rey Obi-Wan Kenobis Stimme in Maz Kanatas Keller, dann ist sie doch wieder niemand, dann ist sie eine Palpatine und ganz am Ende klaut sie sich den Namen Skywalker. Rey Skywalker. Nein, sie ist keine Skywalker! Willst du die Wahrheit über deine Eltern wissen? Sie waren niemand. Sie waren dreckige Schrotthändler. Verkauften dich, um ihren Suff zu finanzieren. Du besitzt nicht einfach nur Macht. Du besitzt seine Macht. Du bist seine Enkeltochter. Wenn man es hintereinander schneidet, ist es noch viel dümmer. Du bist eine Palpatine.
Lange habe ich darauf gewartet. Ich komm damit nicht klar. Ja. Dass mein Enkelkind nach Hause kommt. Hier aufzubauen und Ray Skywalker. This has been in the blueprint for a long time. Yeah. Ja. Ja. Fühlt sich krass an, als wäre dein Plan durchgezogen worden. How do you get better at learning how to tell a story through your improvisation and just how can you help do that? Yeah. Und wir Fans sind nicht die einzigen, die Fragen dazu haben. Disney selbst hat ein Video auf dem Walt Disney Studios YouTube-Kanal hochgeladen, in dem sie humoristisch versuchen aufzuarbeiten, was wir uns alle gefragt haben. I just wanted to come visit you and also ask you a personal question. Who are Rey's parents? Does Rey go to the dark side, yes or no? What's the deal with Emperor Palpatine? Come on, we're in the family. Hey Daisy, does Rey go to the dark side? Come on! Und natürlich geht Disney mit sich selbst sehr soft um, aber selbst dieses Video in Kombination mit dem Film beweisen, was für ein Clusterfuck diese Trilogie ist. I can see you're not gonna make this easy. Okay, I can't believe you're making me do this, but... Is Skywalker singular or plural? You can tell me, I'm very trustworthy. Who is the Skywalker? Hä? Was haben diese Leute mit Disney zu tun? Was hat Anna Kendrick... Ja, okay, also bei manchen verstehe ich die Brücke, aber was macht Anna Kendrick drauf? Aber? Daisy, please tell Josh who Ray's parents are. Stay strong, Daisy. Shame. 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 Alright, Daisy. Who are Ray's parents? John, you know the answer. I do. Okay. Das Video war noch nie gesehen, Get out! Hä? Get out! Zu Luke kann man ehrlicherweise nicht so viel sagen, was JJ genau vorhatte, aber bei Snoke scheint das ein bisschen anders gewesen zu sein. Nein. Der oberste Anführer ist weise. Der oberste Anführer ist tot. Mein Junge. Ich habe Snoke erschaffen. This has been in the blueprint for a long time. Yeah. Snoke startete als großer, mysteriöser Charakter. Die gängigste Theorie der Fans war damals, dass Snoke Darth Plagueis ist. Und es gibt gute Gründe für diese Theorie. Da wäre Snokes Ring, der Gravierungen in sich trägt, die auch auf den Sith-Statuen aus Palpatines Büro zu finden sind. Und wer hat Palpatine diese Statuen geschenkt? Sein Meister, Darth Plagueis. Wirklichkeit und Fantasie liegen oft sehr nah beieinander. Die Grenze zwischen Dichtung und Wahrheit ist für uns oft unsichtbar. Ich glaube ehrlicherweise aber, dass JJ und sein Team rund um die Sequels die Fans verarscht haben und dachten, es wäre lustig oder cool, diese Gerüchte weiterhin zu befeuern. So hat JJ Abrams auch noch in einem anderen Fall, in dem ein Fan JJ Abrams nach Darth Plagueis fragte, nicht dazu beigetragen, die Diskussion zu beruhigen, und speziell Lawrence Kasdan hielt es für eine gute Idee, den Fan zu verarschen. Hi, my name is Jonathan. And what is your question, Jonathan? Is there going to be any mention of Darth Plagueis in Episode 7? Maybe surrounding a certain staff that someone finds? Oh, is that... Larry? You want to answer that? I don't think I heard correctly. Is it Darth Vegas? Like Las Vegas? Darth Vader? No, Larry's messing with you. Digi, wenn ihr dazu Nein sagen könnt und es ernst... Vor allem, ich find's nicht mal so schlimm, wenn sie selber die Theorien feiern, aber du hast bei sowas einfach die Schnauze zu halten, weil sonst kriegst du irgendwelche problematischen Zeitungsartikel um die Ohren gehauen. Wirklich. Und am Ende hält dir das jeder vor, wenn's nicht so krass geworden ist, wie du da selbst getan hast auf der Bühne. Meint, dann lass den Scheiß. Oh, no, no, no. No, you cannot joke about that. Yeah, that's not funny. Danach. Ganz kurz noch, falls wir zu leise sind, versuchen so laut wie möglich. Wir waren ein bisschen weit vom Mikrofon weg mittlerweile. Das ist schwer. Ist auch eigentlich kein Mikrofon so für mehrere. Fing natürlich wieder eine große Diskussion an, das Nein wäre nur auf diesen einen Film bezogen gewesen und alles würde später aufgelöst, bla bla bla. Die Geschichte ist vielleicht wahr. Andererseits könnte sie auch Fantasie sein. Was vermuten Sie? Auch, dass J.J. Abrams groß in der Presse herausposaunte, dass die Szene, in der Palpatine Anakin die Tragödie von Darth Plagueis dem Weisen erzählt, seine Lieblingsszene in ganz Star Wars ist, hat nicht gerade dazu beigetragen, die Diskussion zu beruhigen. I think my favorite scene from the prequels is when the Emperor is telling Anakin
the story of Darth Plagueis the Wise. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass J.J. Snoke ursprünglich zu Darth Plagueis machen wollte. Nein. Oder er sich dieses Mal vielleicht sogar tatsächlich etwas Neues ausgedacht hat. So verschieden ist doch Lüge von der Wahrheit. Und dennoch, wie in dieser Skulptur, können sie verbunden sein. Zwei Aspekte einer Sache. Also überlegen Sie gut, bevor Sie entscheiden, ob unsere Geschichten wahr oder frei erfunden sind. Zu Kylo Ren hatte J.J. Abrams auch einen Plan, wie später herauskam, als Adam Driver in einem Interview mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderte. And I had an overall arc that in mind that he wanted to do. Which, you know, then changed, but his idea was that almost the opposite journey of Vader, where Vader starts the most confident, the most, you know, committed to the dark side, and by, you know, the last movie, he's the most vulnerable and weak, and he yes. wanted to start at the opposite, where this character was the most confused and vulnerable, and by the end of the three movies would be most committed to the dark side. So I tried to keep that arc in mind. Regardless if that wound up not being the journey anyway. Ja. Kylo. Also Marvin macht dann noch die Untertitel, bevor das hochgeladen wird, aber der Plan für Kylo Ren laut Adam Driver war am Anfang, dass er der Reverse Vader ist. Am Anfang unsicher und am Ende full on dunkle Seite der Macht. Also das Gegenteil von Vader, der am Anfang full on dunkle Seite der Macht ist und am Ende Luke rettet. Ein Rian Johnson Film später? This was in the blueprint for a long time. Also ich muss sagen, ich finde, aber das habe ich auch schon häufiger gesagt, ich finde, bei Kylo Ren kannst du es mir sogar verkaufen. Also da, deswegen überrascht mich das auch gerade so. Also ich finde, bei Kylo Ren ist es ja doch schon griffig. Aber alleine, dass solche Clips existieren. Ja, nee, warum sagt er das denn? Wann war das denn? War das... Ich frage mich das bei allen. So, ich laufe oder ich google ja nicht im Internet und denke mir, boah, ich will jetzt Clips von denen finden, weil ich die so richtig dumm darstellen möchte. Nein, ich suche im Internet und denke mir, oh nee, bitte nicht. So, eigentlich, ich habe persönlich nichts gegen dich. Warum sagst du denn sowas? So, Das ist echt schlimm. Ren sollte also in die entgegengesetzte Richtung zu Vader laufen und immer tiefer in die dunkle Seite eintauchen, bis er nicht mehr gerettet werden kann. Einige Raylo-Fan-Edits und Twitter-Posts später und die Sache sah in den Filmen auch wieder ganz anders aus. This has been in the blueprint for a long time. Yeah. Yeah. Shame. 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 But I'm coming home to you. Und mit Hux schien J.J. Abrams auch mehr vorgehabt zu haben. Zum Beispiel, dass Hux in Episode 7 wirklich Coruscant zerstört, was Gott sei Dank vom Studio unterbunden wurde. Ja, J.J. Abrams wollte Coruscant zerstören. So oder so kann man aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass J.J. Abrams sehr wohl einen groben Plan für einige Dinge hatte. Speziell für diese großen Dinge aus seiner Mystery Box, selbst wenn sein Plan nicht zu Ende gedacht war. Dann kam allerdings Rian Johnson und warf all diese Dinge über Bord. Luke war auf einmal ein Loser, Rays Eltern waren niemand und Your Snoke Theory sucks, Snoke ist jetzt tot. Rian und JJ konnten sich nicht einmal auf eine einzige Sache einigen. Ich bin Rose. Rose, letzte Chance. Der General bat mich, die Daten alter Zerstörer auszuwerten, damit wir sie stoppen können, falls ihr sie findet. Okay. The idea between these two characters was that on the left you had Kylo Ren, who was the sort of force power. Ganz kurz mal. Ich glaube, es gibt wirklich wenige Orte in der Filmgeschichte, an denen so viele schlechte One-Liner gebracht wurden, wie in dieser Rebellenbasis bei Episode 9. Also alleine somehow Palpatine Return, das da gerade, wenn man dann noch weiter sucht, findet man safe von Rey dieses, wie sie den Sith Wegfinder findet. Weißt du, was du bist? Du bist schwierig. Das finde ich ist immer noch einer der. Stimmt, genau. Das du bist ist ein auch, schwieriger Mann. Das ist auch dabei. Power and of the First Order, and on the right General Hux, this very young general, who clearly is a warmonger and a strategist. I found the character of Hux. I don't know. I immediately found him very funny. And they're sort of at odds because one is more of a spiritual power and one is a more intellectual power. You know, I knew that Kylo was going to be front and center as kind of the heavy in this movie. We didn't need another heavy. By the way, watch Donald Gleason in this moment. Just kills it. I was behind the camera. It's like, holy crap. By the way, Adrian's little reaction here where he doesn't quite buy
Hux's confidence. I love. Aha, alles klar. Mir wäre das an eurer Stelle ehrlich gesagt ein bisschen peinlich. Ryan beweist aber nicht nur bei General Hux, dass sein Empfinden fundamental anders zu dem von 99% der Star Wars Fans ist. Noch peinlicher wird es, wenn wir uns Snoke ansehen. Apparently he had an interview with someone named Soraya Wilson. Soraya says, I asked Ryan Johnson, given that there were no outlines or direction given to him, who he thought Snoke was. I shared with him my hope before The Rise of Skywalker that he would turn out to be Darth Plagueis, especially since some people returning from the dead in Star Wars is a feature, not a bug. He didn't want his answer to come across wrong, but to him, the question of Snoke's identity was fundamentally uninteresting to him. What he was interested in was Kylo. The purpose that Snoke served in the story was entirely in his relationship to Kylo. He said, Snoke wasn't trying... wasn't this fascinating character that we want to explore, and who he is, etc. Ja, Ryan war Snoke komplett egal und er wollte ihn nur so schnell wie möglich umbringen, weil er unsere Expectations subverten wollte und sein Ende haben wollte. Das Ganze war aus einem Interview mit Soraya Wilson. Soraya fragte Ryan, ob man mit ihm irgendwas besprochen hätte bezüglich der Identität von Snoke. Subverten wollte und sein Ende haben wollte. Das Ganze war aus einem Interview mit Soraya. Das ist eine Journalistin, die sehr tief in diesem Disney-Sumpf drin ist. Sie befreundet ist mit sehr, sehr vielen aus dieser Bubble. Soraya Wilson. Soraya fragte Ryan, ob man mit ihm irgendwas besprochen hätte bezüglich der Identität von Snoke. Ryan wollte nicht, dass seine Antwort falsch rüberkommt, aber für ihn war die Identität von Snoke, Zitat, fundamental uninteressant. An wem Ryan interessiert war, war Kylo Ren. Snoke sei laut Ryan kein faszinierender Charakter, den er ausbauen und entdecken wollte, sondern er wollte sich auf die Figuren konzentrieren, die in seinen Augen in dem Film vorkommen und sich entwickeln sollten. Und Achtung, die Figuren, die er als solche Entwicklungsfiguren nennt, sind absolut lächerlich. Ich verstehe den Gedankengang sogar, aber die Umsetzung ist halt komplett kacke. Dass man sagt, man will nicht diesen großen, bösen Weltenvernichter-Bösewicht haben, sondern man setzt den Fokus lieber auf Kylo Ren. Aber er hat doch Snoke genau dazu gemacht. Ja, genau, das ist es ja. Die Umsetzung ist dann halt wieder komplett lächerlich. Ja. In Ryans Augen Kylo Ren, Rey, Finn und Poe. Dieses Hin und Her mit General Hux ging am Ende so weit, dass keiner mehr getroffen war, als er aus dem Film geschrieben wurde. Noch nicht einmal die Schauspieler im Film selbst waren davon getroffen. Ganz im Gegenteil, sie beschrieben es als eine lustige und freudige Sache, General Hux endlich erschießen zu können. To have a Star Wars gun to take out General Hux was an extraordinarily pleasurable thing to do. Yep, es wäre... Vor allem, er war nicht der Einzige, der das gesagt hat. Es gab noch zwei weitere Schauspieler, die gesagt haben, sie hätten das auch gerne gemacht. Ich habe den Clip leider nicht mehr gefunden, sonst wäre er auch da drin gelandet. Es wäre für Fans auch eine Freude gewesen, diesen Schrottcharakter erschießen zu können. Aber das hätte nicht so sein müssen. General Hux hätte der gefürchtetste Flottenführer des Star Wars-Universums werden können. Wir hätten hier einen der bedrohlichsten Schurken der Kinogeschichte haben können. Und sich an diesen besonderen Tag erinnern, als den letzten Tag der Republik! Ganz kurz, also eigentlich ist das Voice-Acting hier so, so gut. Aber es ist Howard Wolowitz. Und es ist so gut, ist halt eigentlich das Traurige. Vor allem die ganzen Amerikaner pushen das immer und bringen diesen Clip dann in ihre Shorts und so. Boah, auf Deutsch hittet das anders. Und dann siehst du die ganzen Deutschen darunter. Ja, warte, bis sie rausfinden, dass das die Stimme von Howard Wolowitz ist. Aber da siehst du, wie gut das hier eigentlich ist. Wie gut das Voice ist. Fehlende Planung und 2 Stunden The Last Jedi später sah die Sache aber anders aus. Gut. Oberst Anakin! Und dann kommt die Disney-Ritter-Bubble um die Ecke und wirft den Fans vor, dass sie Star Wars doch selbst mit ihren Fantheorien zerstören würden. Weil wir wären ja die Leute, die eine zu hohe Erwartungshaltung aufbauen. Ryan Parker from The Hollywood Reporter said, quote, "Points of disgust seem to run the gamut, but perhaps the underlying factor can be traced back to expectations born out of wild theories stoked by fan sites and YouTube channels." From Nick Johnston at Vanya Land, quote, "Lurking behind all this bitterness is a poison that's obliterating our cinematic discourse, the fan theory." Sind sich Star Wars Fans eigentlich darüber im Klaren, dass sie Star Wars für sich selbst zerstören?
Für mich ist es klar, dass Star Wars-Fans Star Wars für sich selbst zerstören. Sie sind so hyperkritisch, so feindselig, so überdramatisch, so loreversessen und mit mentalem Ballast beladen, dass sie es unmöglich machen zu entspannen und einfach einen Film auf seine Weise zu genießen. Aber wissen Star Wars-Fans das überhaupt? Weil selbst ich muss mir öfters sagen, wenn ich Star Wars schaue, nein, hör auf, alles zu dekonstruieren und bis ins kleinste Detail zu hyperanalysieren. Du ruinierst dir den Film selbst. Also interessiert es mich, wie sehr das Star Wars-Fans eigentlich bewusst ist. Ich habe das nicht auf dem Hauptkanal gepostet, weil das durch... Ich glaube, weder Robothead noch Mauler machen meine Art von Videos. Also... Meine Optik von den Thumbnails ist von Robothead geklaut, das habe ich schon mal gesagt, weil ich absolut untalentiert bin. Aber keine Ahnung, ich habe mich bei Content jetzt nicht so an jemanden orientiert. Ich habe mal Clips von denen verwendet oder Passagen übernommen, weil mein Ding einfach ist, dass ich alles abdecken möchte. Und wenn die das schon gemacht haben, so, ja. Aber keine Ahnung, ich habe mich nie so damit verglichen. Durchschnittliche geistige Alter dort um die 11 zu liegen scheint. An einem guten Tag. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir Input dazu geben könntet. Yo, Diggi, du merkst selbst, dass der Film kacke ist und du musst dich selbst daran erinnern, dass du dein Hirn ausschalten musst. Aber nein, das Problem liegt bei den Star Wars Fans. I'll just say yes. Wait, are you sure that's how this sort of thing works? Shut up, brain, or I'll stab you with a Q-tip. Ich finde es seltsam, dass du dich über Leute beschwerst und die den Film überanalysieren, dich dann aber darüber beschwerst, dass ihr geistiges Alter um die 11 liegen soll. Soweit, so gut. Ja. Ich denke, Leute, die Star Wars zu einem gewissen Standard erheben, sind sich darüber sehr wohl im Klaren und wissen, dass sie einfach ihr Hirn ausschalten und den Film genießen können. Sie wollen das aber nicht. Es ist wahrscheinlich Zeit, Star Wars nicht mehr auf so ein hohes Podest zu heben. Nicht alles wird gut sein. Geht mit dieser Mentalität rein und ihr werdet vielleicht sogar angenehm überrascht. Und verkackt auf den letzten Metern. Ich glaube, einige erwarten einfach zu viel von Star Wars und wollen, dass die Dinge so laufen, wie sie es sich in ihrem eigenen Kopf kann. Ganz kurz, ne? Ich finde, dieses Mindset, was gerade angesprochen wurde, ist nicht mal prinzipiell dumm, sondern, das habe ich ja vorher auch schon gesagt, ist es dumm, das von anderen zu erwarten. Weil, guck mal, wenn wir ehrlich sind, es ist mittlerweile du halt... Du gibst Disney damit einen Blankoscheck, Scheiße zu produzieren. Natürlich. Ich spreche jetzt eher davon, wenn du einfach nur ein Fan bist, der kein Content produziert, gar nichts, ja, und einfach mittlerweile mit der Einstellung reingehst, ja, wird eh kacke oder ich erwarte nichts, ich versuche einfach das Beste rauszuziehen. Das kann eine sehr, sehr schöne, gute Einstellung sein. Nur ist erstens das Problem, wenn jeder die Einstellung hat, dann passiert genau das, was du gerade gesagt hast. Ja. Und vor allem, man darf niemandem vorschreiben, diese Einstellung zu haben, weil die ja eigentlich nicht sinnvoll ist. Ja. Pardon, vorstellen. Sie realisieren nicht, dass die Chance dafür nur sehr gering ist. Wahrscheinlich realisieren sie das alles noch nicht einmal. Überschrift. Star Wars-Regisseur diskutiert die Kultur von Star Wars über toxische Fans und den jahrelangen Aufbau zum Auftritt der Ritter von Ren. Einige Fans haben es aber richtig verstanden. Tut mir leid, ich stimme dem Ding mit den niedrigen Erwartungen zu. Star Wars hat das Konzept des Hyperanalysierens und das Hypen auf Blockbuster praktisch erfunden. Das mit einem Meh, was auch immer, es wird schon gut sein abzutun, geht an den Punkt, der der Spaß hinter einem Star Wars Film ist, völlig vorbei. Sind sich Star Wars-Fans eigentlich darüber im Klaren, dass sie Star Wars für sich selbst zerstören? Wirklich? Waren wir das? The thing is that it represents infinite possibility. Also, eigentlich haben sie... Das ist es ja. Sie sagen die ganze Zeit, ihr habt Star Wars zerstört, ihr habt Star Wars zerstört mit euren Fantheorien. Wer hat uns dazu animiert? Ja. Infinite Possibility, Mystery Box, dies, das. Die Fans ja nur an das gehalten, was ihnen versprochen wurde, nämlich... Infinite Possibility. Aber nein, für die Disney-Ritter sind die toxischen Fans selbst schuld an der Situation und hätten Star Wars zerstört. Und das würde ja überhaupt nicht daran liegen, dass es jetzt das Internet gibt. How dare you? When A New Hope came out, there weren't a bunch of fan theories, and they didn't exist not because the internet didn't exist yet, but because Star Wars isn't a mystery. I can fully enjoy A New Hope if I do or do not know who Luke's real dad is. I have all of the information I need to enjoy the film on its own. Ja klar, Star Wars Filme waren schon immer einzelne Filme, die nur zufällig irgendwie zusammengepasst haben.
Are you fucking dumb? Ja, vielleicht gilt das für Episode 4, damals noch Star Wars oder Krieg der Sterne, der tatsächlich als einzelner Film geplant war und ursprünglich nicht darauf ausgelegt war, eine Fortsetzung zu bekommen. Ich verrate euch aber ein Geheimnis. Psst, psst. Wenn man neue Filme macht, kann man das ändern und neue Dinge machen. Star Wars The Force Awakens war zweifelsfrei darauf ausgelegt, dass wir Fans im Internet, dass es bei dieser Trilogie das erste Mal im großen Stil zur freien Verfügung gab, Theorien aufstellen, diskutieren und Content zum neuen Film machen. Uns wurden alle... Ja, Originaltrilogie. Ganz kurz nur nämlich, George Lucas, das hatte ich sogar in meinem letzten Video drin, hat in einem Interview gesagt, dass er die ganze Story sich so schon gedacht hat, der Originaltrilogie. Aber er hat nicht damit gerechnet, dass er sie bringt. Genau, und er hat einfach nur, hat sich eigentlich gedacht, er schafft es gar nicht, alle drei zu bringen und musste die dann deswegen aufteilen. Er wollte sogar ursprünglich einen ganzen Film machen, nur er konnte dem Studio keinen 6-Stunden-Film verkaufen. Genau, das ist es. Das Interview habe ich auch gesehen. Handversprechungen gemacht. Nochmal für alle, die mir bis hierhin nicht folgen können oder wollen. Wer sind Rays Eltern? Wer ist Snoke? Was tut Luke auf der Insel? Wie geht es mit Kylo Ren weiter? Und vieles mehr. Am Ende sind wir einfach nur darauf gekommen, dass das alles leere Versprechungen waren und die Macher der Filme nicht nur nichts davon eingelöst haben, sondern sich dann auch noch gegen die Fans gewandt haben. Grüße an Rian Johnson und diese tolle Your Snoke Theory Sucks Aktion. Fast so, als hätten doch die Leute, die den Film gemacht haben, durch ihre schlechte Planung und falsche Versprechen, ihre eigene Trilogie kaputt gemacht. Aber das können sich die Disney-Ritter einfach nicht vorstellen. Yeah, Supreme Leader Snoke is Grand Moff Tarkin, the guy we saw in the bridge of the Death Star literally seconds before the Death Star exploded in the vacuum of space. Your fan theory is dumb. Okay. Okay, wer sagt's ihm? Dieses Video kam zwar kurz vor The Rise of Skywalker raus und deswegen ist es ein bisschen unfair, sich jetzt darüber lustig zu machen. Wobei, eigentlich nicht. Die Disney-Ritter können doch einfach aufhören, Kacke zu labern, nur damit Disney sie wieder mit Anlauf von hinten nimmt. Aber weil es so schön ist, wie sehr sich Disney-Ritter selbst zerstören, spiele ich hier jetzt einfach nochmal die Szenen aus dem Film ein. Irgendwie ist Palpatine zurückgekehrt. Yeah, Supreme Leader Snoke is grand. Das ist nicht im Video, oder? Nein. Okay. Oh nö, bitte sag nicht, dass das jetzt da. Ja, okay, Stream läuft noch. Wundert mich das jetzt hier. Aber das ist da, also ganz kurz nochmal. Der Typ stellt sich dahin und sagt, die Theorie, dass Tarkin Snoke ist, ist dumm, weil Tarkin ist im Todesstern explodiert. Und dann kommt Episode 9 und bringt Palpatine zurück, der im Todesstern explodiert ist, mit den Worten Somehow Palpatine Returns. Spiele ich hier jetzt... Grand Moff Tarkin, the guy we saw in the bridge... Genau die Personen, die die Disney-Ritter anhimmeln, in einem YouTube-Video zusammensetzen und... was machen? Richtig, auf Fantheorien reagieren. Kylo and Rey fall in love. Oh, okay. I don't know. Poe is Han and Leia's other son. Write that down, write that down! Kylo is a double agent. Was sollen die jetzt sagen? Rey is a Kenobi. I can't say anything. They're pretty creative. Yeah, they're very, Star Wars fans are very creative. You suck. Aber nein, Disney macht alles richtig. Es sind die bösen Fans, die Star Wars zerstört haben. I quote, there are two main factions inside the opposition to The Last Jedi. First, we have the alt-right, who are angry that a modern film franchise would include non-white, non-male people. The second faction is full of scorned fans who are lashing out that The Last Jedi didn't meet their exact specifications for a Star Wars movie. Yeah, are those the only two groups of people disappointed with this movie? Nazis and fanboys? What? Bro, what are you talking about, man?
Yep, wir sind wieder auf dem Level angekommen, dass Leute aus der Disney-Bubble die Fans als Nazis und Kleinkinder beschimpfen. Muss ich dazu noch etwas sagen oder merkt ihr selbst, warum euch die Leute weglaufen? Shame. 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 Wie kann man dieses Chaos jetzt aber nun zusammenfassen? Hatte Disney einen Plan oder doch nicht? Die einfache Antwort, nein, Disney hatte keinen Plan. J.J. Abrams hat sich sicher Gedanken zu den ersten und großen Schritten seiner Charaktere gemacht, auch wenn er die nicht zu Ende geführt hat, wie wir im Fall von Rey gesehen haben. At the beginning, there was toying with like an Obi-Wan connection, so it kept changing. Disney allerdings hat sich nicht einmal an diese Ideen gehalten und hat mit Rian Johnson jemanden eingestellt und erlaubt, dass alles verworfen wird und die Story in eine ganz andere Richtung geht. Und tötet seinen wahren Feind. Smoke, aber cool. Sie waren niemand. Sie waren dreckige Schrotthändler. Verkauften dich, um ihren Suff zu finanzieren. Nichts. Und dann hat ja Disney wieder eine 180-Grad-Drehung gemacht und mit Episode 9 wieder etwas ganz anderes gemacht und all diese Dinge geändert. Which, you know, then changed. When did it change? Well, with Ryan, he took it into a different direction than the last one. It changed. Okay. Into being, you know. Ich lag falsch. Du bist eine Palpatine. Irgendwie ist Palpatine zurückgekehrt. Mein Junge. Ich habe Snoke erschaffen. You suddenly find yourself doing something that's 180 degrees different. Und dann stellt sich Kathleen Kennedy hin und will uns erzählen, dass alles schon lange so geplant war. This has been in the blueprint for a long time. Yeah. Ich glaube nur, für die Leute, die an diesem Film gearbeitet haben, ist genau das Planung. Das ist das, was sie unter Planung verstehen. Sich bei jedem Film hinsetzen und sich überlegen, in welche Richtung er gehen soll und wie Story B aussehen soll, nachdem der Vorgänger Story A erzählt hat. Nicht ein Konzept von Anfang an ausarbeiten, sondern vor jedem Film ein bisschen darüber reden, wie man jetzt nach dem letzten Film weitermachen könnte. Das Ding ist nur, das ist keine Vorbereitung einer Trilogie. Das ist ein Drehbuch auf dem Level eines Skripts für ein Reaction-Video. Alter! Gott! Okay, ich musste kurz, alles gut, so, weiter geht's. Es ist wie JJ gesagt hat, es ist wichtig, einen Plan zu haben. Sonst weißt du nicht, wo dein Werk hinführt. Sonst bist du immer nur so gut wie dein letzter Film, deine letzte Szene, dein letzter Plot, deine letzte Line, dein letztes Bild. Because if you don't know the inevitable of the story, you know, you're just as good as your last, you know. Christoph Stachel schreibt gerade, spätestens als Ridley meinte, dass es nie ein Plan, also dass nie feststand, woher Rey kommt, sollte eigentlich schon feststehen, dass es nie einen Plan gab. Ja, aber dann gibt's halt noch das alles hier. Also hier, Dead Justice hat einfach in seiner Abwesenheit einen Film produziert. Natürlich. Warum glaubst du, war ich sonst abwesend? Glaubst du, ich sitze irgendwie rum und denke mir so, ach nö, kein Bock mehr auf YouTube, wenn nee, natürlich mache ich das. Was war das letzte Mal, als ich mal einen Monat nicht da war? Dann ist das Rian Johnson Video gekommen. Das nächste Mal auch, wenn ich einen Monat nicht da bin, kommt auch wieder ein langes Video. No sequence or effect or joke or whatever, but you want to be leading to something inevitable. Ich frage mich aber, wie willst du einen langfristigen Plan haben, wenn du deine Mitarbeiter wechselst wie deine Unterhosen? Mhm. Ganz kurz, um 23 Uhr muss ich ja gehen. Bis wann willst du dann streamen oder willst du nach 23 Uhr weiterschauen? Wir kommen doch durch bis 23 Uhr, oder? Ich glaube, wir kommen durch, okay. Ja. Ja. Okay, der Regisseur von Episode 7 wurde nach einigen Gerüchten rund um andere Leute bekannt gegeben und die Wahl fiel auf J.J. Abrams. J.J. Abrams is directing Star Wars Episode 7. That shit is official. This is a man who's a fan of Star Wars. Okay, this is somebody who grew up with it. This is somebody who has it close to his heart. This is somebody who can make it good again. But a few things scare me about J.J. Abrams. Now, that guy's made a few good movies,
And he's also made a few okay movies. That's kind of what he does generally, you know? Yeah, he kind of plays it a little bit safe for the most part and gives you a quality, entertaining movie, but it's just okay. Ursprünglich sollte Michael Arndt das Drehbuch zu Star Wars The Force Awakens schreiben. Er hatte mit Toy Story 3 und die Tribute von Panem, Catching Fire und Alles steht Kopf schon an mehreren gut bewerteten und beliebten Filmen mitgeschrieben und war von Anfang an der Entstehung von Star Wars The Force Awakens beteiligt. Im Oktober 2013 verließ Michael Arndt jedoch das Projekt, ohne dass es im offiziellen Statement von Lucasfilm eine Begründung dafür gab. Kathleen Kennedy sagte dazu das hier. Michael Arndt hat einen großartigen Job gemacht und uns zu diesem Punkt gebracht. Ja, wenn Michael Arndt doch so gute Arbeit geleistet hat, warum musste er dann gehen? That doesn't make any fucking sense. Später kam raus, der Grund dafür sollte gewesen sein, dass er andere Verpflichtungen hatte und einfach nicht genug Zeit für Star Wars hatte. Das Einzige, was sie jetzt noch machen können, wäre jetzt wirklich ein Ja-sorry-wir-haben-verkackt-Video. Michael Arndt soll also der Rückkehr von Star Wars, dem größten Film des Jahrzehnts, absagen, weil er sich auf ein anderes Projekt konzentrieren will und das nicht mit Star Wars vereinbar ist. Echt jetzt? Ja. Das letzte Projekt, an dem Michael Arndt mitgemacht hat, war die Tribute von Panem aus dem Jahr 2023. Was hat Michael Arndt nun zwischen die Tribute von Panem und Star Wars The Force Awakens gemacht? Nothing. Wobei, nicht nichts. Auf IMDb bekommt er Credits für das Klemmbaustein-Videospiel zu Star Wars The Force Awakens, weil er auch Credits für den Film bekommen hat und daher Teile seiner Ideen im Spiel verarbeitet wurden. Dasselbe gilt für das Klemmbaustein-Videospiel zur gesamten Skywalker-Saga und den Film Toy Story 3 in Real Life. Also braucht mir hier kein Disney-Ritter kommen und in die Kommentare schreiben, dass Michael Arndt auf einmal seine Liebe zu Videospielen entdeckt hat. Der hat damit nicht... Also, unter normalen Menschen nennt man das eine Lüge, aber... Über die Gründe. Anscheinend waren kreative Differenzen der Grund, warum er die Produktion verließ. Okay. Als solche kreativen Differenzen nennt Michael Arndt zwei Beispiele. Nummer 1. Michael Arndt wollte, dass R2-D2 eine viel größere Rolle im Film spielt. Ihr wisst schon, R2, der Lieblingsdroide der Star Wars-Fans. Und ich bin C3PO, Roboter-Mensch-Kontakte. Und hier mein Partner, R2-D2. Hallo. Das wurde von den anderen Mitgliedern rund um das Writing-Team von Lucasfilm jedoch abgelehnt. Den Grund nennt Michael Arndt auch. Zitat: Ursprünglich hatte ich es so geschrieben, dass R2 und C3PO zusammen auftauchen, woraufhin Larry klugerweise sagte, wir sollten sie getrennt voneinander halten. Larry ist Lawrence ich sagte Kessler. Natürlich, okay. nein, Larry, das ist völlig falsch, scherzte Arndt und erntet die Lache des Publikums und die des Drehbuchautoren von Das Imperium schlägt zurück und die Rückkehr der Jedi-Ritter, der neben ihm sitzt. Doch dann habe er es doch endlich verstanden, sagt Arndt. R2-D2s Ankunft muss als eine Art verspätete Belohnung dargestellt werden, nachdem die Erwartungen des Publikums in die Höhe getrieben wurden und bevor der Droide heranrollt und rumpiept. Wie war das noch gleich laut den Disney-Rittern? Ich glaube, einige erwarten einfach zu viel von Star Wars und wollen, dass die Dinge so laufen, wie sie es sich in ihrem eigenen Kopfkanon vorstellen. Sie reden davon, dass sie unsere Erwartungen in die Höhe treiben wollen. Und dann das. Das ist so krass, ne? Also... Ich merke gerade, du reagierst nicht viel. Ich glaube, du hast einfach resigniert. Ich verarbeite, ne? Ich verarbeite. Ich weiß gar nicht, was ich sage. Weil ich sage sonst die ganze Zeit das Gleiche, ne? Deswegen sage ich einfach nichts. Du musst dir vorstellen, ich sitze seit 3 Monaten nur vor diesem Zeug. Und hör mir das an. Da kriegst du Depressionen von. Sieh nicht, dass die Chance dafür nur sehr gering ist. Wahrscheinlich realisieren sie das alles noch nicht einmal. Die zweite kreative Differenz bezog sich auf eine ganz bestimmte Idee. Michael Arndt wollte laut eigener Aussage eine Szene in Star Wars The Force Awakens implementieren, in der unsere Protagonisten die Überreste des zweiten Todessterns finden und durch das Wrack tauchen. Hä? Irgendwoher kenn ich das? Was ist das? Der Todesstern. Ein furchtbarer Ort aus einem alten Krieg. Ach nee, wie kann das denn sein? Immerhin bekam Michael Arndt noch die Credits dafür, dass er einiges zum Film beigesteuert hat. Doch noch gut genug. Und das sollen jetzt zwei Gründe sein, weshalb man so eine Partnerschaft beendet? Offiziell ja. Also inoffiziell, aber das, was wir wissen, was gesagt wurde.
Also, Michael Arndt hat die Produktion von Star Wars, dem größten Kino-Event des Jahrtausends, bisher verlassen, weil er an einem ganz wichtigen anderen Projekt arbeiten musste, das komischerweise niemals erschienen ist. Und an seiner Stelle übernahmen J.J. Abrams selbst und Lawrence Kasdan das Drehbuch. Ja, der Lawrence Kasdan, der den Fan in dem Clip vorher mit Darth Plagueis verarscht hat. I don't think I heard Craig. Is it Darth Plagueis? Filmstarts schrieb damals, dass das Drehbuch jetzt zur Chefsache würde. Besonders freuten sich die Leute damals auf Lawrence Kasdan und auch die Medien sprangen voll auf den Zug auf. Denn Lawrence Kasdan hatte bereits am Drehbuch zu Star Wars The Empire Strikes Back mitgeschrieben. Dem Star Wars Film, der laut Rian Johnson ein Flop war und geroastet wurde. Yeah, the Empire would have gone roasted. If you look at the criticisms of The Last Jedi, can you imagine what they would have said about Luke just getting his ass handed to him by Vader and like Han Solo that goes down without a fight? What the fuck is... Du hast Rian Johnson, der dir erzählt, ja, Empire wurde geroastet. Und wen holst du für den nächsten Film zurück? Ja, genau den Writer, ne? Den Writer von genau dem Film. Es ist so gut. Das kannst du dir echt nicht ausdenken. Das macht diesen ganzen Quatsch von Rian Johnson nur noch dämlicher. Die haben auf allen Lawrence Kasdan wurde in den Medien oft als der Drehbuchautor von Star Wars The Empire Strikes Back bezeichnet. So einer könnte ja nur ein gutes Drehbuch abliefern, oder? Naja, nicht unbedingt, denn Lawrence Kasdan war nicht der Drehbuchautor von Star Wars The Empire Strikes Back, sondern einer von mehreren. Am gesamten Drehbuch von Empire waren unter anderem beteiligt Leith Brackett und natürlich George Lucas. Und falls euch irgendjemand erzählt, dass die DNA des Films nicht von George Lucas stammt, lügt euch diese Person an. Lawrence Kasdan war zweifelsohne ein wichtiger Teil der Originaltrilogie von Star Wars, aber die Aufgabe, das Drehbuch von Star Wars The Force Awakens zu schreiben, ist nochmal eine ganz... Vor allem, er hat das Screenplay geschrieben und nicht die Story. Ja, natürlich, logisch. Die Story kommt ja vor allem von George Lucas. Ja. Ganz andere Nummer. Vor allem, wenn dein Co-Autor J.J. Abrams ist. Und wir haben in der Vergangenheit auch schon öfter gesehen, dass Leute, die vor Jahren mal für George Lucas gearbeitet haben, sein Franchise trotzdem in den Abgrund stürzen können. Oh. Oder, Kathy? Ja. Put a chick in it, make her gay! Jetzt kommt aber das Beste an der ganzen Sache. Kathleen Kennedy hat J.J. Abrams Star Wars The Force Awakens produzieren lassen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wer den Nachfolger... Jetzt kommt aber das Beste an der ganzen Sache. Kathleen Kennedy hat J.J. Abrams Star Wars The Force Awakens produzieren lassen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wer den Nachfolger produzieren sollte. Und das zu einem Zeitpunkt, als der Nachfolger bereits in 2 Jahren veröffentlicht werden sollte. Und für alle, die ein bisschen wissen, wie die Produktion eines Films läuft, dürfte klar sein, das ist nicht gerade zeitgerecht. Kathleen Kennedy fragte zuerst J.J. Abrams, ob er sich nicht vorstellen könnte, den Nachfolger für seinen eigenen Film zu produzieren oder warum nicht sogar gleich alle 3 Filme. J.J. Abrams steckte zu dem Zeitpunkt bis zum Hals in seiner Arbeit und war überrascht und völlig überfordert mit der Situation, sodass er ablehnte. Was nicht überraschend ist, wenn man bedenkt, dass J.J. Abrams zuerst noch nicht einmal den ersten Film machen wollte und Kathleen Kennedy und mehrere andere Leute ihn erst überzeugen mussten, Star Wars zu machen. Well, I said no. Because you said no. That's the best thing. The truth is, I'd done, you know, a Mission Impossible movie, a Star Trek movie. I didn't want to do another sequel. Right. I'm sick of, you know, doing movies with numbers. And then Kathy said, can we get together? As we were talking about it, I found myself suddenly on fire about... What did you say in that meeting that turned you on about Star Wars? The idea that Luke Skywalker, Han Solo, Princess Leia, this is 40 years ago. So for someone who's 19 years old, this is like, they're myths. Who knows what they know about them? You know? Right. And the thing that got me, that grabbed me, was that feeling of... a new young character and asking who is Luke Skywalker. I don't know why, but it made me feel like, fuck, that's so cool. That idea that there would be a discovery. These would be, you know, essentially kids who didn't see Star Wars themselves in right. this movie, who would be in this universe, but- That turned you on. Yes, the idea of sort of discovering, rediscovering this world that had been created. Kathleen Kennedy war am Arsch und musste mit einer Lösung her. Und die war, wie wir alle mittlerweile wissen, Rian Johnson. Wie dieser aber seinen Job bekommen hat, verrät viel über die internen Abläufe und die Arbeitsweise bei Lucasfilm unter Kathleen Kennedy. Ein Insider erzählte die Geschichte später in einem Stream vom YouTuber Star Wars Theory. Ganz kurz, Star Wars Theory arbeitet kaum mit Leuten, die ihr Gesicht nicht zeigen. Das war ein Insider, der sein Gesicht gezeigt hat. Man weiß, wer das ist.
Also, ich war nur zu faul, um den Namen zu googeln, ehrlicherweise. Okay. Kathleen decided to put Rian Johnson in there. The reason she decided to put Rian Johnson in there, and this is from an interview that Mark Fernandez... Mark Fernandez, er sagt es gerade. Das sind die Leute, mit denen er gesprochen hat. Das sind keine Leaker oder irgendwelche anonymen Quellen. Das sind Leute, die haben sich mit ihrem Namen und Gesicht dahingesetzt. Den unten kenne ich sogar. Ja. Did Rule of Two with one of my best buddies. Had with Rian Johnson himself for hours. The way Rian got the job, listen to this. You haven't heard me talk about it before. Rian went into Lucasfilm to pitch an idea for an original Star Wars project. And Kathleen said, oh, why don't you just do the next film? He's like, what, episode 8, the sequel trilogy? She's like, yeah, that'd be a fantastic idea. Why don't you just go handle that? She gave him full creative control. He just did the whole thing. Just like that. He didn't even want the job. He was just like, oh, sure, yeah, that'd be great. The guy wanted to do his own Star Wars thing, which is what he's been trying to do, which I don't think will ever happen anymore. Yep, ihr könnt heutzutage einfach so ins Lucasfilm Headquarter gehen und Kevin. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielleicht, dass man mich nicht 3 Monate mit einem Laptop alleine lassen sollte. Wie krank ist das, ne? Es wird noch besser. Kathleen Kennedy, eure Fanfiction pitchen. Vielleicht ist sie verzweifelt genug und ihr bekommt einen Film aus der nächsten Trilogie. Und das erklärt auch, warum diese Trilogie so eine Katastrophe wurde. Vielleicht wäre sie ja richtig gut geworden, wenn man mit J.J. Abrams von Anfang an vereinbart hätte, dass er die gesamte Trilogie macht und ihn nicht mitten in der Produktion seines Films fragt, ob er Bock darauf hätte. Vielleicht wäre Rian Johnsons Einzelfilm auch richtig gut geworden, wenn man ihm nicht aufgetragen hätte, in einem Trilogiekonstrukt zu arbeiten. Wir werden es nie erfahren. Und warum? Weil Kathleen Kennedy ihren Job nicht gemacht hat. Weil Disney mit der Ankündigung der Sequels direkt nach dem Kauf von Lucasfilm das Maul zu schnell, zu weit aufgerissen hat und Dinge versprochen hat, die man nicht halten konnte. Und so wie es aussieht, hat sich bis heute nichts daran geändert. Frag mal Daisy Ridley, was sie von dem neuen Skript vom Rey-Film hält. Frag mal den Ralle, fast geheult gerade. Rian Johnson durfte, wie wir heute wissen, JJs gesamte Planung über den Haufen werfen und hatte totale kreative Freiheit. Das führte zu den 180-Grad-Drehungen, die wir im vorherigen Kapitel angesprochen haben. Willst du die Wahrheit über deine Eltern wissen? Sie waren niemand. Sie waren dreckige Schrotthändler. Verkauften dich, um ihren Suff zu finanzieren. Und ich glaube sogar, dass diese Art des Films von Rian Johnson gut hätte funktionieren können, wenn sie nicht gerade in dieser Trilogie zum Einsatz gekommen wäre. So war es aber ein großer Schaden für Star Wars, der das Franchise in den Abgrund gerissen hat. Nach Rian Johnson sollte dann Colin Trevorrow mit dem Writer Derek Connolly Episode 9 machen. Wie überzeugt man von diesem Pick war, kann man nach der Geschichte, wie Rian Johnson seinen Job bekommen hat, nur mutmaßen. Colin Trevorrow und Derek Connolly sind als Duo vor allem bisher fast ausschließlich an Filmen beteiligt gewesen, die nicht ganz so gut bei... Ich habe gerade überlegt, ob es da im Hintergrund... Da sich Rian Johnson allerdings überhaupt nicht an die... Game of Thrones ist? Oder Nolly, Jurassic sind als World. Duo vor allem so. Bisher fast oder ausschließlich... Gedacht, bitte sei nicht Jurassic World. Die haben Jurassic World gemacht und durften dann nochmal einen Film anfassen. Ja, vor allem, die haben mehrere Jurassic World gemacht. Filme beteiligt gewesen, die nicht ganz so gut bei den Fans ankamen. Da sich Rian Johnson allerdings überhaupt nicht an die Planung von J.J. Abrams und die Absprachen mit Colin Trevorrow und Derek Connolly gehalten hatte, ließen die beiden alles stehen und liegen und gingen von Bord des sinkenden Schiffes. Hier geht es. Nur ums Geschäft. Ihre Namen stehen trotzdem noch in den Credits des Films, da wohl Teile ihres Skriptes für die Entstehung einzelner Teile der Story verwendet wurden. Was nicht bedeutet, dass dieser Schrottplot ihre Idee war. Es reicht schon, wenn ein Name, der in dem Film vorkommt, auf dem Mist der beiden gewachsen ist, um diese Credits zu bekommen. Kathleen Kennedy musste also erneut einen Regisseur für den dritten Teil der Trilogie finden und hatte großes Glück, dass J.J. Abrams bereit war, ihr aus der Scheiße zu helfen. J.J. Abrams sagte sogar im Making-of zum Film, dass er selbst nie gedacht hätte, nochmal an ein Star Wars-Set zurückzukehren. Never thought I'd be back on this set. It is a strange thing to return to a place that you have fond memories and feel like you got to do something very special and sort of dodged a crazy bullet and was like, oh, I did it. And now to be back here feels
really weird. J.J. Abrams sollte den großen Scherbenhaufen der Sequels aufräumen. Und weil ich schon viel zu lange nicht mehr in diese tolle Doku des Skywalker Legacy reingeschaut habe, schauen wir jetzt nochmal zusammen rein, wie das Ganze gelaufen ist. Etwas, das die Doku der Skywalker Legacy noch zeigt, ist... Ganz kurz, weil das wird da noch reingeschnitten in den Clip, in das Kapitel vorher. Mhm. Ich blende später so ein Bild ein, wo alle drei Regisseure, J.J., Ryan und Colin, nebeneinander sind. Mhm. Und dann sind da immer so Schriftzüge drüber, was mit denen passiert ist. Zum Beispiel verließ es wegen Absprache nicht eingehalten. Hat den Job rein zufällig bekommen, weil er in Kathleen Kennedys Büro war. Mhm. Über J.J. Abrams steht, war Steven Spielbergs Idee. Vielleicht erinnern sich noch einige, es gab lange Zeit eine Diskussion darüber, wer jetzt wirklich den 7. Teil von Star Wars macht. J.J. Abrams anzustellen war nicht Kathleen Kennedys Idee. Der wurde ihr von Steven Spielberg vorgeschlagen, als Kathleen Kennedy richtig knapp dran war. Also... Ich sag, er hat es nur gemacht, weil die sich ähnlich sehen. Hat er gedacht, ach komm, machen wir. So viel zum Thema Kathleen Kennedy und Regisseure einstellen. J.J. ist ein Supervisor und kein Writer. Er hat großen Spaß daran, den gesamten Prozess zu überwachen, neue Kameraeinstellungen auszuprobieren, Szenen zu gestalten und zu inszenieren und sich um seinen Stuff zu kümmern. Der wichtigste Writer einer Produktion zu sein, gehört einfach nicht zu seinen großen Stärken. Und die Doku beweist das auch noch einmal. Wir bekommen fast nichts von den Writing-Entscheidungen mit, außer vielleicht eine kurze Diskussion über Kylo Rens Maske. And so his putting it on, yeah. It's almost oddly a vulnerability. Putting on the mask makes him feel more powerful. Wie offen du diskutieren kannst, wenn deine Chefin, die dafür bekannt ist, Leute zu feuern, einfach nur, weil sie ihr widersprechen, mit am Tisch sitzt, lasse ich einmal so dahingestellt. Außerdem, scheint so, als hättest du die Zerstörung der Maske in Episode 8 doch ganz gut gefunden, Kathy. Warum brauchte sie jetzt denn auf einmal wieder? Putting on the mask makes him feel more powerful. Okay. Ach, also ist seine Charakterentwicklung doch nicht weitergekommen und er fühlt sich immer noch besser unter der Maske. Auch eine Möglichkeit zu sagen, dass The Last Jedi bei der Charakterentwicklung ein Fehlschlag war. Die wunderbare Doku von Lucasfilm hält es auch nicht für nötig. Star Wars Flash, mach mal bitte Mikro lauter. Wir kriegen das nicht lauter, ne? Wir sitzen zu weit weg. uns irgendetwas davon zu erklären oder dazu Stellung zu beziehen. Es gibt kaum Insights, wie die große und ganze mal rein, Story wie lange zustande du schon da bist, kam, was du alles bis auf die Erzählung, hast. Dass die Entscheidung, Palpatine in den letzten Film zu bringen, nach 30 Sekunden gefällt wurde. The idea came up of, well, what if Palpatine lived on in some way? Within about 30 seconds of discussing that idea, we just knew that it was the right idea, because we knew that this has always been a story of Skywalkers and Palpatines. Das hier ist übrigens Chris Terrio, bekannt aus Justice League, Zack Snyder's Justice League und für diesen Unfall hier verantwortlich. Voll Digga, ich weiß schon, was ich sagen soll. Und irgendwie hat er einen davon bekommen. Er war der Drehbuchautor neben J.J. Abrams für Star Wars The Rise of Skywalker. Er ist ein großer Fan von Star Wars und hatte hohe Erwartungen an seinen Film. I come to Star Wars first and foremost as a fan, so I have extremely high expectations. And the world of it means so much to me that I'm not easy on it. And so we haven't been easy on ourselves. Nun, wenn Chris Terrio so hohe Erwartungen an seinen Film hatte, sollten wir vielleicht einmal überprüfen, wie das Ganze ausgegangen ist, oder? Ich weiß nicht, ob das im ersten... Oh ja, jetzt kommt's. Dass das nochmal gegenübergestellt wird. Wie schon vorher gesagt, gab es kaum Insights, wie die Story von Star Wars The Rise of Skywalker zustande kam. Und schon gar nicht zu irgendwelchen der größeren Entscheidungen. Mit einer Ausnahme. Die Rückkehr von Palpatine. Irgendwie ist Palpatine zurückgekehrt. Nicht, dass sie uns erzählt hätten, wie sie auf diese Idee gekommen sind, denn wie wir wissen, Palpatine war ja schon sehr lange geplant. Was this sort of in the blueprint from episode 7? This has been in the blueprint for a long time. Yeah. Nein, uns wird nur gesagt, dass die Entscheidung, Palpatine in den Film zu nehmen, in wenigen Minuten gefallen ist. The idea came up of, well, what if Palpatine lived on in some way?
within about 30 seconds of discussing that idea, we just knew that it was the right idea. Also war das doch nicht so lange geplant. Und ihr habt das in einer halben Stunde in einem Meeting zur Episode 9 beschlossen? Ich glaube, die steigen selbst nicht mehr bei ihren Lügen durch. Wie haben sie diese große und sehr wichtige Entscheidung für Star Wars aufgeklärt? Naja, das ist so eine Sache. Wie sage ich das jetzt am besten? I shit you not, das ist kein Witz. Sie haben ihn in Fortnite angekündigt. At last the work of generations is complete. The great error is corrected. Das ist diese, the day diese of victory Stimme von Palpatine, die man durch die Galaxis gehört hat. The day of revenge. Das kam vor the dem Film. Day of the Sith. Mal ganz unabhängig von allem, die Stimme ist einfach so gut. Wenn ich es gerade wieder höre. Well, I think it's a good time to end it there. Thank you guys so much for watching. At last we will have revenge. It's a trap! Naja, irgendwie muss man ja auch Content für die Collaboration mit Fortnite sammeln. Schaut euch alleine mal diese coolen Dance Moves von Rey an. Ey, das ist so eine respektlose Scheiße! Auf was für einem Niveau ist Star Wars denn bitte gelandet, dass man die größte Ankündigung seit der neuen Trilogie in fucking Fortnite ankündigt? Oh, oh no, oh. Oh, don't say it. Don't say it. This has been in the blueprint for a long time. Yeah. Und surprise, surprise, intern waren auch nicht alle begeistert von Palpatines Rückkehr. Und vor allem, als der Trailer zur Episode 9 herauskam und man Palpatines Lachen hörte, wurde die Kritik unter Fans laut. Und die Erklärung aus den Filmen war verständlicherweise nicht genug, um diese Rückkehr glaubwürdig zu machen. The dark side of the Force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural. Die Leute hinter Star Wars taten daraufhin alles, um den Schaden zu begrenzen und ließen sich haufenweise Erklärungen einfallen, warum Palpatines Rückkehr Sinn ergeben sollte. Chris Terrio meinte, Palpatine wäre in der DNA von Star Wars und müsste daher im finalen Film sein. The Skywalker Palpatine sort of family dynasty tragedy, you know, like any kind of Greek tragedy between two great houses was deep in the DNA of Star Wars, and so we knew that Palpatine had to be a presence in the film in some way. Man hat jede Art der DNA von Star Wars verloren, aber haut dann Palpatine rein. Oh, gerettet. Or that you're ending the Skywalker saga in a way that feels fitting and emotional and gratifying. Ja, das war echt. The end of this saga has to feel surprising but also inevitable. When you look through it again, you think of course that's how it had to end. Of course that's where these characters had to go. Of course that's how we had to leave this galaxy. Die Saga musste so enden. Zeigt mir eine Person, die nach dem letzten Film das Gefühl hatte, dass das, was jetzt noch fehlt, Palpatine ist. Und ich zeige dir 10 Personen in meinen Kommentaren, die dir unter dieses Video zu diesem Punkt wahrscheinlich schon eine glaubwürdigere Geschichte geschrieben haben. Wie es besser ausgegangen wäre. That wasn't die Bar ist so Gott sei Dank haben sie JJ und Chris Terrio eingestellt. Jemand anderes hätte es falsch machen können. Michelle Rashwan, Producerin von Star Wars The Rise of Skywalker, gab folgendes Statement ab. Ich glaube, wir hatten dieses Gefühl der Unvermeidbarkeit, dass Palpatine ein Teil aller drei Trilogien war. Und im Gesamtbild aller 9 Filme war er von Anfang an dabei. Seine Präsenz fühlt sich nicht nur unvermeidbar an, auch das Ende, wo wir ihn in die Rückkehr der Jedi-Ritter zurückgelassen haben, war für J.J. Abrams, Chris Terrio und uns alle sehr wichtig. Wir haben das lang und breit diskutiert. Es fühlte sich angemessen an, dass er in diesem Film präsent ist. Also habt ihr das Thema doch lange diskutiert und nicht nur in wenigen Minuten entschieden. Disney, was jetzt? Hä?
Aber hey, Michelle Rashman findet diese Entscheidung super gut, denn auch sie hat sehr hohe Erwartungen für den Film und die Charaktere. I think for the last movie there is such expectation and such investment in these characters. J.J. Abrams selbst rechtfertigt die Entscheidung so. Some people feel like we shouldn't revisit the idea of Palpatine. And I completely understand that. But if you're looking at these 9 films as one story, I don't know many books where the last few chapters have nothing to do with those that have come before. If you look at the first 8 films, all the setups of what we're doing in 9 are there in plain view. Das Finale, nach dem du suchst, ist Star Wars Return of the Jedi. George Lucas hat in seinem Finale Palpatine getötet. Palpatine zurückzubringen ist der ultimative Disrespect an George Lucas. Eure Trilogie hätte eine neue Story sein sollen. George Lucas' Story war beendet. Beendet, ihr Intelligenzverweigerer! J.J. Abrams war übrigens auch einer von denen, der in einem Interview sagte, dass Palpatine von Anfang an sogar schon seit Episode 7 geplant war. Ich erinnere hier gerne nochmal an die zufälligerweise sehr ähnlichen und definitiv nicht kopierten Artikel von Collider und Screen Rant. Was J.J. Abrams und sein Team unter der Aufsicht von Kathleen Kennedy und Michelle Rashwan hier veranstaltet haben, ist die reinste Frechheit. Anstatt sich eine vernünftige Story zu überlegen und darin richtig viel Energie zu stecken, denkt man sich einfach den erstbesten Mist aus und investiert dann ganz viel Energie in lächerliche Ausreden und Erklärungen. Aber hey, J.J. Abrams hat einfach so ein großes Herz als Storyteller. He also has such a big heart as a storyteller, and I think he's really, you know, put that spirit into this film, and it's got just such a big heart and sweetness and humanity that is very much JJ. Yo, der Kapitän der Titanic hatte bestimmt auch ein ganz großes Herz für Schiffe. Hat auch nicht geholfen. Man sieht's nicht, aber die Beliebtheit. Wer hat denn sonst noch an Star Wars The Rise of Skywalker mitgearbeitet? Das sind alles ganz kompetente Leute. Ey, ganz kurz, ich muss ja bald gehen. Willst du bei dem Kapitel kurz Pause machen und Stimmt, können wir auch so machen. Aber ich will eine Sache noch zeigen. Kann ich das irgendwo hier sehen? Irgendwo hier. Warte mal. Du kannst skippen, ja. Warte. Nein, nicht Michelle Rashman, nicht das. Pat Badge ist auch noch dabei. Ja. Ich weine gleich. Ich suche eine gewisse Sache, die mache ich jetzt nur für Star Wars Fleisch, weil der wird sich darüber freuen. Ja, bitte schaut euch das hier an. Warte. Ja, so. Einfach von hier. Position einfach noch nicht bereit war. Aber das passt genau zu Kathleen Kennedys Arbeitsweise, wie wir schon beim Auswahlverfahren für die Regisseure der Sequel-Trilogie gesehen haben. Es geht nicht darum, seine Arbeit gut zu machen. Es geht darum, eine junge Frau zu installieren, die sich gut in den Medien macht. Put a chick in it, make her gay. So, wen haben wir noch in diesem Team rund um The Rise of Skywalker? Whatever you guys call 50 feet. All of us guys in a group together, off the radios, you know. Not just guys, Stuart. Sie benutzt das Wort Geist für einen Raum voller Leute und regt sich danach auf, dass jemand das Wort Geist verwendet. Und das schneidet Disney ins Making-of zum Finale ihrer Star Wars-Trilogie. Das kannst du dir echt nicht ausdenken. Das ist die Disney-Einstellungspolitik. Also, wir haben das Kapitel ganz kompetente Leute. Ab da könnt ihr dann schauen, wenn das Video online kommt. Schaue, dass ich es so schnell es geht online bekomme. Das ist wirklich krass, Mann. Hast du Bock auf Teil 2? Ja, bin gespannt. Wir warten drauf. Krank. Ja, aber ihr habt das Preview hier jetzt gesehen. Ja. Wie gebrochen bist du auf einer Skala von 1 bis gebrochen? Also ich mag Episode 9 ja eh nicht, deswegen ich kann es tanken, aber zu sehen, wie das da hinter den Kulissen alles abläuft, ist schon deprimierend. Also, ist schon hart. Ja. Ist schon schlimm. Ach ja. Aber ja, muss man mal klarkommen als Star Wars Fan. Das ist scheinbar jetzt die Basis.
das war auch so, ey, hast du... Der Justice sollte mit Mimi zusammenarbeiten, ich glaube ja nicht. Ich halte es nicht aus, wenn ich noch über ApoRed und Leon Mascher Videos machen muss. Stell dir vor, du musst echt über ApoRed Videos machen. Nee. Zum jetzigen Zeitpunkt. Nee, bitte nicht. Was wolltest du sagen? Hast du den Film gesehen hier, mit den X-Men? Welche war das? Das war Dark Phoenix. Oder Rise of Phoenix. Ich glaube ja. Boah, die Line war auch verrückt. Von, wie heißt die Schauspielerin? Von Jennifer Lawrence. Oh Gott. War ein richtig schöner, unterhaltsamer Abend heute. Vielen Dank. Freut uns. Ja, war heute ja auch der specialigste Stream, den wir bisher so hatten. Jo. Ja. Ey. Ich weiß jetzt nicht, wie ich so einen Stream beende. Ich habe noch nie einen Stream beendet. Ich muss um 23 Uhr ungefähr bei der Tür raus und ja. Naja, das war 5 Minuten. Nee, ja, also ich bedanke mich, dass du hier warst, ne? Also ja, gerne. Wir müssen uns bedanken, dass du den Weg auf dich genommen hast. Osterferien schaffe ich noch nicht, aber im Sommer auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und dann gibt es auch die Fußball-Challenge im Sommer. Ja. ja, genau. Ey, eigentlich jetzt noch mal kurz Claps in den Chat, dass du hierher gekommen bist. Du musst jetzt auch die ganze Zeit auf diesem Kackstuhl sitzen, mir fällt mir gerade auf. Aber okay, du bist es gewohnt. Du weißt doch, was du ja, ja, deswegen bist. Ist denke ich gerade nach, du bist es gewohnt. Du kommst damit klar. Vor allem der hat so eine Federung, das ist eh. Ja, stimmt, da geht's. Eh nice. Ich hab sogar extra noch so Kissen drauf gemacht, dass du höher sitzt. Dass man dich überhaupt sieht. Das ist so mies, ich sitze so versetzt zu dir, das ist derselbe Effekt wie bei der Hobbit. Ja, stimmt, ne? Das sieht so aus, wäre ich so 3 Meter größer als einfach. Ja. Ja, aber gut, dafür war ich teilweise hier einfach so rechts draußen, also muss man machen. Ja, gut, dann beende ich den Stream jetzt, glaube ich, auch mal. Wir wollten das ja hier gemeinsam starten und auch gemeinsam beenden. Ja. So. Da sind also wenigstens die Claps. Die Claps sind da. Ja. Leute, wenn ich mal 2 Monate nochmal kein Video hochlade, dann könnt ihr euch denken, was kommt. Also, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Solange nicht das große Finale, ich habe noch nie gesagt, was das wird, aber solange nicht ein Video mit dem Namen oder mit dem Titel das große Finale rauskommt, mache ich weiter Videos. Sonst habe ich noch Leute, die ein 3-Stunden-Video verdient haben. Das ist stark. Wobei 2 Stunden. Aber es könnte sein, dass das hier die 3-Stunden-Marke knackt. Ich bin gespannt. Aber wann kommt es raus? Ich kündige doch am Ende immer meine Videos an. Es kommt nur auf YouTube an, wann sie es zulassen. Also Marvin schneidet das jetzt fertig. Ich nehme mal an, Marvin könnte am Sonntag fertig sein. Okay. Wie gesagt, es ist nur noch der Feinschliff und dann kommt es nur darauf an, ob YouTube das zulässt, wegen Urheberrecht. Okay. Aber ich glaube, ich werde es einreichen, weil ich habe keinen Bock, das zu zerstückeln. Ja, nee. Ich werde es einreichen wieder. Zum YouTube-Support. Keine Ahnung, vielleicht antworten die ja mal schnell. Ja, das geht ja teil. Bei uns auf dem Podcast-Kanal geht es ja mal schnell. Podcast-Kanal, aber auf meinem anderen Kanal habe ich dann 28 Tage gewartet für dieses... Aber. Eine Video, ja. Da geht es immer schnell. Aber gut, ja, Streams nächste Woche bin ich wahrscheinlich dann mal nicht live eine Woche. Ja. Jetzt aber wirklich beenden. Scheiße, ja. Gut. Ja, nee, tschüss. War gut, war cool. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Nächstes Mal wird auch mehr Chat gelesen, war heute ein bisschen schwieriger. Ciao, ciao. Okay,